Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Expertenwebinar Kleben und Dichten. Ich bin eigentlich der Dichter, aber heute geht es ums andere Dichten am und im Wohnmobil. Ich bin der Uli Dolle. Ihr seid zahlreich versammelt, das freut mich. Gebt mir vielleicht noch mal kurz ein Feedback, ob ihr mich hört und seht. Und dann freue ich mich, wenn sich der Michael Windiger, unser Experte, heute zuschaltet mit seiner Kamera. Michael? Hallo. Michael Windiger ist Geschäftsführer von Dekalin und wird euch heute erst im ersten Teil des Webinars präsentieren, wie richtiges Kleben, auch Reinigen und Dichten geht, wann man welche Klebe- und Dichtmittel verwendet. Und im zweiten Teil des Webinars habt ihr dann die Chance, Fragen zu stellen. Ich werde euch dann noch zeigen oder sagen, wo ihr die Fragen stellen könnt. Lasst bitte das mal vielleicht vorab noch, bis der Michael da ist. Michael, hörst du mich? Also, ich höre dich wunderbar. Einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Wunderbar, ich höre dich auch. Du hörst mich auch. Sehen tust du mich noch nicht oder sehen tust du mich? Nee, noch nicht. Sehen tust du mich noch nicht. Okay, dann müssen wir mal gucken, was eben war. Und mach mal ein bisschen lauter deinen Ton, wenn geht. Den Ton lauter müsste eigentlich gleich funktionieren. Jetzt besser? Ja, jetzt ist besser, genau. Jetzt ist besser. Okay, wunderbar. Möchtest du noch? Ja, wunderbar. Jetzt sehen wir uns. Ich glaube auch, das passt ja. Ach komm, wir hockst im Garten oder was? Ach nee. Nee, im Garten ist schon. Wir haben nur ein bisschen Blumen links und rechts. Also von der Seite her ist das hier einigermaßen. Mit allen Tricks wird der passend. Ja, das sind die Reste von der Messe. Also das haben wir im Prinzip gerade aus dem Caravan-Salon mit dabei gehabt. Und deswegen haben wir das mitgebracht. Okay. Wunderbar. Ich hoffe, vom Bier auf der Messe ist auch noch was übrig geblieben, dass wir nachher noch einen zusammen trinken, oder? Das passt. Auf die Entfernung kriegen wir das hin. Aber so viel ist nicht übrig geblieben worden. Wir haben dieses Jahr wirklich 3 Fässer gebraucht. Und aha, so viel war am Schluss nicht mehr übrig, also von der Seite her. Aber ja, ich denke, das eine oder andere Bier hast du auch dazu beigetragen, das passt schon. Genau. Also dann sag du mal schön Hallo zu unseren Teilnehmern und dann sage ich noch kurz ein bisschen was zum Webinar, wie es abläuft. Okay. Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Michael Windiger und ich möchte Sie so die nächsten 2, 2,5 Stunden in meine Klebewelt so ein bisschen entführen. Also erstmal, wir duzen uns alle hier, ne? Ja. So, nicht Sie. Da müssen die ja völlig euch umschalten. Möchte ich, ne? Euch. Alles gut. Passt schon. Genau. Ne? Eben. Dann gibt's den kostenlosen Download, Blick ins Buch. Den habt ihr jetzt bei den Webinarunterlagen schon dabei. Den könnt ihr euch jetzt während des Webinars runterladen und da mal reinschmökern. Dann gibt's weiteren Support, nämlich weitere Webinare. Am 9.10. geht's um das Thema Solartechnik mit Solara. Am 30.10. mache ich mein Selbstausbauer-Webinar. Am 1.11. das kostenlose Wohnmobil-Optimierer-Webinar. Am 6.11. ein kostenloses Expertenwebinar zum Thema PowerKit von EcoFlow. Spannendes Produkt, was die zentrale Elektrik im Wohnmobil abdeckt und das für relativ kleines Geld. Und am 28.11. das letzte Expertenwebinar in diesem Jahr, nämlich Möbelbau im Wohnmobil mit Leichtbauhölzern vom Plattenladen. Das ist der Platt, ne? Also ein richtiges Feuerwerk an Webinaren. Aber es geht noch weiter mit der Supportleistung, die ihr bei mir kriegt. Ihr findet auf meiner Webseite, da war vielleicht noch nicht jeder von euch, eine Galerie von individuell ausgebauten Reisemobilen. Und da sind mittlerweile mehr als 800 Fahrzeuge online. Vielleicht auch demnächst eures. Ihr seid herzlich eingeladen, dort euer selbst oder individuell gebautes Wohnmobil, ihr müsst es nicht selbst gebaut haben, dort einzustellen und damit auch zur Quelle der Inspiration zu werden. Und seid natürlich auch eingeladen, diese Galerie als genau das zu nutzen, nämlich Inspirationsquelle. 800 Autos, das ist ungefähr wie wenn ihr auf der Abenteuerallrad über ein Campground lauft. Und das könnt ihr abends bei Regenwetter auf eure Couch machen. Das ist mit Sicherheit auch eine gute Hilfe. Und was es relativ neu gibt, es gibt teilmoderierte Projektgruppen. Es kommt immer wieder die Anfrage von Leuten, die sagen, Mensch,
kannst du nicht die Leute vernetzen und gucken, dass wir irgendwie Projektgruppen schaffen mit ähnlichen Projekten, dass wir uns untereinander austauschen können. Diese Projektgruppen habe ich im letzten Monat angestoßen. Es gibt auch schon ein paar Anmeldungen dafür, aber es dürften gern auch noch ein paar mehr sein, weil wir haben die Mindestteilnehmerzahl im Moment noch nicht erreicht. Also wenn ihr da Interesse habt, es gibt sowohl eine Projektgruppe für Kastenwagen und Campervans, für Leute, die eben Kastenwagen oder Campervan ausbauen, und eine andere Projektgruppe, wo es um die Trucks geht, weil die Themen doch ein bisschen unterschiedlich sind, wenngleich beim Innenausbau eigentlich nicht viel. Und als last but not least gibt es bei mir auch Ausbaucoaching am Telefon via Skype oder Zoom oder was auch immer für 69,90 die Stunden. Die Stunde machen wir 1:1, sprechen wir über eure Probleme, über eure Herausforderungen, über euren Grundriss oder über euer Elektrikkonzept oder die Komponenten, die ihr zu kaufen gedenkt. Dafür könnt ihr mich buchen. Wenn es aber nicht tut, ist auch nicht schlimm, weil ich habe echt relativ wenig Zeit zurzeit. Also ist es eigentlich eher so, ja, muss nicht sein. Aber ich mache es, wenn ihr mich braucht. So, lieber Michael, jetzt habe ich genug geplaudert. Gib mal den Bildschirm frei und dann können wir auch gleich die Präsentation hochladen und beginnen. Ja, dann nochmal einen guten Abend von meiner Seite. Schön, dass ihr alle da seid. Ich verspreche euch jetzt wirklich zwei interessante Stunden. Warum teilen wir heute unser Wissen oder wie kommen wir überhaupt auf die Idee, Wissen zu teilen? Als ich mit meiner Klebeausbildung 1999 begonnen habe, war im IFAM-Institut eine der ersten Aufgaben, die der Prof uns gegeben hat, war, eine Familie ist eingezogen in ein neues Einfamilienhaus 1996 im Winter. Und im Sommer 1997 hat die kleine Tochter, im Prinzip, sag ich mal, im Hausflur gespielt und hat dort mittig, weil es ja kühl war, einfach die Kühle gesucht, als mit einem Riesenschlag die Einfamilienhaustür zusammengebrochen ist und diese 60 Kilo schwere Gussplatte, die Tür beinhaltet hat, hat dieses kleine Kind erschlagen. Ich war damals Vater eines 2-jährigen Sohns und einer 4-jährigen Tochter. Und für mich war in dem Moment klar, okay, es langt nicht nur, gute Produkte zu haben, sondern man muss auch wissen, wie diese Produkte angewendet werden. Und deswegen ist unser Claim eigentlich seit 20 Jahren mittlerweile Profi-Produkte mit Profi-Wissen. Das heißt, wir teilen unser Wissen mit allen, die da Interesse dran haben, die Fragen stellen. Und so sind der Ulrich und ich vor einigen Jahren zusammengekommen. Und so kommen auch wir jetzt zusammen. Und von der Seite her Profi-Produkte mit Profi-Wissen. Wir fangen einfach mit so einem kleinen Film mal an, der jetzt gleich läuft, dass man so einen kleinen Eindruck in unsere Produkte einfach gleich sieht. Sehr schön. Also Kamera ist aus, von der Seite her passt. Dann Film ab. Unten draufklicken. Mach mal deine Kamera aus, Michael, dann wird das Bild ein bisschen größer. Machen wir meine Kamera wieder aus. Ja, und du musst es jetzt halt ein bisschen kommentieren, weil man den Ton nicht hört, ne? Gut, okay. Also wie gesagt, ist nur ein kleiner Produktausweisfilm gewesen, dass man einfach die Produkte einfach mal sieht. Und dann kommen wir eigentlich schon zum... Wunderbar. Also, wer ist eigentlich Dekalin? Die Dekalin gibt es schon seit 1907, war eigentlich schon immer ein eingetragener Markenname. Die Firma hieß nie Dekalin, sondern hieß eigentlich früher DKW, Deutsche Klebstoffwerke Hanau, gegründet von der Firma Rüdiger. Und Dekalin heißt eigentlich Dekahydronaphthalin und ist eigentlich ein Lösungsmittel und war 1907 das neu entdeckte Lösungsmittel des Jahrzehnts. Und dort hat man festgestellt, das wäre optimal für Klebstoffherstellung und sonstige Sachen. Und deswegen hat man das als Markenzeichen genommen. Das ist eigentlich so ein Zehneck, das sieht man hier so ein bisschen so schön. Und so begann eigentlich das ganze Thema mit Kleben, Dichten, Schützen und sonstige Sachen. Ja, also der Vorteil, den wir heute haben, wir wachsen durch Partnerschaften, wir wachsen durch Kundennähe und wir liefern seit Jahrzehnten alle namhaften Hersteller. Die Aufzählung spare ich mir jetzt auch, weil ich glaube einfach so, diese Wohndosen sind eh nicht euer Ding. Und von der Seite her brauchen wir jetzt nicht die ganzen Hersteller durcharbeiten in dem Bereich. Wie gesagt, Dekalin ist mittlerweile eine eingetragene Marke, etabliert im ganzen Wohnmobilindustrie, Camping, Reisewagen, Wohnwagen etc. Und wir sind ganz stolz darauf. Wir haben zurzeit die umfangreichste Produktpalette auf dem Markt. Das geht vom Kleben, Dichten, Schützen, Reparieren in diesem Bereich. Und natürlich, ganz klar, haben wir jede Menge Empfehlungen von Herstellern in diesen Bereichen. Angefangen von der Hümmer-Gruppe über Carthago über bis hin zum Vario. Da waren wir jetzt ganz stolz auf der Messe, dass das teuerste Fahrzeug auf dem Caravan-Salon auch Produkte von uns enthält.
Natürlich kann man uns überall folgen, man kann uns besuchen, das fängt bei YouTube an, dann kann man uns auf Instagram folgen, auf Facebook kann man uns liken und natürlich auf der Dekalin-Homepage findet ihr unseren neuen Chatbot. Das heißt, wir haben als erster Klebstoffhersteller und auch der erste in der Caravan-Branche einen KI-basierenden Klebstofffinder, der euch unterstützt, der euch Fragen beantwortet 24/7. Das heißt, hier versuchen wir relativ viel euch entgegenzukommen, dass ihr möglichst immer die richtigen Antworten bekommt. Und der Ulrich hat das vorhin so schön gesagt, was alles an Support noch kommt. Und ich lege jetzt da nachher noch einen oben drauf. Und zwar wird von mir erscheinen zum Jahresende ein Produkt, das heißt Kleb ich nicht, gibt's nicht. Dort werden wir viele Klebstofftipps verraten und Strategien, wie man im Wohnmobil- und Reisemobilsektor Kleben dichten schützen kann. Und alle, nachher gebe ich einen QR-Code raus, den Ulrich auf die veröffentlichen und euch weiterleiten kann. Und jeder, der sich bis morgen Abend 24 Uhr auf unserem Newsletter einträgt, erhält dieses Buch kostenlos und braucht nur Verpackungs- und Shippingkosten in Höhe von 6,95 Euro bezahlen. Und das Buch erhält er kostenlos. Aber das gilt jetzt nur für euch hier in diesem schönen Webinar. Okay, kommen wir zu unseren Produkten. Was machen wir alles? Man so eine schöne Übersicht jetzt sehen kann vom Scheibenkleber, das ist das ganz neueste Produkt, das wir machen, um Echtscheiben zu verkleben, über Klebstoffe und Dichtungsmassen, wie gesagt, für die Seitenwände, für Unterbodenschutz, für die Geräuschdämmung und Dichtmaterialien für Einbau von Klappen, Luken, Türen, Steckdosen etc. Und warum machen wir das Ganze? Ja, weil selbst die meisten Selbstausbauer auf gewisse Dinge nicht verzichten wollen, wie zum Beispiel eine Toilette, ein Kühlschrank, ein Sanitärbereich und so weiter und so fort. Ich habe einfach mal so ein Standard-Volumenmodell hier mitgebracht. Das Bild ist ausgeliehen von Dometic, was so eigentlich in so einem Reisemobil heute alles zu finden ist. Und in diesem Bereich kann man dann schon sehen, dass das relativ anspruchsvoll ist, was dort passiert. Des Weiteren haben wir verschiedenste Materialien, die wir im Reisemobil tätig sind. Das fängt an bei Alu über GFK, über Stahlmöglichkeiten im Innenbereich, Holzfurniere, Holzfeststoffplatten und so weiter und so fort. Und da setzt sich dann eigentlich nachher durch, wenn wir uns das ganze Isolierungsbereich angucken. Der eine hat eine fertige Kabine, der nächste hat eine Sandwichplatte, die er kauft in diesem Bereich und eine Verstärkung, die dort ansteht. Und dann kann man einfach da gucken, was mit dem ganzen Bereich halt auch schon passiert. Ich habe dann mal zusätzlich so einige, kann man schon reingucken, wie sieht so eine Konstruktionsmöglichkeit einfach aus, wie arbeite ich mit einer Seitenplatte, wo verstärke ich einfach so eine Platte, das sehe ich jetzt einfach hier und hier haben sie jetzt einfach mal so eine Seitenwandanbindung, eine Wandaufbauanbindung, dass man das einfach mal schematisch auch sehen kann, so findet sowas statt, also für jemanden, der seine Kabine auch dann selbst bauen will, ist hier die eine oder andere Lösung drin, wie die Profis das Ganze machen. Und in dem nächsten Bild jetzt sehen wir dann einfach hier auch schon mal, das ist so ein Klassiker, wie zum Beispiel im Vario oder im Clue oder im Niesmann Bischof heute noch verwendet. Hier sieht man einfach wunderbar, wie diese Ecken angebunden sind, wie die Seitenwand aufbauten sind in diesem Bereich. Das ist einfach nur mal, um zu gucken, okay, was heute einfach alles mit Kleben geht. Wie ihr seht, hier ist nicht eine Schraube drin und es funktioniert im Caravaning bis hin zur Bahn. Also beim neuen ICE 4 ist zum Beispiel der ganze Triebkopf nur geklebt, da ist nichts gedichtet und nichts geschraubt und nichts geschweißt. Okay, jetzt kommen wir zu unseren Produkten. In dem Moment, wir haben ein Fahrplansystem. Und warum haben wir ein Fahrplansystem? Weil wir das Thema immer wieder haben, was brauche ich für was? Und dort ist diese Thematik relativ groß. Die Produkte sehen alle erstmal gleich aus. Das haben unsere Wettbewerber wie Sika oder Terrazone alle gemeinsam. Das heißt, die unterscheiden sich in der Regel nur durch eine Nummer. Und dann war das Geschrei relativ groß, dass der Kunde immer gesagt hat, okay, das sieht alles gleich aus, ich weiß gar nicht, was ich machen möchte. Und ich will euch mal kurz ein bisschen ins Fahrplansystem einführen. Das heißt, der Klassiker ist dann wirklich, was möchte ich eigentlich machen? Zum Beispiel eine Dachluke eindichten. Faustformel, alles, was geschraubt wird, wird nur gedichtet und nicht geklebt. Also bin ich hier bei der blauen Rubrik, das wäre in dem Fall dichten. Und dann habe ich wieder zwei Möglichkeiten beim Dichten, dann habe ich nur noch 3-4 Produkte zur Auswahl. Und die Klassiker wären dann in dem Fall entweder das Dicasil 8936 oder das Dicasil 1512. Was der Unterschied ist, machen wir nachher eigentlich gleich. So, nochmal unsere Produkte im Übersicht. Und ja, wie ihr alle wisst, mit was fangen wir natürlich logischerweise an? Wir fangen mit dem Reinigen an. Und das ist aus diversen Gründen relativ wichtig, dass das Reinigen, weil wenn ich nicht richtig sauber mache,
dann findet keine richtige Haftung statt, dann findet keine richtige Übernetzung statt. Und deswegen brauche ich einen Reiniger, der gewisse Eigenschaften hat. Und der Reiniger, den wir hier empfehlen, ist unser DecaClean Ultra. Und der hat einfach diverseste Eigenschaften. Nämlich einmal greift er keine Materialien im Caravaning an. Er ist schnell trocknend. Er reinigt hervorragend gerade Fette und Rückstände von Spritzgussteilen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, ihn gibt es in Flaschenform als auch das. Als kleinen Tipp. Kamera. Als kleinen Tipp von mir. Jetzt in der nächsten Folie sieht man es relativ schön, was passiert, wenn man nicht richtig reinigt. Ja? Hier sieht man sehr schön mal, selbst ein Fingerabdruck stört nachher meine Verklebung und stört nachher meine Benetzung. Das heißt, wenn ich nicht richtig sauber mache, habe ich nachher einen solchen Fingerabdruck hier auf meiner Verklebung. Und dort sieht man einfach, ist die Benetzung zerstört. Und mit dieser zerstörenden Benetzung findet an dieser Stelle halt auch kein Klebstoffauftrag statt. Das heißt, hier hätte ich meine erste Undichtigkeit einfach eingebaut. Und so als Faustformel in diesem Bereich ist halt einfach eins beim Kleben. Die meisten reinigen so wie bei der Hausfrau mit links und rechts wischen in diesem Bereich. Und das ist einfach Verteilen von Dreck, Dreck rein, Dreck raus. Und ich versuche euch jetzt ein Bild mitzugeben, dass ihr das nächste Mal beim Reinigen an sowas denkt. Es ist zu Hause wie auf dem WC. Ja, also nur in eine Richtung wird gewischt, nicht hoch und runter. Und nach einmal Wischen wechseln wir bitte auch das Blatt. Das heißt, dann habe ich hier einfach diese Möglichkeit, hier saubere Oberfläche zu schaffen. Das war der Klassiker, auf den habe ich gewartet. auf den hast du gewartet, ja. Genau. Ich zeige es nachher nochmal, im Bild, bei dem Kamera hin und her springen ist ein bisschen schwierig, glaube ich, zurzeit. Also von der Seite, ja, das ist der Klassiker. Aber noch einmal, ganz wichtig ist, die richtige Reinigung und die richtige Benetzung sind 95% aller Fehler, die einfach nachher beim Kleben passieren. Wir haben Industrieverband Klebstoffe, da sitzt es seit 20 Jahren im Ausschuss strukturelles Kleben, eine Untersuchung mit der Universität gemacht und haben 3500 Verklebungen untersucht und dabei waren über 95 bzw. 96% Fehlverklebungen aufgrund von fehlender Haftung. Und der meiste Grund davon ist einfach damit auch fehlende Benetzung und damit fehlende Reinigung. Das ist der Hauptgrund, warum die meisten Verklebungen schiefgehen. Ich habe nachher so ein, zwei Bilder dabei, wie du mit deinem Sternchen unterwegs warst. Da können wir dann auch mal über das Thema Reinigen diskutieren. In wüstester Umgebung, wo du da warst. Aber wie gesagt, das Saubermachen ist das A und O. Wie kann ich testen, ob ich nachher richtig sauber gemacht habe? Da gibt es einen Wassertropfentest. Das funktioniert wie folgt. Ich nehme einfach wirklich einen Wassertropfen und mache ihn auf die Oberfläche, die ich gereinigt habe. Und dann sollte er so aussehen wie beim alten Auto. Er sollte möglichst flach verlaufen, dieser Wassertropfen. Nicht so, wie wir ihn jetzt hier auf dem Bild sehen, weil der ist relativ rund. Das wäre nicht so schön benetzbar. Ja, zum Beispiel, wenn der so aussieht wie bei euch zu Hause in der Teflonpfanne, dann habe ich eine schlechte Benetzung in diesem Ball. Und eine Benetzung ist die Grundvoraussetzung zum Verkleben. Das heißt, dieser Wassertropfen muss verlaufen. Dasselbe muss mein Klebstoff auch machen. Der muss auf dieser Oberfläche verlaufen können. Er muss ihn benetzen können, dass das Ganze funktioniert. Und diese Benetzung, das heißt, diese Teile kommen relativ nah aneinander und auf dem Chart steht ganz so schön ein Nanometer. Und das ist jetzt relativ klein, um mal ein Beispiel zu nehmen. Was ist denn ein Nanometer? So nah muss nämlich der Klebstoff mit dem Fügeteil zusammen. Das ist ein Millionstel Millimeter. Und der Nanometer zum Kilometer oder zum Zentimeter ist genauso weit weg wie der Zentimeter vom Kilometer. Das heißt, wir kleben in einem Kilometer Tiefe. Das muss man sich einfach vorstellen und dann gibt es vielleicht auch relativ Gefühl für, was so ein bisschen Dreck oder ein bisschen Verunreinigung oder Fett bei meiner Verklebung einfach auflöst. Also ganz, ganz wichtig, je besser ich sauber mache, desto höher ist nachher meine Klebequalität, desto besser ist nachher eigentlich auch mein Klebeergebnis. Falls dieser Wassertropfen, nachdem ich perfekt sauber gemacht hat, immer noch so aussieht, wie er jetzt auf dem Bild ist, nämlich so mehr oder weniger halb rund oder vielleicht sogar noch runder als dieses Bild, dann heißt es, obwohl ich sauber gemacht habe, kann meine Flüssigkeit den Klebstoff, das Fügeoberteil nicht benetzen. Und wenn es nicht benetzbar ist, dann ist es in der Regel auch nicht verklebbar. Und dazu haben wir ein Hilfsmittel, das kommt in der Regel bei Kunststoffen vor, bei Metallen, Stahl, Aluminium etc. brauche ich es nicht, da ist die Oberflächenspannung sehr relativ hoch. Bei Kunststoffen ist sie niedrig, deswegen ist zum Beispiel PP, PE, Teflon nicht zu verkleben, weil die Oberflächenspannung unter 20 liegt und damit ist nichts verklebbar. Nur um eine Hausnummer zu nennen, Alu hat eine Oberflächenspannung von 1500,
Stahl von 2500. Also wenn ihr was verkleben wollt, gerade so Solar, Sat, irgendwelche Spoiler, Zurschienen, Halter etc., tut euch einen Gefallen, geht immer auf die Aluminiumseite, dann seid ihr vom Verkleben wesentlich besser und damit auch wesentlich haltbarer und wesentlich beständiger. Für die Kunststoffteile gibt es dann hier so einen Aktivator. Das sind meistens nicht ganz so gesunde Flüssigkeiten in dieser Dose dort drin, in dieser Flasche. Und den trage ich auch da bitte nur in eine Richtung relativ dünn auf. Da heißt es nicht viel hilft viel, sondern da gibt es so einen Wollbischel, oder der Ulrich weiß, wie das richtig heißt. Weißt du es noch von jetzt im Jahr? Wollfilzapplikator. Das war, was Frank uns eingebracht hat. Das heißt nicht Wollbisch, wie jeder normale Mensch sagen wird, sondern fachgesprachlich heißt es Wollfilzapplikator. Also von der Seite her, damit trage ich das relativ schön auf und damit kann ich die Verklebbarkeit verbessern. Unsere Heizung sauber. Das geht auch. Das ist von der Seite, dadurch, dass die Größe ist, kommt ihr relativ gut überall rein. So, nachdem wir geklebt haben, dann möchten wir das Ganze abziehen und das kann man bei den meisten MS-Polymeren einfach mit dem Spülmittel Brillfinger machen. Ja, das kann auch das von Tipp vom Aldi sein, das geht auch. Wir Profis nutzen da den DK Finisher, weil der einfach eine noch viel schönere Oberfläche macht und eine schönere Versiegelung darstellt und damit habe ich eine wesentlich bessere, hochwertigere Verklebung in diesem Bereich und komme damit zu dem optimalen Ergebnis. Damit habe ich das Ganze halt dann richtig rund gemacht. Und last but not least aus dieser Reinigungsgruppe haben wir noch seit 2 Jahren jetzt den Rostlöser. Warum haben wir hier den Rostlöser dazu genommen? Weil das ist der einzige Rostlöser auf dem Markt, der keine Lack- oder klebbenetzenden Störungen auslöst. Klingt möglichst schlimm und ganz gefährlich, ist es aber gar nicht. Das heißt, wenn ich so ein Silikonspray habe, das legt sich wie ein dünner Film über mein Fahrzeug. Und das kann auch relativ weit durch die Luft getragen werden. Das heißt, wenn ich vielleicht hinten am hinteren Rad oder sonst was da Schraubenlose mache und möchte nachher auf dem Dach was kleben, kann das doch auch sein, dass das Silikonspray von nach unten oben auf dem Dach ist. Und damit habe ich eine Trennschicht, eine klebeunfreundliche Schicht auf dem Dach. Und damit kann ich dort nicht sauber kleben. Nehme ich diesen Rostlöser hier. Der einzige Zeit auf dem Markt, der das nicht macht, also wie gesagt, der löst keine Störung aus, dann kann ich ganz beruhigt im Prinzip meine Schrauben losmachen, ohne dass ich nachher Angst haben muss, dass meine Markise oder Zurschiene oder Sattanlage einfach runterfällt. Okay. Ja, dann kommen wir zum Kleben. Das machen wir relativ zügig. Wir haben da verschiedenste Produkte. Wie ihr seht, das fängt bei MS1 an und geht über den 5er, das ist der Kraftkleber, über den neuen 7, 8er bis hin zu den 2K-Produkten. Das könnt ihr alles nachlesen, deswegen mache ich es relativ zügig. Wir gehen einfach mal über die Grundeigenschaften und die Unterschiede machen wir sehr, sehr, sehr schmerzfrei im nächsten Bereich. Wichtig ist, es gibt seit diesem Jahr, eigentlich genau genommen seit dem 24. August 1923, ein Verbot von allen isocyanathaltigen Klebstoffen. Das sind so Klassiker, die man früher gern genommen hat, wie SIGA 221, SIGA 252, wird klebt und dichtet. Körra pur von Kömmerling. All diese Produkte enthalten Isocyanate und sind eigentlich seit 3 Jahren verboten und hatten eine Übergangsfrist bis zum Mitte August 1923 und seit dem 24. August 23 sind sie endgültig verboten und selbst für die Profis nur nach nachträglicher Schulung zu verarbeiten. Also ganz, ganz wichtig, passt auf, was ihr da kauft, weil diese Isocyanate lösen ungefähr 5000 Atemwegserkrankungen im Jahr in der EU aus bis hin zu Krebs. Also von der Seite her ist auch durch die Haut aufzunehmen, sollte man einfach vermeiden und darauf achten, dass man solche Produkte heute nicht mehr einsetzt, weil es einfach viel, viel gesünder ist. Okay, also wie gesagt, bei uns geht es weiter von MS1, 2, 5, 6, 7, 8 und so weiter. Ganz, ganz wichtig, all diese Produkte sind lösemittelfrei, all diese Produkte sind isocyanatfrei, all diese Produkte sind PVC-frei. So, das heißt, sie haben auch fast keinen Geruch, fast keinen Schwund in diesem Bereich und haben eine sehr, sehr schöne Oberflächenhaftung. Das heißt, da ist der Primer, den andere Produkte brauchen, eigentlich schon im Prinzip, sage ich mal, drin und kann oftmals einfach reinigen und kleben. Das heißt, oftmals brauchen wir nur einen Schritt Vorbehandlung, nämlich sauber reinigen, ohne dass wir noch einen Aktivator, einen Primer, wie bei Wettbewerbsprodukten, einsetzen müssen. Im Gegensatz zu den PUs sind sie auch extrem UV-stabil und auch temperaturbeständig. Jeder, der mal so eine alte PU-Naht gesehen hat, weiß, die wird erst ein bisschen gelblich, dann wird sie rissig und irgendwann so beim ganzen alten Mobil, dann kann man drüber reiben wie Kreide, dann löst sich das Ganze. Im Gegensatz zum Silikon sind die MS-Polymere überlackierbar und das eigentlich schon nach einer Viertelstunde, 20 Minuten kann ich das Ganze im Prinzip, sage ich mal, überleiten. Ja, einfach jetzt hier nochmal ein kleiner Vergleich mit den Vorbehandlungen.
dass man das einfach nochmal nebeneinander sieht, was dort einfach ansteht. Ja, in der Regel links habe ich die Messpolymere. Dort habe ich, wie ich sehe, bis auf ganz, ganz wenige Produkte, nämlich bei ASA und bei vielleicht ein bisschen GFK, habe ich dann ab und zu mal noch einen zweiten Schritt. Aber ansonsten habe ich eigentlich nur reinigen und dann kann ich kleben. Während bei den ganzen Polyurethanen habe ich immer reinigen, aktivieren und verschiedene Arten von Primer, die aufeinander abgestimmt sind. Ganz, 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 ganz wichtig. Für die Leute, die sagen, ach, ich habe irgendwo so noch ein Fläschchen irgendwo rumstehen von so einem Aktivator oder von so einem Primer, setzt es bitte nicht ein. Schreibt immer, wenn ihr so eine Flasche aufmacht, ein Datum drauf. Und das sollte dann auch in den nächsten 6-8 Wochen verbraucht werden, weil ansonsten sind beide diese Produktarten, Aktivatoren und auch Primer, relativ schlecht, weil die haben reaktive Gruppen drin. Und wenn ihr sie nicht verbraucht und die nicht mit Klebstoff reagieren können, dann ist denen in dieser Dose langweilig. Und dann finden die irgendeinen anderen Partner, mit dem die reagieren können. Und dann haben sie keine reaktiven Gruppen mehr und dann macht auch so ein Aktivator und so ein Primer auch nicht mehr das, was es mal machen soll. Also von der Seite her, diese Sachen sollten schnell aufgebraucht werden. Und noch viel wichtiger ist, wenn ein Hersteller sagt, wir brauchen dieses Produkt und den Primer A, B oder C, dann kann ich nicht den Primer D nennen. Der Primer ist explizit auf den Klebstoff abgestimmt. Das ist so ähnlich, sag ich mal, so wie die Steckdosen der Stecker. Ja, ich kann nicht mit dem EU-Stecker nach Amerika fahren und sagen, der passt in die Steckdose. Das funktioniert nicht. Also es muss immer der passende Klebstoff mit dem passenden Primer zusammen sein, weil ansonsten funktioniert das Ganze nicht und euch fällt der Kram trotzdem nachher auf die Füße. Also ganz, ganz wichtig, wenn ihr sowas einsetzt, bitte lest die Datenblätter der Hersteller, guckt, was da drin steht und bitte bearbeitet es genauso, wie der Hersteller sich das vorgestellt hat. So, nochmal ein kleines Beispiel, wie UV-beständig das Ganze ist. Das untere ist ein Polyurethan, das untere ist ein MS, das obere ist ein Polyurethan. Man sieht relativ deutlich in diesen Bereichen, wie rissanfällig das Ganze ist. Das Ganze ist, wie gesagt, im Titan, also Hardcore, sag ich mal, UV getestet worden. Und da sieht man das Ganze. So, zusammenfassend kommen wir zu den Eigenschaften. Also, die MS-Polymere sind UV-stabiler. Sie haben die bessere Vorbehandlung. Sie haben weniger toxische Eigenschaften. Und jetzt kommt der Trick an der Sache. Die mechanischen Eigenschaften sind dieselben. Das ist so ähnlich, wie als wenn ich mit einem Mercedes, einem BMW von Frankfurt nach München fahre. Das machen beide gleich gut, aber den Weg, wie sie es machen, den macht jeder ein bisschen anders. Also ob ich eine Sattanlage richtig klebe mit einem PU oder einem Messpolymer oder sonstiges, die mechanischen Eigenschaften sind absolut vergleichbar, aber UV-Stabilung, Vorbehandlung und toxische Eigenschaften sind einfach wesentlich Unterschiede. Okay, wie gesagt, mit MMS1 fangen wir an. Das ist der Klassiker. Das ist ein haftstarker Dichtstoff. Das heißt, hier verfuge ich Kanten, Leisten etc. In diesem Bereich, da geht es richtig, wie gesagt, um Verfugung. Das ist halt das Konkurrenzprodukt gewesen vom Sika 221, wie es den noch gab, in diesem Bereich, um einfach zu sagen, okay, hier verfugen wir hauptsächlich. Dann haben wir so ein, ich sag mal, Multikulti-Produkt. Das ist der MS2. Der geht dann schon etwas in Richtung Klebstoffe. Das heißt, der ist etwas zäher als der MS1, aber noch nicht so zäh wie der MS5. Und der hält dann schon um die 20 Kilo auf den Quadratzentimeter Klebefläche. Also hier kann ich jetzt schon anfangen zu gucken, okay, wenn es etwas mehr halten muss, dann greife ich jetzt im MS2. Und die Steigerung dazu ist natürlich unser MS5. Das ist dann der Kraftkleber in diesen Bereichen. Den brauche ich zum Verkleben von Sattanlagen, Solaranlagen, Markisen, Zurschienen, all diesen Produkten. Das heißt, der hat eine sehr, sehr, sehr hohe Anfangshaftung. Und in diesem Bereich hilft es natürlich sehr, weil ich brauche einfach nicht mehr viel fixieren. Als Tipp noch, als Trick, ich kann es nachher, wenn die Kamera nachher dann irgendwann mal eingeschaltet ist, auch zeigen. Wenn ihr genau hinguckt, hat der eine ausgeschnittene Düse, eine V-Düse ausgeschnitten. Und ganz wichtig ist, dass diese V-Düse nachher von euch wegzeigt und ihr diese Kartuschenspritze stumpf, also am 90-Grad-Winkel, aufsetzt und dieses V zu euch zieht, dann erhaltet ihr immer eine gleich hohe Kleberaube, die überall 7 mm gleich hoch ist. Und das ist der große Vorteil, das ist dann wie vom Roboter gezogen. Das heißt, ihr könnt hier auch nachher Verklebung machen, ohne dass ich Abstandhalter brauche, ohne dass ich mir Gedanken mache, wie muss ich 5 Plättchen speichern oder 5 Unterlegscheiben stapeln oder sonstige Sachen, um nachher das Produkt nicht auf Null zu drücken. Hier langt einfach handfest andrücken und dann ist das Ganze relativ erledigt, ohne dass ich da groß Fixierungsarbeit habe. So, der nächste, den wir relativ neu haben, ist der MS6, weil wir festgestellt haben, dass ganz, ganz viele Kunststoffteile extrem schlecht zu verkleben sind. Und der MS6 ist so auf Haftung optimiert in diesem Bereich und wenn der nicht mehr funktioniert, dann funktioniert nichts am Markt. Das ist momentan der haftstarkste Klebstoff auf dem Markt, den es gibt.
Und damit kann ich auch relativ blöde Kunststoffteile, wie zum Beispiel, was ihr vom Wohnwagen so alle vielleicht schon mal gesehen habt, diese ganzen Aufbauten, die so Knaus oder Hobby oder sonstige Sachen haben, um dass der Wohnwagen oder das Wohnmobil plötzlich breiter und dicker aussieht, die lassen sich blöd verkleben, weil das einfach schlechte Kunststoffe sind, die schlecht zu benetzen sind und damit sind sie schlecht zu verkleben. Aber mit dem MS6 geht's. Also wenn ihr irgendein Kunststoffteil habt, wo ihr sagt, Mensch, da hält nichts drauf, mit dem MS6 könnt ihr es probieren und meistens hilft euch das Ganze in diesem Bereich weiter. Dann haben wir den MS7, das ist halt der Designkönig, wenn es durchsichtig sein muss, wenn es halt klar ist. Der liegt von den Haftungswerten irgendwo zwischen dem MS1 und dem MS2, aber hat seine Stärken halt im Sanitärbereich oder im Plexiglas verkleben oder sonstige Sachen, da wo ich einfach nachher einen klaren Klebstoff brauche, der durchsichtig ist und auch auf Dauer bleibt. Also der wird auch nach längerer UV-Anstrahlung nicht mehr gelb, nicht so wie die früheren Generationen von den MS-Polymeren. Der bleibt also auch weiß. So, als ziemlich vorletzter in diesem Bereich ist der MS6, unser Scheibenklebstoff. Der ist halt zum Echtglasscheiben verkleben. Das heißt, wenn ihr wirklich so Ideen mal habt, wie jetzt auch zum Beispiel Uli, der sagt, okay, die Plexiglasscheibe kommt raus und ich möchte jetzt so eine Echtglasscheibe nehmen. Punkt 1, weil es stabiler ist. Punkt 2, weil es auch in den Gegenden, wo der Uli rumfährt, auch manchmal vielleicht etwas sicherer ist. Dazu kommt, dass es wesentlich weniger lärmdurchlässig ist. Das ist dann auf dem 4.1 am Flughafen. Auf dem Caravansalon das Thema, wenn man sagen, okay, da kommt 30 Dezibel weniger Krach von draußen nach drinnen, dann hilft es bei dem Nachtschlaf dann schon auf jeden Fall. Also wie gesagt, da kann ich auch Windschutzscheiben machen. Wir verkaufen in Riesenmengen als Scania, wo die Frontscheiben mit diesem Produkt einfach geklebt werden. So, last but not least. Aus dieser Familie ist der 240er. Das heißt, das ist ein 2K-Klebstoff, der da ist, auch wenn es noch nur eine Kartusche aussieht. Dort ist eine weitere Röhrchen drin. Das heißt, oben habe ich eine Masse und unten habe ich eine Masse. Und der ist halt richtig schön schnell. Das heißt, nach 2 Stunden kann ich den schon handhabungsfest haben. Nach 4 Stunden hat er 80% der Endfestigkeit. Und damit komme ich halt relativ schnell wieder in mein Projekt weiter oder zurück auf die Straße. Das ist halt einfach eine Möglichkeit, sehr, sehr schnell zu arbeiten oder auch Flächen zu verkleben, weil ich brauche hier immer so ein bisschen Feuchtigkeit, dass das Ganze aushärtet. So, ein paar Beispiele. Was kann ich mit diesen Klebstoffen machen? Ich kann einfach hier zum Beispiel Paneele kleben. Ich kann Fenster einkleben. Also wie gesagt, Glas hier, PMMA ist nichts anderes als Plexiglas, das Polymethylacrylat, also Plexiglas. Das heißt, hier kann ich einfach Plexiglas verkleben. Ich kann damit anfangen, Fahrradhalter zu kleben. Markisen kleben wir mittlerweile damit, Sattanlagen, Solaranlagen, Solarspoiler. Also all diese Sachen kann ich heute im Prinzip, sage ich mal, kleben in diesem Bereich. Und damit bin ich im Prinzip, sage ich mal, ganz, ganz wichtig ist, bei all diesen Produkten, ich habe eine Hautbildezeit. Das heißt, in dieser Hautbildezeit muss ich im Prinzip, sage ich mal, am wichtigsten Arbeiten gemacht haben, vom Auftragen bis zum Abglätten. Und die liegt ungefähr bei 15 Minuten. Bei Normklima, wie wir das nennen. Normklima ist bei uns immer 25 Grad, 60% Luftfeuchtigkeit. Der Punkt ist der, wenn es ja Temperaturen hat, jetzt hier bei uns in der Nähe von Frankfurt, ist es momentan 31, 32 Grad warm und sehr, 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 sehr schwül. Das heißt, dort wird es wesentlich schneller gehen. Das heißt, da kann sein, dass die Hautbildezeit sogar unter 10 Minuten ist. Das Ganze muss ich im Prinzip, sage ich mal, wissen und auch einplanen. Und gerade das Gegenteil, wenn ich zu wenig Luftfeuchtigkeit habe, dann funktioniert das Ganze auch nicht. Das heißt, ich brauche hier mindestens 40% Luftfeuchtigkeit und auch mindestens mal 5 Grad Temperatur, optimal 10. Aber wie gesagt, bei 10 Grad draußen arbeiten macht es euch auch keinen Spaß. Deswegen sagen wir 15 bis 20 Grad, um die 40-60% Luftigkeit, ist eine Temperatur, wo unser Klebstoff sich absolut wohlfühlt. Dann habe ich mal sowas mitgebracht, dass man sieht, es hält auch auf Dauer. Also wie gesagt, das ist jetzt, glaube ich, mittlerweile fast 3,5 Jahre her. Auf dieser Hagelschutzbeschichtung von Durapul, wo der Hersteller hat gesagt, okay, da hält nichts drauf. Da haben wir damals so einen Metallrahmen draufgeklebt, der bis zum heutigen Tag hält und wunderbar funktioniert. Als zu Beginn habe ich gesagt, okay, warum wir das Ganze Profiprodukte mit Profiwissen machen. Der Fehler, der bei dieser Haustierproduktion entstanden ist, die dieses Kind erschlagen hat, war nichts anderes, dass ein Metall-Aluminiumrahmen dieser Haustür war, mit einer 60 Kilo schweren Platte, die dort eingelegt war. Und diese beiden Werkstoffe dehnen sich thermisch unterschiedlich aus. Um nur mal so ein Beispiel zu nennen, Aluminium hat eine gewisse Ausdehnung und hier Polycarbonat hat auch eine Ausdehnung. Und wenn ich jetzt hier nur 2,50 Meter im Prinzip, sage ich mal, nehme, hier sind dann 60 Kelvin Unterschied. Nur zur Information, die Ausdehnung, Skalierung bei Kelvin und bei Grad ist dieselbe, also keine Panik. 10 Grad Celsius haben dieselben Skaleneinheiten wie 10 Grad Celsius.
Also wenn ich hier eine Temperatur von 60 Grad Unterschied habe, dann dehnt sich hier eventuell so Verklebung zwischen Aluminium und Polycarbonat 8,4 mm aus. Und das muss man Klebstoff abfangen. Das heißt hier, je mehr mal die Ausdehnung ist, je höher der Koeffizient ist, das könnt ihr im Internet nachlesen, da gibt es Tabellen, wo man das nachgucken kann, thermische Ausdehnung eines Produktes. Und wenn ihr zwei Produkte habt, wo der Koeffizient unterschiedlich oder sehr, sehr, sehr groß ist, müsst ihr wissen, dass die Klebstoffnaht immer dicker werden muss. Stellt euch das viel zu Hause vor, wenn ihr so ein Gummi nehmt und ihr nehmt ihn ganz kurz, dann ist der nicht elastisch, dann ist der nicht dehnbar, dann reißt er. Und wenn wir das Ganze halt etwas länger nehmen, dann ist das Ganze im Prinzip, sag ich mal, auch wieder dehnbar und dann kann das Ganze auch ausgelegt werden. Ja, und jetzt nochmal so ein kleines Beispiel. Die Bilder hat mir der Ulrich zur Verfügung gestellt, schon vor einiger Zeit. Kleben in Sonderanwendung, sage ich mir, an Orten, wo man nicht unbedingt von Klebfreundlichkeit spricht. Also hier einmal von seinem Sternchen die abgefahrene Stoßstange mit doch zwei hilflosen afrikanischen Mechanikern, die erst einmal nicht wussten, wie sie ihm weiterhelfen sollen. Aber wie gesagt, Ulrich wäre nicht Uli, wenn er sich was eine Lösung hätte. Wie ihr seht, er hat dann Gott sei Dank eine Kartusche MS5 dabei gehabt. Und dann kann man sehr wohl sehen, wie man doch auch in sehr, sehr wüsten Umgebungen das Ganze wieder zum Laufen bringt. Und ich glaube, das hält bis zum heutigen Tag in diesen Bereichen hier. Das heißt, da hat man sehr schön. Ja, ist noch dran, ne, bei dir, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Ja, ist noch auf jeder Messe zu bestaunen. Ja, also wie ihr seht, da war halt einfach mit Sicherheit das Thema Reinigen extrem wichtig, was er dort gemacht hat. Aber wie gesagt, man kann sich hier helfen und eine Kartusche MS5 hat ihm dann wirklich seine Weiterfahrt gesichert. Ja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank, genau. So, kommen wir ein bisschen zum Thema Dichten. So haben wir zwar uns auch kennengelernt, bis der Ulrich bei mir kleben und dichten geblieben ist. In dem Bereich, da gibt es verschiedene Anwendungsfälle. Das eine wäre zum Beispiel das klassische Tape, was ich jetzt gleich am Anfang einfach habe. Das ist nichts anderes als die klassische Dichtungsmasse profiliert und gewalzt. In dem Bereich hat den großen Vorteil, sowas kann ich natürlich auch mit auf Reisen nehmen, weil das wird nicht schlecht. Das Ganze geht nicht kaputt, so ein Portyltape. Das kann ich irgendwo in eine Garage legen und das, wie gesagt, hält auch noch Jahre später. Und damit könnte ich unterwegs auch mal gucken, ob so eine Dachluke dicht wird oder eine Gassteckdose oder was anderes, wo ich im Prinzip zum Beispiel mal plötzlich Probleme habe, kann ich mir relativ helfen in diesem Bereich. So, der Klassiker, der ist die Dichtungsmasse 8936, also alles, was geschraubt wird, Klappen, Luken, Türen, Dachfenster, Steckdosen, Kühlschrankgitter und so weiter und so fort, wird hiermit eingedichtet. Gibt es jetzt auch in Schwarz, also haben wir jetzt in drei Farben, in Hellgrau, Anthrazit und in Schwarz in diesen Bereichen. Vorteil von dem Material ist, es ist abtupfbar mit sich selbst. Das heißt, ich kann das wie Knete oder Pledo oder Teig, den ich von der Platte weghaben will, mit so einem Ballen mit sich selbst abtupfen und kriege das rückstandsfrei wieder weg. Ich zeige euch dann entweder gleich live nochmal, wie es geht, oder ich habe auch ein paar Bilder mitgebracht, unter anderem auch von Uli, dass das auch nach Jahren noch funktioniert. Der große Bruder vom 8936, weil wir haben doch den einen oder anderen Kastenfahrer auch dabei, ist das 1512. Ist auch eine Butyldichtungsmasse, aber sie ist überlackierbar, bildet eine Haut und ist nicht abtupfbar. Das ist so der Klassiker, wenn ich was habe, wo ich einen Spalt habe, den ich sehe. Weil die meisten Kastenwagen sind nicht geraden, auf dem Dach haben sie die Sicken in diesem Bereich. Und wenn ich da das 8936 nehmen würde, würde das klebrig bleiben. Und damit hätte ich immer so einen Schmutzrand, der da verteilt wäre. Das habe ich bei dem 1512 nicht. Bildet nur Haut, hat eine bessere Standfähigkeit. Und wie gesagt, der Dreck bleibt bei der ganzen Aktion nicht hängen. Klassiker, wie gesagt, für Klappen, für Luken, für Schornsteinkamine, für Rücklichter in diesem Bereich. Und dann sieht man nochmal, ganz wichtig ist, das Ganze einbauen. Und dann erst einmal mit sich selbst, mit einer Scheckkarte, EC-Karte, einem Kunststoffmesser, Kunststoffteil, irgendwie einmal das Material, was rausgequollen ist, von dem Material, was noch unter dem Rahmen ist, trennen und das Ganze eigentlich abtupfen. Ja, das ist so ein Vorteil, den ich machen kann. Ich kann natürlich auch den Rest, den ich habe, da wunderbar mit im Unterboden, wenn ich da ein Loch mache oder sonstige Sachen, kann ich den Rest auch mit da benutzen in diesem Bereich von der Seite her. Ist es keine Verschwendung. Und wenn ich die länger nicht brauche, dann nehmt ihr ein Stück, Zellophan oder sonstige Sachen, packt das ein bisschen gut ein und das ist auch nach einem Jahr noch in der Regel gut benutzbar. Solange die Lösemittel nicht daraus verdunstet sind, ist es ein relativ dankbares Material, auch wenn das mal offen ist.
im Gegensatz zu den Klebstoffen, die in der Regel nur 2, 3, 4 Monate halten, um das Ganze mal abzurunden. Okay, jetzt kommen wir wieder ein bisschen zum Sternchen zurück, dass es der Kreis sich so ein bisschen schließt. Der Uli hat ja dann nach Jahren gesagt, okay, ist kein Thema, ich möchte jetzt Echtglas haben, das Plexiglas und das ganze Salzgeraffel, das mag ich nicht mehr. Und hat dann, ich glaube, letztes Jahr war das, das Ganze ausgebaut. Und wie ihr hier seht, wie man hier sieht, hat er die Schrauben gelöst und hat dann einfach ein bisschen mit dem Schraubenzieher das Ganze ein bisschen hochgehebelt. Dann seht ihr eigentlich, dass es schon noch immer in der Mitte weich geblieben ist. Der Rand war bestimmt ein bisschen spröder, das gehe ich mal von aus. Aber gerade was so unten drunter war, war noch ziemlich weich und hat auch seine Dichtwirkung, glaube ich, noch wunderbar gehabt, weil Dichtigkeitsprobleme hat er, glaube ich, in dem Jahr nicht gehabt. Nein, genau. Und vor allen Dingen, es war halt, das ist jetzt 14 Jahre her, ne? Und, 14 Jahre. Ich wollte das Jahrzehnte schreiben, aber ich war mir nicht mehr sicher, ob es über 10 Jahre her ist. Ich wusste, dass es um die plus minus 10 Jahre ist, aber so genau wusste ich nicht mehr. Hab mich selber gewundert, dass es immer noch so elastisch ist und auch noch so abtupfbar. Also war wirklich auch nach so langer Zeit gut zu verarbeiten. Man sieht ja noch den Knödel liegen, ne? Mit dem habe ich das alles abgetupft und perfekt. Ja, ist doch wunderbar. Also wie gesagt, ihr seht dann auf dem letzten Bild ist es auch ziemlich sauber, so dass man eigentlich auch ganz, ganz wenig Reinigungsaufwand hat. Das ist natürlich so die absolute Stärke von dem Material, dass es einfach rückstandsfrei abzutupfen geht. Und wie ihr seht, wie gesagt, nach 14 Jahren, ich glaube, das ist eine stolze Leistung, da kann man schon sagen, hey, Mensch, alles richtig gemacht. Ja. Wunderbar. Dann haben wir noch ein bisschen Schützen. Das ist gerade mal ja bei euch das Thema. Wir haben das auch mal beim Sternchen zwischendrin schon mal gehabt, bevor wir einmal durch die Sahara sind. Dann kam das Auto zurück und war dann trotzdem wie sandgestrahlt neu. Je nachdem, wo man hinfährt, ganz klar, wenn ich dann doch eher mal in den Norden will oder das Nordkap besuchen will oder doch zum Skifahren oder sonstige Sachen nehme, ist das Thema Unterbodenschutz immer wieder ein richtiges Thema. Der ist atmungsaktiv, das heißt, der lässt die Feuchtigkeit raus, aber nicht rein. In dem Bereich, sagen wir mal, so wie so eine, ja, wie so eine Gore-Tex-Jacke, sage ich immer, ja, so funktioniert das Ganze. Das eine Mal der 958 ist zum Streichen oder mit der P7-Dose oder bei größeren Flächen zu benutzen. Und der kleine, die Spraydose ist halt so für kleinere Ausbesserungen eigentlich geeignet. Der 9735, der funktioniert dann, wie gesagt, gerade das. Auch da Tipp von mir, ihr braucht eigentlich hauptsächlich nur an zwei Stellen immer aufpassen. Da, wo die Platten aneinander stoßen, falls ihr einen Holzboden habt, vorausgesetzt ihr habt einen. Und da, wo die Platten auf dem Rahmen aufliegen. Das sind einfach die gefährlichen Ecken und Stellen, die es gibt. Auf der Fläche hat man in der Seltenheit einen Wasserschaden. Ja, also dann hat jetzt wirklich lauter Steinschlag oder so Sachen. In diesem Bereich müsst ihr gucken. Tipp noch von mir. Viele sagen so, oh, wir haben GFK unterboten, da brauche ich gar nichts mehr machen und alles gut. Dann sage ich mir, ja, stimmt, aber passt bitte auf, dass sobald ihr Steinschlagschutz habt und in den GFK-Boden geschädigt habt, weil dieser Gelcoat ist nur wenige Mühe stark, dann habt ihr automatisch offene Fasern. Und GFK ist nichts als ein glasfaserverstärkter Kunststoff. Das heißt, ich habe diese Fasern offen liegen und die Bootsbauer kennen das. Wenn diese offen liegen, diese Glasfasern, dann ziehen die wie ein Strohhalm Wasser. Und das Zauberwort heißt nachher Osmose. Das heißt, auch ein GFK-Boden kann anfangen zu modern. Also selbst wenn ihr einen GFK-Boden habt, guckt ab und zu mal drüber, dass ihr keine Löcher drin habt, dass die Fasern nicht freiliegen. So einmal im halben Jahr oder einmal im Jahr drunter legen und mal kurz gucken. Ist ja relativ schnell gemacht. Gerade bei den Offroad-Fahrzeugen komme ich ja schön drunter. Bei den Kasten, bei den anderen, bei den Wohndosen, sage ich mal, tue ich mir ein bisschen schwerer dabei. So, das letzte Produkt in dem Bereich aus dem Thema Schützen ist halt unser Probax. Das heißt, da kann ich Anbauteile, Motorteile, im Unterboden Achsen und so weiter und so fort einfach vor Korrosion schützen. Ist natürlich vielleicht ganz sinnvoll, dass ich das mache, bevor ich alles zubaue. Auch gerade beim Kastenwagen ist es ganz, ganz sinnvoll, wenn ich den noch nicht angefangen habe und habe ihn noch nicht isoliert, halt zu gucken, okay, Achtung, wo komme ich da dran? Wo kann ich da noch was machen? Weil gerade so diese Fiat-Fraktion ist manchmal nur am Rostschutz vorbeigerannt. Und das tun so 1, 2, 3 Dosen doch nachher in der Langlebigkeit extremst viel helfen und schützen mein Wohnmobil oder Wohnfahrzeug oder Kastenwagen oder was ich immer genau habe, doch einfach jahrzehntelang in diesem Bereich. Wunderbar, kleben, reparieren machen wir relativ zügig. Da sind eigentlich zwei Produkte für euch interessant. Das hat Julia auch schon ausprobiert, das DK Pur 2K90. Damit kann ich alle möglichen Arten von Kunststoff reparieren. Auch die Stoßstange wäre wahrscheinlich ein Thema damit gewesen. Da hätte er nur ein bisschen mehr gebraucht als diesen Bereich. Das heißt, hier kann ich Kunststoffteile machen, Stoßstangen reparieren, rausgerissene Bohrlöcher mit auffüllen und so weiter und so fort. Also das geht relativ schnell. Ja. So arbeite ich damit. Ich gucke, dass die ganze Fläche so ein bisschen vergrößere, verkerbe sie so ein bisschen wie ein V
und dann trage ich das Produkt ein. Ihr müsst nur vorsichtig sein, weil 2K90 heißt deswegen 2K90, der fängt nach 90 Sekunden an zu reagieren. Nach 5 Minuten ist er fest und nach 7-8 Stunden könnt ihr das Ganze schleifen, überlackieren, bohren und sonstige Sachen. Aber da ist Vorbereitung alles. Wie gesagt, nach 90 Sekunden legt er am Prinzip, sag ich mal, los. So, viele von euch haben Sonnensegel dabei oder haben ein Zelt dabei oder haben eine LKW-Plane dabei, die sie als Sonnensegel benutzen. Da ist dann unser PVC-Klebstoff, der Plastikum 77, gefragt. Hiermit kann ich dann auch LKW-Planen kleben. Das machen wir da richtig im großen Stil bei den Profis, aber das funktioniert für euch genauso. Jegliche Art von PVC-Verklebung ist das Optimale, auch für Kunstlederverklebung, wenn ihr sagt, ich will meine Fahrerkabine neu machen oder ich möchte meine Kabine mit Kunstleder auskleiden. Plastikum 77 wäre dann das Maß dieser Dinge. Ja. Ja. Alternativ dazu gibt es den Dekabren 3649. Dazu eine Anekdote aus meiner Zeit, als ich bei der Dekadin angefangen habe, habe ich einen Stiftung Warentest gefunden aus den 70er Jahren. Und dort haben unsere zwei Kontaktklebstoffe, der 3649 und der DKFix Extra, vor Patex gewonnen. Damals hat die Geschäftsführung gesagt, nee, wir wollen nur an die Automotive-Industrie liefern, wir möchten nicht an den Endkunden liefern. Ich glaube, DKFix Extra und DKBren 3649 hat noch kein Mensch von euch gehört. Patex kennt ihr, glaube ich, alle. Also von der Seite her hat man auch damals den einen oder anderen Fehler im Thema Marketing gemacht. Heute wäre das vielleicht ja nicht mehr so passiert. Das nächste Produkt ist für euch interessant, weil hiermit könnte ich jetzt meine Sandwich-Paneelen selbst herstellen oder die Seiten austauschen oder eine Seitenreparatur machen oder eine Verblechung selbst machen. Blech auf Blech geht auch hier mit dabei. Ja, also das setzen hauptsächlich unsere Werkstätten ein, wenn die Verblechung machen oder Seitenwandreparaturen. Aber hier ist der große Vorteil, der schäumt nicht auf. Das heißt, ich muss den Ganzen nicht verpressen, sondern ich kann den Ganzen aufziehen, hat eine kurze Topfzeit und nach 4 Stunden kann ich auch schon anfangen, wieder meine Klappen, Luken, Türen etc. einzubauen. Also wie sowas aussehen kann, sehen wir jetzt zum Beispiel hier bei der Firma Rieper. Die haben ein 9 Meter Leinerdach gedoppelt und geblecht und das in einem Zug haben sie das gemacht. Und ja, da ist Vorbereitung auch alles, weil die Topfzeit ist eine gute halbe Stunde. Das heißt, in einer halben Stunde muss ich angerührt haben, aufgezogen haben und das Blech aufgetragen haben. So, Faustformel generell, nur so mal als Tipp, damit wir noch ein bisschen Fachwissen dazu kommen, das wir teilen wollen, ist, bei den 2K-Produkten gibt es eine Topfzeit und diese Topfzeit fängt mit der Mischung eigentlich an und derzeit muss ich abgewogen haben, gemischt haben, aufgetragen haben, das Gegenteil drauf gemacht haben, fixiert haben und so weiter und so fort. Und ganz, ganz wichtig, diese Topfzeit ist abhängig von der Temperatur und von der Menge, die ich ansetze. Und auch da wieder Faustformel, mit jeder 10 Grad Temperaturerhöhung halbiert sich die Topfzeit. Das heißt, habe ich bei 25 Grad eine halbe Stunde Topfzeit, habe ich bei 35 Grad, plötzlich nur noch die Hälfte, also 15 Minuten Topfzeit. Von der Seite wird es dann irgendwann relativ sportlich in diesem Bereich. So, Ulrich hat gesagt, so ein paar Fragen sollen wir nochmal von vornherein gleich beantworten, die dann eigentlich öfters kommen. Und dann fangen wir einfach mal mit den Klassikern eigentlich an. So, dichten oder kleben, habe ich schon mal gesagt zwischendrin. Immer wenn man schrauben kann, dann wird das Ganze nur noch gedichtet und nicht geklebt. Warum? Das hat man so schön gesehen bei einem Steinchen. Ich kann das Ganze auch nach 10 Jahren ohne Problem wieder rückgängig machen, ohne dass ich mein Fahrzeug zerstöre. Wären diese Fenster eingeklebt gewesen, wäre im Prinzip, sag ich mal, sowohl das Fenster als auch in der Regel das Fahrzeug kaputt gewesen. Ich sage dann den Kunden immer, nee, nimm das Fenster nur eine Nummer größer und baue das Ganze ein. Dann wird ein Schuh draus, aber das hat irgendwann ja mal eine Grenze, weil irgendwann gibt es keine großen Fenster mehr oder ihr habt nicht mehr genug Dach. Also von der Seite her ist das da das Thema. So, muss ich immer primern oder wie bereite ich meine Oberfläche vor? Und auch da wieder selbe Spiel. In der Regel muss ich nur bei Kunststoffen primern. Bei unseren Produkten langt eigentlich nur Säubern in diesen Bereichen. Und primern müssen wir bei den MS-Polymeren nie. Wir haben gar keinen Primern. Wir haben maximal, wie gesagt, einen Aktivator. Ja, also von der Seite her, Primer fällt bei uns komplett flach. Das heißt, ich spare immer einen Arbeitsschritt. Mit welchem Produkt klebe ich ein Fenster ein? Wie gesagt, der Klassiker. Also, wie gesagt, auch da wieder eindichten. 15, 12, 89, 36 wäre das Ganze, was ihr dort braucht. Solaranlagen und Sattanlagen kleben halt mit dem MS5, unserem Kraftkleber.
Für kleinere Verklebungen, für die flexible Module und so weiter, ging auch theoretisch der MS2 oder fürs Abfugen nachher geht auch der MS2. Aber wenn es um Kraft übertragen geht, ist halt einfach der MS5 mit 28 Kilo Klebekraft einfach das Maß der Dinge in diesem Bereich. Gut. Kantenleisten, Zurschienen etc. ist die Frage, werden sie geschraubt? Dann brauche ich sie wiederum nur dichten. Ja, das heißt, dann sind wir wieder bei 89,36. Wenn ich jetzt eine Zurschiene habe oder eine Kantenleiste habe, die geklebt ist, sind wir auch wieder bei dem MS5 bei der Zurschiene und bei dem MS2 für diese ganz normalen Kantenleisten, die als Abschlussleisten dienen. Ja, auch so ein Klassiker, diese Duschstraßen oder Stoßstangen. Dann sind wir, wie gesagt, beim 2K90 mit dem Kunststoffreparaturset. Wichtig ist, ich muss dort immer die Klebefläche vergrößern. Und ganz, ganz wichtig, als Tipp so von mir, als Profi, ihr müsst am Ende und am Anfang eines jeden Risses mit einem 8er oder 6er Bohrer ein kleines Loch bohren, um den ganzen Riss zu entspannen, dass der Riss nicht weiterreißen kann. Das hilft euch unwahrscheinlich. Unterschied zwischen dem Unterbodenschutz nochmal, der 958 war halt zum Sprühen mit Druckluft oder zum Streichen, der 7935 war aus der Sprühdose, geeignet sich, wie gesagt, hauptsächlich für kleinere Reparaturen. Das Thema überspringen wir, glaube ich, jetzt relativ zügig, weil sonst jetzt noch im Prinzip, sage ich mal, da. Hier ist, das ist nochmal ein schönes Chart. Hier ist nochmal dieser Wassertropfentest, von dem ich vorhin gesprochen habe. Hier kann ich kontrollieren, oben wäre eine schlecht gereinigte Oberfläche oder sie wäre nicht richtig entfettet worden oder sie hätte eine geringe Oberflächenspannung. Das heißt, entsteht ein runder Tropfen und da könnt ihr ganz normal, wie gesagt, so einen Tropfen einfach so draufspritzen, so wie Mama früher diese Sprühflaschen genommen hat, für Blumen und Hemden zu machen in diesem Bereich. Und wenn der untere Tropfen so aussieht, wie das unten aussieht, nämlich relativ flach und gerade, dann haben wir einfach eine gute Benetzung und dann kann ich auch eine gute Verklebbarkeit haben. So, auch da wieder ein haftreiniger Aktivator entfernt die Verunreinigung der Oberfläche und eine Oberflächenaktivierung kommt durch Adaktive. Diese sind im Prinzip, sag ich mal, OH-Gruppen, also Sauerstoff- und Wasserstoffgruppen. Die sind einfach relativ polar und das ist halt so diese ganze Sache. Hier habe ich nochmal mitgebracht, den Unterschied zwischen einem Aktivator und einem Haftreiniger und einem Primer. Das heißt, der Primer ist wesentlich dickflüssiger, das heißt, wie so eine Farbe, sage ich mal, wird er aufgetragen und der Haftreiniger ist wesentlich dünnflüssiger. So, last but not least, das Ganze ist noch im Prinzip, sage ich mal, Beflammen von Kunststoffen. Das betrifft die Profis in diesen Bereichen. Das ist auch eine Möglichkeit, mit dem Ganzen, wie kriege ich einen Kunststoff zum Kleben, ist für den Laien eher nicht so das Thema, weil das Ganze dann doch im Prinzip, sage ich mal, eher in der Industrie geht. So, dann wäre ich eigentlich soweit einigermaßen durch, glaube ich. Ja, Ulrich, dann würde ich sagen, dein Teil wieder, eure Fragen und ja. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Michael. Also ich habe jetzt schon wieder viel gelernt. Ich könnte mir vorstellen, dass das den Teilnehmern ähnlich geht. Zum Beispiel das Thema der Benetzung fand ich, also wie teste ich, ob ich richtig gereinigt habe mit der Benetzung, wie der Wassertropfen aussieht, das war mir so nicht klar. Also um 15:12 habe ich vielleicht nachher selber noch eine Frage, aber jetzt lassen wir erstmal die Teilnehmer zu Wort kommen. Fangen wir mal mit den ersten Fragen an. Ich habe hier nur ein kleines Problem mit meinem Fenster. Das musste ich nämlich zumachen und jetzt habe ich die Fragen, die werden mir zurzeit gerade in einer Zeile angezeigt. Also das ist ein bisschen nervig. So. Ich zeige einfach mal, ja, sieht man mich? Erzähl du mal noch ein bisschen was, dir fällt sicher noch was ein. Ich muss jetzt die Fragen mal herzaubern. Gut, also wenn ihr mich sehen könnt, was ich schon ausgehe, zeige ich euch jetzt gerade auch nochmal, wie man das Ganze aufsetzt. Das wäre jetzt genau das Richtige. Wenn die Kamera noch ein kleines bisschen runterkriegt, noch ein Stück, dann sieht man das richtig. Hier haben wir jetzt diese V-Auskerbung, die von mir wegzeigt. Das heißt, ich setze es ganz bewusst stumpf auf und dann ziehe ich diese Kleberaube hier zu mir. Wie ihr seht, ist das dann hier ein exakt gleich hohes Material. Das kann ich jetzt hier einfach mehrfach hintereinander machen und komme immer zu demselben Ergebnis. Die Raupe sieht immer gleich aus, als wäre sie mehr oder weniger maschinenunterstützt gezogen. Das heißt, hier kann ich jetzt immer, aber ganz wichtig, 90 Grad Winkel
und das V zeigt von mir weg und dann ziehe ich das in derselben Geschwindigkeit immer hier zu mir und erziele hier eine relativ saubere Kleberaube in derselben Höhe, die ich dort habe. Das heißt, wenn wir jetzt hier das Ganze machen, dann kann ich immer sagen, okay, so sieht das Ganze aus. Wenn man von der Seite guckt, sind die auch relativ gleich hoch. Ich weiß nicht, ob die Entfernung das so einigermaßen sehen kann. Wie ihr seht, diese Rauben sind immer von der 7 mm hoch. Das heißt, wenn ich sie jetzt füge und zusammendrücke hier, kommen wir automatisch auf einer Klebedicke von 3 mm raus, so dass ich ohne Abstandhalter arbeiten kann. Generell Faustformel auch da. Faustformel heißt, zwischen 3 bis 5 Millimeter ist die optimale Verklebungsklebenstärke, Dichte für elastische Verklebung. Unter 2 möchten wir nicht und über die 9 mm möchten wir nicht hinaus. Das heißt, hier ist diese Gewährleistung, dass wir immer im optimalen Bereich sind, wenn ich hier diese Sachen einfach zusammenfüge. Dann hatten wir vorhin das Thema Reiniger nochmal. Da haben wir hier für Satten Solaranlagen schon so ein fertiges Set. Da ist dann sowohl der Aktivator mit drin, als auch der Reiniger, als auch hier der MS5, den ich hier gerade benutzt habe. Und hier bei dem Reinigungstuch ist dasselbe Spiel wieder. Ich kann dieses Reinigungstuch sehr, sehr oft benutzen, weil wenn ich das jetzt hier auffalte, dann ist das gar nicht mal so groß, aber ich kann es jetzt in zweimal zusammenfalten und dann habe ich schon eine, zwei, drei, vier und das Ganze nochmal doppelt, habe ich 8 Flächen, mit denen ich reinigen kann. Und dann nochmal, wie wir vorhin gesagt haben, immer in eine Richtung, dann abziehen und dann nehme ich automatisch ein neues Blatt in diesem Bereich und reinige wieder in eine Richtung. Ja, also ganz, ganz wichtig, eine Richtung, weil dieses Reinigen in dem Sinn oder in dem Sinn, wie man es zu Hause macht, führt dazu, dass Dreck nur von A nach B gerieben wird. Und wenn ihr das beherzigt in diesem Bereich und da macht, dann habt ihr, wie gesagt, extremst viel für die Verklebung getan, dass einfach dieses Thema Sauberkeit ist. Und wie gesagt, wenn das Ganze nachher funktioniert, dann nehme ich noch meinen Wassertropfentest und stelle fest, habe ich richtig gereinigt oder ist die Oberfläche gescheit benetzbar? Und die Kombination aus diesen beiden Dingen führt dazu, dass ich hier eine perfekte Verklebung habe. Sollte das Ganze noch nicht ausreichen, habe ich hier unseren Aktivator, ja, diese kleine Fläche. Dann habe ich hier diesen Wollfilzapplikator oder Wollwischel, wie viele im Prinzip, sage ich mal, sagen, hier da. Und dort ist das wirklich so. Ich gehe hier rein, einmal, ich streife ordentlich ab, sodass wir hier, wie gesagt, nicht zu viel Material drauf haben. Und dann gehe ich in einem Zug zu mir und gehe nicht zurück. Auch hier wieder, ich drehe das ein bisschen und gehe mit dem nächsten mit einem Zug zu mir. Wenn ich vor und zurück gehen würde, würde ich jedes Mal Material mitnehmen und hätte damit wie lauter nachher kleine Punkte auf dieser Klebefläche, die keinen Aktivator hätten. Und damit hätte ich viel verkleben. Also auch da wieder, wie gesagt, einmal in diesem Bereich. So eine Flasche langt für weit über 10 Quadratmeter, irgendwo zwischen 10 bis 15 Quadratmeter hat das Ganze in diesem Bereich. Wichtig ist, sobald ich fertig bin, mache ich die Flasche wieder zu. Und nachdem ich sie aufgemacht habe, nehme ich einen Stift und schreibe hier ein Erstöffnungsdatum drauf, dass ich das innerhalb der nächsten 2-3 Monate verbrauche, weil jedes Mal, wenn ich ihn auf und zu mache, kommt Sauerstoff hinein, sodass das nachher hier dazu führt, dass das Ganze verunreinigt wird. Und auch da ist, wie gesagt, wichtig, wenn ihr nicht so ordentlich sauber gemacht habt, nehmt ihr den Dreck auf mit dem Wollwischel und bringt ihn in den Aktivator hinein. Auch das ist absolut ungewünscht. Also ganz, ganz wichtig, erst sauber machen, dann aktivieren. Und wenn ich mir unsicher bin, weil ganz, ganz viele sagen, ach nee, ich schleife erst. Ganz, ganz wichtig ist, wenn ich zuerst schleife, schleife ich den Dreck in die Tiefe und damit kriege ich ihn nie wieder raus. Durch Schleifen entferne ich keinen Dreck und ich verändere auch keine Oberflächenspannung und erreiche auch keine bessere Vernetzbarkeit. Das Einzige, was ich mache durch das Schleifen, aus einer geraden Fläche mache ich eine Dreiecksfläche, eine Berg- und Talfläche und ich vergrößere die Klebefläche. Deswegen kann ich die Klebekraft durch Schleifen erhöhen, aber nicht die Benetzbarkeit und nicht die Verklebbarkeit. Also ganz wichtig, erster Schritt ist Reinigen, zweiter Schritt ist Schleifen, dritter Schritt ist Reinigen, vierter Schritt wäre Aktivieren, fünfter Schritt wäre Kleben. Also ganz, ganz wichtig, Schleifen ist nicht der erste Schritt, sondern immer das Reinigen, bevor ihr anfangt zu schleifen. So, Ulrich. Ja, Michael. Bist du wieder bei uns? Ja, logisch, schon lang, aber ich habe dir schon wieder gebannt zugehört. Also es kann jetzt losgehen mit den Fragen. Ein kleines Sorry noch bitte an alle Teilnehmer. Irgendwo hat sich eingeschlichen vom letzten Expertenwebinar, dass es heute um Stromerzeugung im Wohnmobil mittels Efeu-Brennstoffzelle geht. Das hat den einen oder anderen irritiert. Da kamen ein paar Fragen.
Und wahrscheinlich hat dann auch der eine oder andere vielleicht sogar das Webinar verlassen. Aber es geht um Kleben und Dichten. Die meisten haben es gemerkt oder waren geduldig genug, um das herauszufinden. Sorry für den kleinen Fauxpas. Also jetzt geht's los. Der Thorsten fragt: Hallo, wenn ich eine lackierte GFK-Box habe, Autolack, kein Metallic, und die Solaranlage mit MS5 auf das Dach kleben möchte, muss ich Aktivator verwenden oder geht das ohne? Also in der Regel sollte das ohne gehen. Es kommt immer auf die Qualität des GFKs an. Wenn ich ein GFK habe, was wirklich schon beim Anfassen so ein bisschen rau ist und sich nicht mehr so schön anfasst, würde ich ein bisschen anschleifen und dann würde ich einen Aktivator nehmen, um einfach die Verklebbarkeit zu erhöhen. Wenn das alles relativ frisch ist und noch eine hochwertige Qualität hat, brauche ich eigentlich nichts. Okay, aber Anschlussfrage von mir da dazu. Eigentlich klebt es ja nicht auf GFK, sondern auf dem Lack. Und wer sagt mir jetzt, ob der Lack richtig hält? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Solaranlage oder Sattanlage auf den Lack klebe und der Lack hält jetzt aber nicht richtig auf dem Untergrund und würde mir jetzt grobflächig abplatzen, ne, dann hält ja eigentlich nicht auf dem GFK, sondern auf dem Lack. Ja, also generell auch bei Metall oder bei Alu oder bei Stahl hält es natürlich auf dem Lack. Aber in der Regel ist es so, dass wenn das Fahrzeug richtig lackiert ist, ja der Lack fest mit dem Untergrund verbunden ist und somit der untere Untergrund für mich doch durchschimmert und zählt. Wenn du natürlich das Gefühl hast, okay, hier hat einer mal mit der Spraydose ein bisschen nachlackiert, so drüber gestrichen oder so, ja, so Spot-Repair gemacht, sage ich mal, ja, im Do-it-yourself-Verfahren und ich das Gefühl habe, der Lack hält nicht richtig, dann müsste ich gucken, dass ich auf den nächstfesten Untergrund runterschleife. Also sprich beim Kastenwagen bis aufs Metall als Beispiel. Ja? Okay. Weil wichtig ist, ich brauche halt eine feste, mit dem Hauptuntergrund verbundene Oberfläche, aus der ich kleben kann. Ja? Also das ist zum Beispiel das gefährlich, wenn ich, das haben wir jetzt im Wohnmobilbau nicht ganz so oft, wenn ich zum Beispiel rein Aluminium habe, ja, so diese klassische Airstream-Nummer oder beim Flugzeug, da ist zum Beispiel das Problem, dass Aluminium sofort oxidiert und dann immer eine dünne Oxidschicht hat. Und die Oxidschicht ist nicht fest mit dem Aluminium verbunden. Deswegen muss ich zum Beispiel mal Aluminium schleifen und sofort einen Aktivator drauf machen oder kleben, weil diese Oxidschicht ist nach 10 bis 15 Minuten wieder da. Das heißt, ich habe wieder eine nicht sauber feste Oberfläche. Ja, das ist die Problematik beim reinen Aluminium. Haben wir meistens nicht, weil das Aluminium ist meistens eloxiert oder anderweitig vorbehandelt oder lackiert oder sonstige Sachen. Aber wie gesagt, du brauchst immer Voraussetzungen, so ein fester Untergrund, der staubfrei, fettfrei, trocken ist. Okay. Falls du irgendwelche Charts hast, auch aus deiner Präsentation, die jetzt das, was du da erzählst, was zu einer Frage passt, ein bisschen illustriert oder deutlicher macht, dann zauber die bitte mal her, weil ansonsten haben wir die ganze Zeit nur wahrscheinlich deine Kamera an, aber das ist auch okay, lass die ruhig an, dass wir dich sehen. Na, aber so, wenn du irgendwas hast und dir fällt ein, ja, da haben wir doch einen Chart dazu, dann zieh das bitte mal raus, so dass wir da einfach auch ab und zu mal ein anderes Bild auf dem Bildschirm haben. Du hast immer noch Moderatorrechte und hast immer noch das Bildschirm teilen. Okay, wunderbar. Also ich guck mal, wenn ich so Bildschirm, wenn ich in die Fotodateien gehen kann, in dem Bereich, ob wir da das eine oder andere Bild haben, wie man was verarbeitet oder auch wie manchmal Fahrzeuge aussehen. Da gucken wir gleich mal, was wir in unserer Bilddatenbank haben, weil wir haben ja für unser Buch und da relativ viel Fotos jetzt auch gesammelt in diesen Bereichen. Ich guck mal, was ich da auf die Schnelle noch organisieren kann. Okay, also nächste Frage vom Jens. Wie dichte ich einen undichten Alkoven ab? Jens ist da, dann ist so die Frage, wo ist dieser Alkoven undicht? Weil es ist ja meistens so, dass der entweder undicht ist, da wo ich ein Loch drin habe, wo ein Fenster drin ist oder eine Kantenleiste oben ist in diesen Bereichen. Und da ist so mein Tipp, kleb einfach mal erst mit Klebeband alles ab. Fang an einer Ecke an, das Klebeband wegzunehmen und nimm den Wasserschlauch und einer geht nach innen und schreit dann irgendwann mal Hurra, wenn das Wasser feucht wird. Und ich nehme halt Klebeband für Klebeband weg, um einfach festzustellen, wo kommt das Wasser dann her? Kommt das vom Dachfenster? Kommt das von der Kantenleiste? Kommt das von einem Griff, der irgendwo ist? Kommt das von einem Blinker, einem Licht, einem Begrenzungslicht irgendwo in der Art? Wo ist der Wassereintritt? Das ist der Hauptpunkt, den ich habe. Und dementsprechend ist dann im Prinzip, sag ich mal, auch die Möglichkeit der Reparatur relativ einfach. Ja, in der Regel ist es dann so, dass halt einfach diese Leiste
runter muss oder das Licht muss ausgetauscht werden, mit 89, 36 wieder neu eingedichtet werden. Auf der Fläche wird das Wasser nicht herkommen. Ja, also es wird entweder irgendwo sein, wo zwei Platten aneinander stoßen oder so Sachen. Da muss man, wie gesagt, gucken, wo ist der Feuchtigkeitseintritt und dann dementsprechend dagegen arbeiten. Während das jetzt zum Beispiel zwei Platten, die aneinander stoßen, wäre da die Überlegung, sagen, gut, okay, vielleicht klebe ich ein Blech komplett drüber oder ich klebe eine Leiste darüber in dem Bereich, um einfach da die Klebefläche groß zu machen und die Überlappung herzustellen. Jo, okay. Der Uwe fragt, hallo, habt ihr auch eine Preistabelle? Kannst du mir eine Preistabelle noch nachliefern und ich schicke die mit der Nachfassmail morgen übermorgen an alle Teilnehmer oder dass wir die in die Präsentation einbauen? Ja, können wir gucken, finden wir eine Lösung, aber wir haben jetzt ja hier den ich weiß nicht, ob Werbung machen darf, aber den Camping Wagner eigentlich als Partner hier gehabt und vom Preis-Leistungs-Verhältnis sind die Produkte beim Wagner schon relativ interessant, was dort gerade kommt. Ne? Also das ist so. Ja. Gut. Geht zum Wagner, der hat alles. Guckt euch das an, was der im Programm hat. Der hat wahrscheinlich alle Produkte im Programm. Und das sei da auch, da denke ich mal, weitgehend am unteren Preislimit. Ja. Gut. Nächste Frage kommt von Klaus mit C. Hallo, wir wollen in einem VW T5 mit Hochdach in die Hecktür, bisher ohne Fenster, ein Ausstellfenster einbauen. Da die Tür leicht gewölbt ist, denken wir an einen Ausgleichsrahmen aus Holz. Was ist sinnvoller, den Holzrahmen mit Dekasil vollständig luftdicht versiegeln oder reichen einfach nur die Kontaktfläche von Blech- und Fensterrahmen? Das heißt, er möchte innen, wenn ich es richtig verstanden habe, einen Holzrahmen bauen, um im Prinzip, sag ich mal, das Blech zu verstärken. Und dann gehe ich von aus, will er ein Rahmenfenster einbauen mit innen Außenrahmen, das nachher klassisch gedichtet wird. Also ich verstehe es vor allen Dingen so, dass eben das Blech gewölbt ist. Das heißt, wenn das Fenster gerade ist, dann müsste er ja außen ausgleichen und innen. Innen kann er es mit dem Holzrahmen machen, aber außen kannst du keinen Holzrahmen drauf machen, der gammelt ja weg. Na, also du müsstest jetzt die Rundung irgendwie mit, sage ich mal, einer größeren Dicht- oder Klebemasse auffüllen. So sehe ich das jetzt mal. Ja, also von der Seite her würde ich wahrscheinlich sogar zum Echtglasfenster neigen, ja, weil dann kann ich mit dem MS8 einfach diese Sachen auffangen in dem Bereich, indem ich es eigentlich so ähnlich mache, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Ich mache mal eine 7 mm oder Kleberaupe und drücke das dann ins Klebebett und dann habe ich an der Minimumstelle, wo ich die meiste Ausbuchtung habe, wahrscheinlich noch 2 mm und an der größten Ausbuchtung werde ich meine 5, 6 mm haben. Die kriege ich ohne Problem ausgeglichen. Das sollte überhaupt gar kein Problem sein. Und diese Echtglasfenster gibt es ja mittlerweile in hervorragender Qualität bei den diversesten, sage ich mal, Anbietern und gerade Kastenwagen etc. bietet sich das eigentlich in meinen Augen absolut an. Naja, T5, der muss auf jedes Gramm achten und ein Echtglasfenster wiegt in der Größe dann vielleicht auch schon wieder 12, 13 Kilo und kostet natürlich auch. Aber wo ist der Unterschied zum Kunststofffenster? Das kann er doch mit dem Kunststofffenster auch machen, oder? Ja klar, aber da hast du halt die Thematik mit dem Holzrahmen, würde ich halt auch mit dem MS5 einkleben. Von der Seite, da kriege ich es ausgefüllt. Die Frage ist halt, was mache ich draußen? Ja, wenn ich halt draußen, je nachdem, wie viel Spaltmaß ich habe, habe ich so 2-3 Millimeter, dann kriege ich das mit dem 15-12 wunderbar hin. Komme ich aber irgendwo an die 7-8 Millimeter, wird es halt irgendwann sportlich. Ja, weil da wird ja da innen gegen den Außenrahmen geschraubt und ich muss ja dann mit der Dichtungsmasse das Ganze abfinden. Und der Klebstoff kann das dann definitiv besser als die Dichtungsmasse, das Ganze abzufangen. Ja, das könnte man jetzt doch mit MS2 einkleben, oder? Ja gut, okay, der Zweier wäre dann mir von der Kraft her nicht stark genug. Ja, wenn du sagst, jetzt hast du wirklich 10 Kilo und hast den Bereich, da wäre der MS8 halt schon das und den Zweier müsstest du halt mühsam über Tage fixieren, bis der ausgehärtet ist. Ja, der okay. MS8 hat 60 Minuten Aushärtezeit, danach kannst du wieder auf die Autobahn fahren. Ja, das ist halt wirklich reindrücken, 60 Minuten warten und fertig. Okay. Also MS8 hatte ich sowieso noch nicht auf dem Schirm. Genau, und das rutscht, vor allem rutscht nicht. Der ist so hoch, er hat so eine hohe Anfangshaftung. Wie gesagt, bei Scania wird die große Frontscheibe in die Fahrzeugkabine eingebaut und nach 45 Minuten kippt er die Fahrzeugkabine nach vorne und darf die Scheibe nicht rausfallen. Ja. Okay. Alles klar. Ja. Also wie bei deinem Steinchen auch vorne Scheiben kleben, nach 45 Minuten kannst du am Öl gucken. Wow. Okay.
Gut, nach dem Ölkuchen kann ich ja ohne zu kippen, Gott sei Dank. Ja, ich weiß bei dir. Aber Okay. so, der Friedrich fragt, mit welchem Reiniger kann man ältere Klebenähte säubern, wenn sich Moos oder ähnliche Ablagerungen gebildet haben, ohne dem Kleber zu schaden? Interessant. Ja, vielleicht, wenn wir jetzt kurz mal in meine Bildsammlung gucken für das Buch, dort haben wir 1, 2, 3 Bilder drin gehabt, die auch so eine schöne bemooste Seite gehabt haben. Vielleicht kann man da nochmal kurz eins nachreichen, nachher nochmal gleich. Das war auch relativ spannend. Wenn Moos an einer Dichtungsmasse wächst, dann hat man das ja etwas länger nicht mehr gereinigt, um das höflich auszudrücken. Das mag so ein Klebstoff in der Regel eigentlich gar nicht. Ja, also in dem Moment, wo da Zeug draus rauswächst, dann ist es auch in die Klebenaht eingewachsen. Also bei uns ist der große Vorteil, unser Messpolymer verstoffwechselt nicht, das schimmelt auch nicht, das unterscheidet uns von den Polyurethanen oder von den Silikonen. Deswegen sagt ja auch jeder Handwerker, so eine Silikonnaht ist eine Wartungsfuge, nach 2, 3 Jahren musst du die erneuern. In dem Moment, ja, ich würde es halt jetzt einfach ganz klassisch mit dem Autoreinigungsmittel deiner Wahl, also sprich, was weiß ich, Sonax oder irgendwas anderes aus dem Kfz-Bereich, würde ich das Ganze möglichst sauber machen. Und halt gucken, dass das Ganze im Prinzip von der Seite her funktioniert. Ja. Kann er dann, mit was kann er dann da drüber, also sagen wir mal, er macht das jetzt sauber und stellt fest, die ist jetzt nicht mehr so der Brüller, mit was kann er dann, das sieht aber wild aus. Ja, das sind so einige Beispiele, die mir halt mal der eine der Händler zur Verfügung gestellt hat und hat gesagt, gut, okay, guck mal, den hatten wir gerade auf dem Hof. Ja, wie gesagt, bei dem einen oder anderen war auch Moosbewachs im härteren Stil unterwegs. Ja, das mag dann, wie gesagt, kein Klebstoff oder Dichtungsmassen, wenn das dann so aussieht. Guck mal, wenn du jetzt ein Sternchen vergleichst, das auch 14 Jahre unterwegs war, da sah es nicht so aus, ne? Also. Nicht ganz. Nicht ganz so, ne? Ja, aber mit was könnte dann über diese Fuge drüber gehen? Weil, also, das ist immer die Frage. Das ist halt immer so die Frage, was drunter ist. Ne? Also wenn jetzt ein Produkt von uns drunter ist, das kriegst du wieder mit dem Aktivator aktiviert. Okay. Ich würde es halt trotzdem so weit als möglich rauskratzen, soweit das geht. Ja? Dann mit dem Aktivator aktivieren und dann halt einfach mit entweder der Dichtungsmasse oder dem Klebstoff drüber gehen. Wahrscheinlich würde ich den MS1 oder den MS6 nehmen, weil die einfach sehr, sehr elastisch sind und würde dann einfach eine neue Verfugung machen und würde halt für die Zukunft gucken, dass das nicht mehr ganz so exotisch schlimm wird. Aha. Okay. Aber den kriege ich reaktiviert. Gut. Können wir weiter oder kommt da noch ein Bild? Nö, Hammer. Nee, jetzt kommen wir erstmal weiter. Gut. Können wir das Bildschirm wieder ausmachen, mal kurz. Frage vom Norman. Hallo, habe mein Dachfenster mit Dekasil 1512 flächig und seitlich außen mit einer mit Kehlnaht abgedichtet. Nach ca. 1,5 Jahren habe ich in der Außennaht Risse und das Dachfenster war undicht. Was habe ich falsch gemacht, beziehungsweise ist das Dekasil 1512 überhaupt UV-beständig? Frage. Okay, also solange das nur außen versprödet, ist das voll okay. Ja, das ist UV-beständig, aber es wird nach einer gewissen Zeit etwas spröder, es wird auch ein bisschen rissig. Das an der Außenseite, das ist, wie gesagt, das ist ganz normal. Das ist halt auch, wie gesagt, ein Butyl und kein MS-Polymer. Das heißt, die UV-Beständigkeit ist nicht ganz so hoch wie bei den Klebstoffen. Aber das sollte in der Regel, oder eigentlich 99,9% aller Fälle, die ich jetzt gesehen habe, ist es eigentlich so, dass das Ganze nur an der Kante direkt ist. Ja, da, wo die Kante ist von dem Fenster oder von der Lupe oder von der Klappe, das ist im Prinzip verhärtet und der Rest unten drunter bleibt eigentlich weich. Und das 1512 ist, je nachdem, was für eine Anwendung du hast, genau dafür geeignet, wie das 8936 auch. Meine ganzen Profis nehmen das zum Dachluken einbauen, lassen einfach den Rest außenrum auch stehen, auch wenn sie wissen, es versprödet ein bisschen. Weil sie sagen, es hilft halt gegen Staunässe, je nachdem, wie das Fahrzeug steht und wie das Fahrzeugdach halt ist. Okay. Also ich hätte auch noch eine Anschlussfrage dazu, zum 1512. Gehen wir mal aus der horizontalen Dachluke raus in die vertikale zum Thema Fenstereinbau, wie ich das ja gemacht habe mit den Z-Profil-Alurahmen. Dann habe ich das Problem gehabt, ich habe mit 8936 eingedichtet und wenn dir da die Sonne drauf ballert, dann kann es dir passieren, dass das halt flüssig wird und raustropft. Ist das bei 1512 nicht der Fall? Also, beides sind Butyle sind Thermoplaste
Und das, was du im Prinzip, sage ich mal, so genannt hast eben, das ist rauskommen, das ist im Prinzip ein Thermoplast. Ein Thermoplast neigt zum Kriechen, also nicht zum Kriechen essen gehen, sondern zum Rauskriechen in dem Moment. Ja, und damit habe ich genau diesen Effekt halt da, dass das einfach sich dehnt. Das ist so ähnlich wie diese Rewe-Markttüte, die du ziehst, ja, die sie auf Dauer immer länger, immer weiter wird. Dasselbe Effekt auch, das ist auch ein Thermoplast-Kunststoff. Das habe ich halt einfach in diesen Bereichen. Meine ganzen alten Camper sagen immer, never touch a running system. Solange Material raustropft, ist genug Material drunter. Das muss so sein. Fass es einfach nicht an. Okay. Das Schlimmste sind dann die Hausfrauen und die Kinder, die dann so dran ziehen, sagen, das ist, mag ich nicht so, das muss weg, und dann ziehst du es unten drunter raus. Auch da gilt wieder EC-Karte, Kunststoffkarte, Kunststoffmesser abtrennen und den Rest wieder abtupfen, dann habe ich eine saubere Kante. Und dann kann man, wie du das auch gemacht hast, von dir weiß ich es ja, dann kann ich mit dem MS1 wunderbar dann einfach eine Fuge um drumherum ziehen. Die schneide ich auch die Kartuschenspitze fast nicht ab. Also ich nehme sie relativ dünn, die Kartuschenspitze, die ich hier habe, schneide sie fast nicht ab und mache einfach eine ganz, ganz feine, kleine Naht drumherum. Die hat nur Dekorationscharakter und soll verhindern, dass das Material wieder einfach weiter rausquillt. In dem Bereich. Beim 1512 wäre der Effekt nicht ganz so stark wie bei dem 8936, weil das 1512 eine Haut bildet und deswegen nicht so leicht rausquillt oder raustropft oder rauskriecht, wie es bei dir wäre. Aber es würde trotzdem ein bisschen dazu neigen. Nicht so extrem wie das 8936, okay, weil das bleibt bleich wie Knete auf Dauer, wie wir gesehen haben bei dir. Also das heißt, wenn Eindichten in der Vertikalen, dann tendenziell zu 1512 greifen. Kann man machen. Genau. Aber es ist natürlich auch wieder ein bisschen schwerer nachher zu demontieren, ne? Ist klar. Ja gut, da denkt man jetzt erstmal in erster und zweiter Linie nach, ne? Und wichtig ist, dass es dicht ist und dass ja passt, ne? Dass da kein Wasser reinkommt. Gut. Genau. Der Markus fragt, ein bisschen längere Frage. Hallo, es geht um die Verklebung eines GFK-Dachs auf einem Kastenwagen. Dieses wurde ursprünglich mit SIKA 252 in die Regenrinne verklebt. Leider ist das SIKA durch die UV-Einstrahlung brüchig geworden. Ist es möglich, nach Entfernen des Großteils des SIKA mit Dekasyl auf einen alten Rest von SIKA 252, muss man dazu sagen, ist PU-Klebstoff, ne? Zu kleben, dichten, also zu kleben? Nachdem das SIKA ja nun mechanisch komplett entfernt wäre, würde man ja auch den darunterliegenden Lack beschädigen, entfernen. Das will ich natürlich nicht, denn so würde immer ein Rest SIKA übrig bleiben. Sollte die Antwort ja sein, dann die Frage, mit welchem Dekasyl wird das dann am besten geklebt? Gut, also ich gehe davon aus, diese Hochdächer sind ja in der Regel geschraubt. Also die sind ja geschraubt, geklammert, mechanisch fixiert. Wenn dem so ist, dann würde ich das alten Material rauskratzen, wirklich so weit es geht, bis wirklich, wenn es möglich ist, auf das Blech. Wenn es teilweise nicht geht, würde ich das mit dem Aktivator aktivieren. Und dann kann ich da eigentlich mit einem Klebstoff drüber, der relativ elastisch ist, also da würde ich auch den Zweier oder den Sechser eventuell nehmen. Wenn ich es kleben will, müsste ich Richtung MS5 geben, der lässt sich aber. Michael? Hallo? Ich höre dich gerade nicht. Hörst du mich? Was ist los? Hallo Teilnehmer, hört ihr den Michael? Hört ihr mich? Also, wie gesagt. Ja, ja. Du warst gerade weg, Michael. Du bist wieder weg. Die Frage, ob das bei mir ist, oder? Von der Idee her weitergehen, wie gesagt, würde ich eher dichten, als dass ich kleben würde und das Thema Rost, was unter diesen Hochdächern stattfindet. Das ist so. Hört ihr mich wieder? Ja, ne? Also ich höre dich wieder, ja. Also bei mir war es weg, aber ich habe gehört, bei allen anderen ist alles gut. Also es liegt wohl. Also du hörst mich wieder, das ist okay. Ja. So. Okay, alles gut, okay. Wenn bei allen alles gut ist, dann ist das schön. Wie gesagt, das Hauptproblem ist das Thema Rost. Gut. So, jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wo ich war. Sekunde. Warte mal, da haben wir.
Wie sieht die Alterungsbeständigkeit von MS5 aus im Außenbereich, fragte Dietmar. Normalerweise hält es ein Leben lang. Wir testen das Ganze auf 12 Jahre. Das heißt, bevor wir das in der Rezeptur freigeben, laufen die Prüfungen bei uns nach der Automotivnorm, nach der OEM-Autozubehörnorm. Das heißt, wir altern das Ganze. Und unsere Alterung sieht so aus, dass wir das auf einen Seite mit UV und mit Salzwasser belasten. Dann wird das Ganze auf 80 bis 100 Grad temperiert mit hoher Luftfeuchtigkeit, innerhalb von 8 Stunden auf minus 20, 30 Grad runtertemperiert und mit wenig Luftfeuchtigkeit. Das machen wir 6 bis 8 Wochen lang, sodass wir ungefähr 8 bis 10 Jahre dort haben. Und dort dürfen die Abweichungen fast null sein, bevor wir das Ganze freigeben. Das heißt, wenn ich nicht irgendetwas mit dem Material mache, es von außen irgendwie schädige, meistens durch Reinigungsmittel oder andere Sachen, hält das ein Fahrzeugleben. Okay, wunderbar. Da hat einer nicht richtig aufgepasst, der Patrick. Er fragt, wie reinigt man lackschonend 8936? Ja, einfach abtupfen. Das ist ja relativ einfach. Ne? Also das ist ja wirklich einmal so abtupfen, wie wir es bei dir gesehen haben. Alternative ist, Patrick, kauf einfach ein ganz, ganz günstiges Klebeband, so Malerkrepp, wirklich ganz billig. Dann kannst du das schön reindrücken, ganz, ganz fest und wie beim Beine enthaaren einfach schnell abreißen. Dann kriegst du auch relativ die Kleinigkeiten weg. Was auch manchmal hilft, ist das Thema Schmutzradierer für die allergrößten Reste. Erst ganz, ganz zum Schluss würde ich zu einem benzinischen Lösungsmittel greifen, also so Waschbenzin oder sowas in der Art. Dann löst sich der Rest einfach ab. Aber Achtung, wenn ihr das macht, wenn noch viel Material drunter ist, passiert das Folgende, dass das Ganze auch wieder weich wird. Das zieht also wieder Fäden, wie als wenn es ganz frisch wäre. Also von der Seite, das meiste wäre wirklich einfach mechanisch abzutupfen. Das wäre das Ganze, wenn es einfach wäre. Also ich unterstelle jetzt mal, dass die wenigsten der Teilnehmer Erfahrung haben mit Haarentfernung über irgendwelche Klebstreifen. Das weiß ich nicht so. Nur weil wir zwei da in unserem Alter vielleicht den Febel nicht mehr so haben. Ich habe gehört, das ist schon absolut in. Also gut, dann bin ich da vielleicht nicht mehr ganz up to date. Ein Namensvetter von dir fragt, nämlich auch ein Michael, wie kann ich bei unterschiedlichen Dehnungskoeffizienten die Klebstoffdicke berechnen? Gibt es da eventuell eine Tabelle, in der ich das ablesen kann? Gar kein Problem, da gibt es nicht eine Tabelle, aber diese Formel, die ich da mit eingegeben habe, ist, darüber kann ich ausrechnen, wie groß die Dehnung ist. Und darüber kann ich auch relativ abschätzen, wie dick meine Klebenaht sein muss. Ich gucke mal, gibt es eine Formel dazu. Das kann man berechnen. Das habe ich bei meiner Ausbildung auch schon lernen müssen. Dann darfst du öfter so ganz viele Sachen auslegen und rechnen, weil ich kann ja von der Ausbildung nachher Klebeanleitung erstellen und kann einen Stempel drauf machen und sagen, okay, wenn du es so machst, fällt das Ding nicht runter. Also von der Seite, da gibt es eine Formel zu. Ich gucke mal, ob ich die noch dir zukommen lasse, dann kann man die da reinmachen. Aber ganz, ganz wichtig für mich ist immer, die Dimension würde ich immer überdimensionieren. Ja, also ich würde, wenn jetzt nachher da rauskommt, 5, 6, 7 Millimeter, würde ich eher dann auf Richtung 8 gehen. Ja, also ich würde nicht ganz nah, weil immer wenn ich etwas ganz knapp nur auslege, dann bringe ich es öfters ans Limit. Und wenn dann eine andere Belastung noch dazukommt, dann führt es zum Klebeversagen. Also löst es mit der Fläche und löst es mit Dicke und je größer die Koeffizienten sind, desto dicker muss die Klebenaht sein. Okay, dankeschön. Der Thorolf fragt, wie erneuere ich alte Fugen an der Kabine, wenn die Masse langsam rissig wird? Ich glaube, das hatten wir schon. Ne? Ist dasselbe Spiel wieder, kratz es raus, mach möglichst viel runter, mach möglichst viel weg und dann geh einfach neu drüber. Aktiviere es im Zweifelsfall und geh drüber. Ja, weil er fragt, kann ich einfach drüber oder soll ich mit dem Dremel raus und dann eher mit dem Dremel raus? Raus hilft immer, weil ich nicht weiß, wie kaputt die Masse ist. Und wenn ich über was Risse hat, drüber gehe, dann verschwinden ja die Risse nicht. Und das Wasser sucht sich seinen Weg und dann fällt mir der ganze Kram, der oben drüber ist, wieder ab. Und dann machst du dieselbe Arbeit in 2, 3 Jahren nochmal und das ist ja dann auch nicht die Übung. Ja, okay. Das ist dann nochmal die Frage nach dem alten Fugen, die können wir überspringen. Wie dick muss der Klaus fragt, wie dick muss eine Kleberaupe sein, wenn ich einen Aluwinkel mit einer GFK-Wand verklebe? Der Aluwinkel soll Hochschränke halten. Aha. Also generell auch da wieder selbes Spiel, elastische Verklebungen haben wir 3 bis 5 Millimeter Kleberaupendicke.
Ja, damit habe ich dann auch, wenn ich meine Schränke verklebt habe, wieder den großen Vorteil, dass ich sage, okay, ich habe eine, ich fange Schlagbelastungen und sonstige Sachen ab, weil das ist ja das Gefährliche, sind ja diese, sind ja gar nicht diese, dieses Gewicht, was auf Zug da dran hängt, das kann ich relativ sauber kalkulieren. Aber je nachdem, wenn ich überlege, was du mit deinem Fahrzeug so alles gemacht hast, ich habe ja schon diverse Bilder gesehen, wie sich die Kabine oder auch andere Sachen doch dann verdrehen oder die Lafette sich verdreht etc., dann kommen ja doch andere Belastungen auf diese Verklebung zu. Und das muss ich halt einfach abfangen und ich würde halt dann vielleicht nicht über zwei Winkel gehen, sondern über eine Schiene gehen, um einfach viel Klebefläche zu haben und über diese 3 bis 5 Millimeter einfach eine Elastizität reinbringen, dass ich nie bei einer Schlagbelastung bis zum Abriss kommt. Gut, also eher und dann, aber wenn oder du wenn Spurschiene verkleben, wenn, dann montieren, ja. Dagegen montieren. Okay, aber wenn du von Dickschichtverklebung sprichst, dann sprichst du eigentlich immer von MS2, oder? Nee, MS5, weil das MS5. Ist ja dann das immer das Thema Kraft, ja. Aber ich rede nie so von Dickschicht, sondern ich sage, okay, was möchte ich machen und was muss das Ganze nachher aushalten können? So, in dem Moment, wo ich Schränke dranhänge, sage ich, da könnte Gewicht drin sein, da könnte Kraft drin sein. Und in dem Moment bin ich im Prinzip, sag ich mal, immer bei dem MS5. Ja? Also das würde ich auf jeden Fall machen. Der MS2 ist für mich zum Beispiel Übergang zwischen Fahrzeug und Kabine, wo ich auch ein Thema Elastizität noch habe. Ich brauche Kraft, aber ich brauche insbesondere Elastizität. Ja, und du möchtest ja, dass der Schrank da bleibt, wo du ihn hast in dem Bereich. Ja, und die Dicke hat nur damit was zu tun, dass ich nachher sage, okay, ich habe genug Spiel, ich habe genug Elastizität, dass das Material arbeiten kann. Zur Dicke kommt jetzt gleich noch eine Frage vom Carsten. Da will ich dann auch noch ganz kurz was ergänzen. Mhm. Der schreibt, wenn ich einen Surfträgerplan auf das Blech klebe, welchen Klebstoff nehme ich und wie fest presse ich den Träger an? Also lasse ich 1 Millimeter Klebedicke oder presse ich auf unter 1 Millimeter Klebedicke? Vielleicht sollte man da nochmal dazu sagen, Michael, wie stelle ich eigentlich diese, sagen wir mal, 3, 4, 5, sogar 6, 7 Millimeter Dicke her? Das geht ja nicht, wenn das, was ich da draufklebe, relativ schwer ist, dann drückt man ja den Kleber platt und am Ende sind es keine 7 Millimeter, sondern vielleicht nur noch 2. Also, ich habe das ja vorhin nochmal gezeigt, ich zeige es auch gerne noch einmal. Diese Klebenrauben, die wir so herstellen, dass ich gesagt habe, wir setzen es stumpf auf, das Ganze, sind 7 Millimeter hoch, wenn ich das Ganze so zu mir ziehe, wie ich es vorhin gemacht habe. Bei einer 7 Millimeter hohen Kleberaube, wenn ich sie zusammenpresse und lege jetzt nicht extremst schwere Sachen auf, sondern drücke sie normal mit der Hand fest, dann habe ich den Vorteil, da kommt in der Regel eine 3 bis 5 Millimeter hohe Kleberaube raus. 3 Millimeter hoch, 5 Millimeter breit. Das ist das, was nachher bei dieser ganzen Aktion halt rauskommt. Okay? Okay. Und damit habe ich das kein Thema. Zum Thema Surfträger und sonstige Sachen kann ich was erzählen aus meinem ersten Klebekurs, wo ich die Firma Segschneider auch geschult habe und der hat nichts anderes gemacht. Der hat die richtige Dicke genommen von 3 Millimetern und hat nachher für das Surfbrett so 4 verschiedene Ösen auf das damals ein Wohnwagendach geklebt und derjenige hat sein Surfbrett draufgelegt und bis Spanien ging das wunderbar und auf dem Rückweg hat er dann gemeint, er muss dann etwas mehr die Ratsche anziehen und dann hat mein Händler gelacht und hat gesagt, pass mal auf, der Klebstoff hat gehalten, ich zeig dir mal das Bild und dann war es wirklich so, dass er den Wohnwagen aufgesogen hat wie so eine Konservendose. Wo der Fisch drin ist und einfach auf 5 Zentimeter der Halter hat gehalten, aber das Blech war halt aufgebogen, wie von der Konservendose. Ja? Also gar ganz wichtig, passt auf, was er tut. Das Problem ist oftmals nicht der Klebstoff, mit dem er den Halter aufklebt, sondern der Klebstoff, mit dem das Blech auf dem Sandwich verklebt ist. Wenn ihr da sicher gehen wollt und Angst habt, dass ihr es zu wenig oder zu viel belastet, dann macht ihr einen Zwischenschritt. Ihr nehmt eine Aluplatte, die wesentlich größer ist als euer Haken, verklebt diese Aluplatte flächig, über die tragt ihr die Kraft ab, also was weiß ich, 30 mal 30, 40 mal 40, und da drauf klebe ich meinen Surfhalter auf. Damit ist die Sandwich-Konstruktion unten drunter bei weitem nicht so belastet und ich trage die Kraft über eine Fläche ab, dann passiert mir genau dieser Fall der Konservendose nicht mehr. Aber auch da wieder, ich möchte 3 bis 5 Millimeter haben und wenn er diese Halter mit der Hand nur dran drückt, drückst du sie nicht auf Null. Er darf keine Backsteine drauflegen, was ich schon gesehen habe, oder am besten so hier so Waschbetonplatten oder irgend sowas, was ich alles schon gesehen habe. Lass das. Druck das mit der Hand, ein bisschen Menschenverstand an. Ihr schafft den MS5 fast nicht auf Null zu drücken. Seitdem ihr macht massiv viel Kraft. Ja, drückt es mit der Hand an und dann ist es genau richtig.
Aber macht denn nicht Sinn, damit mit kleinen Plastik- oder Holzkeilen Du kannst mit weiteren Unterlegscheiben arbeiten. Aber wenn du das normal machst, brauchst du es nicht. Aber wenn du dir ganz sicher sein willst, nimmst du, ich glaube, eine Unterlegscheibe hat 2 mm. Wenn du 2 unterlegst, hast du 4. Dann leg 2 Unterlegscheiben unter, die kannst du nachher rausziehen. Brauchst du ja nur fürs Fügen. Ja? Genau. Und dann machst du vorne hinten 2 oder 3 und sobald du das gefügt hast, ziehst du raus. Okay, gut. Wo sind wir denn jetzt? Ich weiß nicht, ob der Thorsten fragt, wenn ich an einer senkrechten Fläche am Kastenwagen Airline-Schienen verkleben will, wie rutschfest ist der Kleber oder kann oder muss ich die Schiene mit Klebeband sichern? Ein Klebeband wäre da vielleicht eher nicht das Richtige, sondern vielleicht eher mit irgendwelchen Hubstützen oder sowas, ne? Ja, mit den Hubstützen hast du dasselbe Problem eventuell wieder, dass du sehr, sehr schnell, wenn du Pech hast, dann zu nah drückst, weil die Stützen sehr, sehr stark sind. Das Klebeband habe ich generell erstmal nichts dagegen. Ich würde ein ganz normales hier dieses graue Universal-Gaffer-Tape oder wie auch immer es nennen möchtest, im Prinzip sage ich mal nennen. In der Regel denke ich mal, dass die Zurschiene in der Position bleibt, wenn du sie dort dran drückst, wenn du es flächig machst. Und eine Zurschiene hat 2-3 cm von der Breite her, da kriege ich 2 Klebestreifen drauf, also 2-mal so eine Klebenaht drauf. Das drücke ich auch da wieder mit der Hand an. Kann ich eventuell mit 2-3 Stück Klebeband fixieren, weiß ich nicht mal, ob es vonnöten ist. Aber normalerweise rutscht die nicht oder fast nicht. Das kriege ich eigentlich hin. Aber ansonsten, wie gesagt, mit ein bisschen Klebestreifen einfach für über Nacht fixieren, bis er angezogen hat, der Klebstoff. Nur, dass ich jetzt habe. Gut, der Thomas fragt, welches Material kann man zu Hause statt Silikon in der Dusche verwenden? Könnte man dann natürlich auch im Fahrzeug genauso machen. Damit wäre doch das Thema Wartungsfuge kein großes mehr. Das stimmt. Es sind ganz, ganz oft Fragen durch das Kunden auf den Messen nach dem Motto, kann ich meine Dusche zu Hause auch machen? Es ist relativ einfach. Vom Fahrzeug zur Dusche funktioniert das. Okay? Wir haben am Fahrzeug Vibrationen, wir haben Schläge, wir haben hohe Temperaturbelastung, niedrige Temperaturbelastung. Das heißt, die Anforderungen im Fahrzeug sind viel, 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 viel höher als zu Hause. Das heißt, das, was bei uns im Fahrzeug funktioniert, funktioniert zu Hause für Dusche auch. Umgekehrt, Sachen im Baumarkt kaufen und dann im Fahrzeug verwenden, das führt meistens in der Regel zum Desaster, weil natürlich, wenn man nachher die Datenblätter der Hersteller anguckt, die optimieren das auf die Anwendung zu Hause. Ja, und dann steht ganz drin für vibrationsfreie Verklebung. Ja, weder an meinem noch an deinem Fahrzeug haben wir vibrationsfreie Verklebung. Findet nicht statt, nicht mal in der Dusche. Ja, also von der Seite her, das hilft. Unsere MS-Polymere sind silikonfrei, damit schimmeln sie auch nicht. Und von der Seite her, ja, hält mit Sicherheit die Duschfuge einige Jahre länger, als wenn du es mit Silikon machst. Kostet halt vielleicht 1-2 Euro mehr. So ein Baumarkt-Silikon kostet um die 10 und so ein MS2 liegt vielleicht bei 12, 13 Euro, 15 Euro. Also es ist etwas mehr Invest, aber es hält auch wesentlich länger. Ja, habe ich übrigens gemacht. Ich habe ein Häuschen gebaut und habe unterm Fenster, da läuft die Duschwanne und das Fenster, habe ich mit MS2 verfugt. Genau. Und hält noch, oder? Ja, es ist 2 Jahre her, jetzt brauchen wir damit nicht angeben, aber. Ja, aber wir haben es gemacht. Wir haben auf unserer Facebook-Seite, hat ein jemand, der unser Produkt gekauft hat, hat sein Lüftungsgitter im Schwimmbadbereich und so weiter mit eingeklebt. Und dann waren die Aussagen von anderen, die das gesehen haben, warte mal, wie lange das Ganze hält. Und seitdem posten wir jetzt seit 8 Jahren immer zum Jahrestag dieses neue Bild und sagen, guck mal, ist immer noch okay, ist immer, es hält immer noch. Also wie gesagt, das machen wir alle. Einmal im Jahr gibt es da ein Post-it, in dem wir sagen, hier, guck mal, das funktioniert immer noch. Okay. Nächste Frage. Der Thomas, ein anderer Thomas, fragt, welches Material nehme ich für den Übergang zwischen Alkoven und Karosserie? Sehr, sehr gute Frage. Absoluter Klassiker. Ist ja ein Hauptproblem, was immer wieder vorkommt. Da mache ich so ein bisschen abhängig, was für Materialien habe ich. Der Klassiker auch da wieder ist oftmals, das Fahrzeug ist ja, wie gesagt, entweder auf VW oder auf Ford oder auf Fiat oder auf MAN-Basis. Das heißt, in der Regel habe ich vorne ein Metallgehäuse in dem Bereich und ich habe dann einen Aufbau entweder
auch aus Alu, aber oftmals halt einfach aus Kunststoff, aus GFK und sonstige Sachen. Und damit habe ich auf der einen Seite den Koeffizienten der zwei verschiedenen Materialien, die sich schon unterschiedlich ausdehnen. Dann verbindet sich natürlich die Karosse ganz anders da als der Aufbau und der Alkoven in diesem Bereich. Das heißt, ich habe auch hier hohe Dehnbarkeit und hohe Belastung in diesem Bereich. Da ist für mich mittlerweile der Klassiker der MS6, weil der MS6 hat eine Dehnbarkeit von bis zu 600%. Ja, das heißt, da habe ich natürlich mein Material natürlich absolut was Gutes, wenn ich das Ganze auf hohe Dehnbarkeiten gehe, weil es ist ja, hat ja nichts zu halten, hat keine Kraft aufzunehmen, sondern es ist wirklich eine reine Dehnfuge. Und da ist der MS6 mit seinen 600% absolut das Optimum. Okay. Andere Frage, aber passend dazu. Markus fragt, welchen Klebstoff zur Verbindung von Holz und Metall? Dann ist auch wieder die Standardfrage, was wird es, wenn es fertig wird? Ja, was muss das ganze Ding nachher aushalten? Wenn ich jetzt so sage, selbes Beispiel, wir kleben dann wieder irgendwelche oder hängen irgendwelche Regale oder Schränke oder etc. an das Holz, dann sind wir wieder beim MS5. Ist es so nur der Holzrahmen fürs Fenster, wie wir es vorhin hatten? Ja, da tut es auch ein MS1 oder MS2, weil das Ding ja nichts zu halten hat. Das wird ja nachher gegengeschraubt in dem Bereich. Ja, da kommt immer so die Frage, was wird es, wenn es fertig wird? Da geht sowohl der Zweier als auch der Fünfer, je nachdem, was für Belastung ich habe. Okay. Das kommt dann auch noch die Patricia. Die fragt im Prinzip Ähnliches. Airline-Schiene am Außenblech ohne Schrauben befestigen. Kann man, glaube ich, einfach sagen MS5, ne? Ganz klar. Nur mal eine Hausnummer zu nennen. Wenn eine Airline-Schiene 3 Meter lang ist, dann sind das 300 Zentimeter. Wenn ich eine Klebefläche von 3 Zentimetern Breite habe, dann sind das 300 mal 3 Zentimeter, sind wir bei 900 mal 28 Kilo auf den Quadratzentimeter. Also 900 mal 28, das sind wir im hohen Tonnenbereich. Dein Windsegel wird nie abgehen und ich glaube, da kann man schon was dranhängen bei. Ja. 300, 900 mal 28, wie gesagt. Ist eine interessante Zahl, die da rauskommt. Ja. Der T-Punkt fragt, welchen Kleberdichtstoff nimmt man, um vorhandene Fugen, 16 Jahre altes Wohnmobil, zwischen Dach und Seitenwand zu erneuern? Und wie geht man konkret vor? Also das haben wir so ähnlich schon gemacht. Wenn da eine Kantenleiste dran ist, also der Vorteil bei diesen Fahrzeugen oftmals, wenn die dort Kanten haben, dann sind die Kanten geschraubt. Ja, die haben so einen Leistenfüller drin aus Kunststoff, Plastik, den mache ich raus, dann sind Schrauben drunter, dann mache ich das Ganze raus und dann kann ich das Ganze rausmachen, sauber machen und kann das neu eindichten. Wenn es geschraubt ist, dann nehmen wir wieder das 8936. Ist es eine geklebte Leiste, würde ich den MS1 oder den MS2 nehmen, selbes Vorgehen, alles rausmachen, runtermachen, neu sauber machen. Nur wenn die Leiste 1000%ig dicht ist, dann kann ich so eine Art Fuge davor ziehen, aber das ist für mich hauptsächlich so eine Dekofuge. Und wir haben das vor 6 oder 7 Jahren mal gemacht, zwischen 2 Hausmessen im Mai, ist unser Anhänger undicht geworden und dann haben wir es genauso gemacht, wie wir es euch, oder nicht gemacht, wie wir es euch sagen, sondern haben es auch einfach hingefuscht, schnell einem Naht drüber gezogen. Gott sei Dank im Januar danach waren wir auf dem Weg zur CMT und ich bin nach dem Urlaub direkt erstmal in den Anhänger, weil ich nicht wusste, ob was noch fehlt. Und was war passiert? Wir hatten 5 Zentimeter hohes Wasser, weil das Wasser sich den Weg gesucht hatten. Messeteppich kaputt, Flyer kaputt, Teil des Messestands kaputt, etc. Und warum? Weil wir es nicht so gemacht haben, wie wir es euch empfehlen. Wir haben einfach eine Naht drüber gezogen und das Wasser hat sich seinen Weg gesucht. Und deswegen sage ich immer, bei Dichtigkeiten gibt es keine zweite Chance. Macht's richtig, macht's runter, demontiert's, wo es geht und macht's einfach neu. Dann habt ihr die nächsten 10 bis 15 Jahre Ruhe. Der Franz fragt, Verkleben von Solarhaltern auf dem Kastenwagen. Crafter sind ja einige Sicken auf dem Dach, die in der Regel 10 Zentimeter hoch tief sind, je nachdem, wie man sieht. Ne? Wie verklebe ich hier die Solarhalter mit MS5 optimal, wenn dies zum Teil oben ist und der Rest quasi in der Luft hängt, 10 Millimeter. Ne? Also klar, ja. Sicken hängt in der Luft. Das haben wir ja alle. Das haben wir immer im Kastenwagen. Also oben 2 und unten 12 Millimeter oder irgendwie dazwischen? Ja gut, okay, meistens 10 ist schon so das Maximum. Also die meisten liegen zwischen 7 und 9, ja, der Krafter kann sein, dass er an gewissen Stellen vielleicht sogar 10 Millimeter hat, aber ich würde auch da eher sagen 7 bis 9 Millimeter dicker. Da ist halt immer so die Frage, wenn halt der Großteil in der Luft hängt und ich weiß, dann habe ich die Klebefläche nicht, dann muss ich mir halt behelfen.
Eine Möglichkeit wäre ähnlich wie bei der Konservendose, indem ich auch da wieder sage, okay, ich klebe erst ein größeres Blech auf, das über noch mehr Sicken geht, dass ich einfach 2-3 Sicken mehr mit abdecken kann und klebe dann den Halter auf das Blech. Ja, dann habe ich einfach eine größere Klebefläche. Dieser Trick mit dem Auffüllen, der funktioniert äußerst doof. Und dann gibt's ganz viele, die basteln sich so Sicken und Lückenfüller aus, am besten irgendeinem Kunststoffmaterial, was nicht verklebbar ist und. Also meine Erfahrung sagt, das macht's meistens fast noch schlimmer. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dass das hält, dann macht einfach eine Platte über noch 2-3 Sicken drüber und klebt dann den Halter auf die Platte. Oder Airline Schiene. Dasselbe gilt für Sattanlagen auch. Ja, die haben ja auch so eine Platte. Und dann klebe ich diese Halterplatte auf eine große Aluplatte und dann verklebe ich das über mehrere Sicken. Okay, der Georg fragt, unter meinem Hubbett ist eine Kunststoffwanne. Diese ist auf ca. 15 cm gerissen, ca. 2 mm dick. Wie und womit kann man das kleben? Muss ich da mit Glasfasermatte arbeiten? Ich glaube, das ist eher ein großes Problem, weil bei Kunststoffen weiß man ja eigentlich nie, was es für ein Kunststoff ist, ne? Genau, und er hat es sehr, sehr gut erkannt. Er hat erkannt, dass er diesen Riss so machen muss, dass er den Riss ausgleicht. Und diesen Riss ausgleichen, wie gesagt, am Anfang hat er schon gesagt, am Anfang, Ende ein Riss, ein Loch bohren, dass der Riss nicht weiterreichen kann. Und dann muss ich gucken, dass ich den mit einer Fläche unterfüttere. Am besten natürlich, wenn ich von unten dran käme bei dieser Wanne, indem ich sage, gut, okay, ich nehme dann Glasfaser oder irgendwas anderes und klebe es von unten großflächig drüber. Das heißt, wenn der ruhig so 2-3 Zentimeter links und rechts von dem Riss, vorne und hinten auch, um dann einfach zu versuchen, das Ganze aufzufangen. Und dann kann ich da im Prinzip, sage ich mal, mit dem 2K90 oder auch mit dem S-Polymer drunter gehen und kann das Ganze im Prinzip, sage ich mal, wegmachen. Ein Klassiker, den mir eine Frau witzigerweise Mitte 70 war die schon, die hat eine Duschtasse gehabt, die kaputt war und das war von der Form her relativ gerade und einfach. Die hat was anderes gemacht, die hat einfach sich im Baumarkt so ein, wie man früher bei uns in Küchen hatten oder du wahrscheinlich auch, diese Weich-PVC-Teppiche, die Weich-PVC-Böden, die so gab, ja, mit so ganz witzigen Mustern, die es da früher von gab, und hat sich den mittig flächig reingeklebt und hat damit einfach die Fläche aufgefüllt und hat ihn einfach flächig mit MS2 verklebt. Ja, und dann hat sie auch den Kunststoff wieder benutzt und sagt, seitdem hat sie auch warme Füße beim Duschen. Also von der Seite her hat er so einen Doppelnutzen gehabt. Okay. Nächste Frage, Roland, auch wieder ein bisschen länger. Sprinter Allrad PE Tank Missing Fitting zur Entleerung des 100 Liter Frischwassertanks. Mhm. Aus 8 mm PE HWU will ich an einer Seite so weit wie möglich unten eine Regentonnendurchführung ein Viertel Zoll und 1 Zoll als Missing einbauen. Kann ich die verschraubte Missing-Durchführung zusätzlich mit einem Wassertank verkleben, damit der Tank auf keinen Fall auslaufen kann? Welcher Kleber ist hierfür geeignet? Ist eine zusätzliche Dichtung sinnvoll und möglich? Und wenn ja, Dichtmasse ist hierfür geeignet? Fragezeichen. Ist der Kleber und oder die Dichtmasse für Trinkwasser geeignet? Ah, da kommen ganz viele Aspekte rein. Vielen Dank für das informative Webinar und so weiter. Also von der Seite her, das ist so die, viel schwerer kann man das Kleben nicht machen, als er jetzt will. Okay. Weil, also generell fangen wir an, PP und PE haben eine Oberflächenspannung von irgendwo um die 18 bis 20 und zählen damit automatisch zu Stoffen, die nicht zu verkleben sind. Die kriege ich selbst mit einer Plasma-Vorbehandlung, wie ich es vorhin kurz gezeigt habe, eigentlich nicht zum richtig kleben. Der MS6 hält so ganz leicht auch auf diesen Materialien. Plasma und MS6 könnte funktionieren. Okay? Dann kommt aber schon der nächste Punkt, dass er sagt, okay, das Ganze hat Kontakt zu Trinkwasser. Das heißt, unsere Produkte sind lebensrechtlich zugelassen. Das heißt, wenn ich so eine Schweinehälfte in so einem LKW transportiere, dann ist das mit unseren Dichtungsmassen erlaubt. Also die tun dem nichts, aber das ist immer noch kein Lebensmittelkontakt und das ist auch noch gar kein Trinkwasserkontakt. Also es gibt so eine Steigerung, lebensrechtlich wird zugelassen, dann ist Lebensmittelkontakt und dann ist Trinkwasserzulassung. Und das ist so die Creme de la Creme der Zulassung, die du kriegen kannst. Das haben nur ganz, 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 ganz wenige Klebstoffe. Und diese Klebstoffe, die das haben, halten in der Regel nicht auf PP, PU und sonstige Sachen, aus denen diese Wassertanks sind. Also von der Seite her bleibt eigentlich nur das Schrauben und oder halt, wie gesagt, diese Kunststoffe kann man halt schweißen. Ja, also dann muss man halt gucken, dass man so ein Fitting dort einschweißt.
das geht. Oder sich halt einen machen lässt von einem Profi, der genau diese dort reinpasst, wo er das haben will. Weil, wie gesagt, wenn dir 100 Liter ins Fahrzeug laufen oder 120 Liter, ja, ist das, glaube ich, auch nicht so sexy. Ja, genau. Also mit Dichtung kann man ja arbeiten, aber mein Trick ist halt der, den Tank unten nicht anzubohren. Wir kommen da in ein anderes Thema rein, aber ganz kurz ja. Nur. Ja, passt ja, ist ja gut. Ich hab nämlich auch, als ich die Tanks gekriegt habe, da war so ein Stutzen dran, den muss man aufsägen, dann kann man da unten ein Fitting draufschrauben und habe ich gesagt, den Teufel werde ich tun. Ich entnehme das Wasser nach oben über eine Steigleitung, saug das Wasser ab über die Druckpumpe, um eben, weil wir halt auch viel, sag ich mal, auf ja, Pisten unterwegs sind, und da fährst halt einmal zu schnell oder siehst irgendein Loch nicht, und dann knallst du mit 60 durch irgend so ein Loch und dann rüttelst dann halt hinten überall, und wenn da drei Wassertanks a 100 Liter sind und da ist das Fitting und ein Fitting reißt, dann läuft dir halt 100 Liter Suppe in die Karre. Und ja. Um das zu vermeiden, habe ich einfach die Tanks unten nicht geöffnet. Ist natürlich ein bisschen schwieriger im Winter, wenn man sie entleeren muss, aber dafür habe ich einen guten Trick. Wir fahren im Winter immer weg, bevor es kalt wird. Also diesen Tipp kann ich sofort weitergeben, schließe ich mich hier voll an. Wie gesagt, auch ich bin der Freund. Ich mache nur da Löcher rein, wo ich wirklich sie reinmachen muss. Wenn ich diese Löcher vermeiden kann, wäre das cool, dass ich sie vermeiden kann, weil gerade solche Kunststoffe wie die kriege ich nicht 1000%ig dicht. Und wie gesagt, möglichst weit außen oder auch so, dass es rauslaufen kann, also von der Seite passt. Und ich habe selbst schon mal gehabt, dass im Prinzip, sag ich mal, so ein Ventil nicht sauber geöffnet hat, und dann hast du so, wenn beim normalen Wohnmobil das Wasser seitwärts aus der Klappe rausläuft, dann weißt du, okay, irgendwas läuft gerade falsch. Und das ist nicht so spaßig. Ja. Okay, der Jens hat noch mal eine Nachfrage zu seiner Frage von vorhin. Da ging es um, glaube ich, den Alkoven, der nicht dicht ist oder wo er vermeiden will, dass er undicht wird. Sorry, damit ist mein Problem nicht gelöst. Habe einen Frangia 40 mm außen, bis man da merkt, wo das Wasser reinkommt, ist alles nass. Da hat er nicht ganz unrecht. Das habe ich vorhin auch so ein bisschen gezuckt, gesagt, okay, jetzt hältst du da mit einem großen Schlauch drauf und irgendwann sagt da einer innen, jetzt wird's nass, ne? Dann ist aber auch schon alles nass. Also, wäre jetzt auch nicht so mein Ding. Vorbeugend möchte ich alle Kanten abdichten. Ist das Produkt Decasil 1512 richtig? Na gut, okay, das Problem ist halt einfach vorsorglich abdichten. Bin ich bei Jens war das, ne? Jetzt gerade, wenn ich richtig im Kopf habe. Genau. Bin ich bei Jens, aber das Thema, was ich einfach habe, vorbeugend abdichten geht nur dann, wenn ich weiß, dass es dicht ist. Wenn ich weiß, dass ich ein Wasserproblem habe, okay, dann rettet mich die Fuge, die ich davor mache, nicht. Und dann habe ich das nächste Problem, bis ich es dann eventuell merke, ist die Seitenwand wirklich klatschnass. Und dann reden wir nicht mehr von einmal demontieren. Das vorsorglich hieße, wenn ich weiß nicht, wo der Wasserschaden herkommt, okay, dass ich einfach alles ausbaue, was Löcher in mein Fahrzeug hat. Also ist da eine Dachluke, baue ich die Dachluke aus. Ist da ein Begrenzungslicht, baue ich das Begrenzungslicht neu aus. Ist dort, was weiß ich, noch eingelassen in die Oberfläche, dann baue ich das alles aus und dichte einfach nach und nach alles neu ein. Okay, mache ich mir halt etwas mehr Arbeit, aber ich habe natürlich dieses Wasserthema nicht, wie wir gerade beschrieben haben. So, das ist die Alternative dazu. Habe ich eine Undichtigkeit, rate ich dringend davon ab, einfach was davor zu ziehen, weil das funktioniert nicht. Ich bin jetzt seit über 25 Jahren mit der Branche verheiratet, seit 10 Jahren extremst intensiv. Ich weiß nicht, wie viele Klebstoffprojekte in Werkstätten ich betreut habe. Das werden irgendwo 1.000 bis 8.500, 2.000 irgendwas sein. Und wenn es Dichtigkeitsprobleme waren, führen die bis hin zum Totalversagen oder zum, dass das Ding Schrott ist, wenn mal der Boden und die Wand nass ist. Und deswegen sage ich, investiert die Zeit, sucht es. Und wenn ihr es nicht suchen wollt, dann müsst ihr halt einfach sagen, okay, ich tausche einfach alles aus, was es sein könnte. Also es hieße dann aber, alten Kleber rauskratzen aus den Fugen und dann neu verfugen. Jawohl. Neu verfugen, Dachluken ausbauen, Klappenluken, Türen ausbauen, Fenster, die dort sein können, ausbauen. Alles, was wo ein Loch im Prinzip so ein Fahrzeug ist, wo das Wasser reinkommen könnte, würde ich neu machen. Okay. Der Thomas fragt, sind die EMS-Klebstoffe vollkommen unbedenklich im Wohnraum verwendbar? Sind sie. Absolut. Weil, wie gesagt, okay. Sind
zugelassen, sind Reinraum zugelassen und so weiter und so fort. Das Einzige, was ist, ganz am Anfang, die ersten 72 Stunden, sondern sie ein bisschen, im Prinzip sage ich mal, Alkohol ab, ganz leicht. Und danach sind sie ja ohne Problem. Okay, jetzt kommt die Advanced-Frage vom René. Sind die Kraftkleber punktschweißfähig? In Klammer, Karosseriereparatur, Ersatz von Außenflächen durchkleben oder Punktschweißen an den Rändern, Abschälfestigkeit, in Klammer von der Klammer. Also, wir haben Klebstoffe, die speziell punktschweißfähig sind. Die MS-Polymere wären es nicht in diesem Bereich. Da haben wir Karosseriedichtmassen. Was passiert ist, wenn du sie durchschweißt, dass im Prinzip das MS ein bisschen an dieser Stelle halt leicht ankokelt oder nicht ganz so happy ist. Es wird trotzdem noch dicht bleiben, aber sie sind jetzt nicht unbedingt, wenn du auf viele Stellen hast, nicht punktschweißfähig. Dafür gibt es andere Maßen, die dann noch besser für geeignet werden. Okay. Aber wenn du sagst, ich möchte 2 Punkte oder 3 setzen, habe ich da kein Problem mit. Okay, gut. Nächste Frage vom Sven. Sind die Dichtklebstoffe benzinfest? Das ist wieder dieselbe Frage. Wenn ich einen Benzintank habe und habe sie auf Dauer im Benzin, würde ich es nicht machen. Habe ich einen Tank-Einfüllstützen, wo das immer wieder mal ist, habe ich damit auch gar kein Problem. Aber ein Tank mit Abdichten würde ich nicht machen, weil sie doch im Prinzip, sag ich mal, ganz leicht anquellen. Nach einer gewissen Zeit nehmen sie im Prinzip, sag ich mal, Kraftstoff auf. Wobei viel schlimmer sind tierische Fette. Also zum Beispiel gegen Butter sind die weiten unbeständiger als gegen Kraftstoff. Ist auch so ein Trick, okay, wie man sie ein bisschen wieder wegkriegen kann. Ein bisschen tierische Fette drauf und einziehen lassen, dann werden die wieder ein bisschen weicher. Dann kriege ich sie entfernt, muss nur aufpassen, dass wenn eine Butter drauf schmierst, dass nicht in der Sonne steht, sonst wird Buttersäure, ist der Lack kaputt. Aber ja, tierische Fette ist so ein Trick, wie man das ein bisschen noch, wie man auch MS-Polymere wieder besser entfernen kann. Ja, da bringe ich jetzt mal kurz noch meine Frage rein, die wir schon mal diskutiert hatten. Ich habe so ein Haris am Tankeinfüllstutzen von meinem Zusatztank. Damals hast du mir gesagt, ich habe es nämlich immer noch nicht repariert, mit dem 2K90 könnte man das da eine Raupe ziehen, ne? Genau, der wäre natürlich besser, weil das natürlich ein 2-Komponenten-Klebstoff ist, der chemisch aushärtet und damit hat er eine bessere Beständigkeit gegen viele dieser Dinge genauso. Und dann habe ich dir noch zusätzlich gesagt, klebt zusätzlich über den Riss noch etwas drüber. Da waren wir, glaube ich, irgendwo da mal beim Stück Alu oder was anderes. Im Prinzip, sag ich mal, also nicht nur, dass du den Riss klebst, sondern wir kleben auch noch etwas von außen drüber, um das zusätzlich im Prinzip, sag ich mal, abzudichten. Okay, gut. Also das werde ich mal demnächst angehen. Ist wirklich nur ganz, ganz fein und nur wenn der Tank ganz voll ist, aber das würde jetzt auch in die Frage mit Benzin fest, also ob jetzt Diesel oder Benzin wäre da in dem Fall egal, ne? Aber es wäre ja auch nicht Dauer. Weißt du, wenn du jetzt sagen, das ist ja ganz unten, weißt du? Ja. Wo du sagst, ja, da habe ich immer dauermäßig Sprit drauf, dann würde ich irgendwann sagen, hier, sei vorsichtig. Aber wir reden jetzt, wenn er ganz voll ist, das war oben am Einfüllstutzen, das heißt, da schwappt das mal dagegen. Das heißt, es schwappt dagegen, es verdunstet wieder, es schwappt dagegen, es verdunstet wieder. Damit habe ich gar kein Problem, weil der Worst Case wäre, es würde etwas leicht anquellen, was bei dem kurzen Kontaktzeit nicht der Fall ist. Sag ich mal, es würden jetzt mehrere Stunden da sein oder 1, 2, 3 Tage, dann quillt das ein bisschen an, dann geht ein Sprit wieder runter, dann geht es wieder weg. Ja, das heißt, das geht. Ja, aber wenn ich es jetzt halt unten habe und habe es konstant im Sprit, egal welcher Natur, ja, dann hat er ja keine Chance, sich zu erholen. Und dann quillt er irgendwann immer weiter und dann irgendwann ist er einfach nicht mehr so belastbar, wie er sonst ist. Okay, dankeschön. Der Gunnar fragt, reicht DK Clean zum Reinigen, Entfernen von Silikonresten? Da würde ich zusätzlich Silikonentferner nehmen, weil Silikon wirklich eine ganz, ganz eklige Art ist. Deswegen sage ich auch immer wieder, predige ich, dass Silikon hat am Fahrzeug nichts zu suchen, nicht einmal am Innenraum. Vermeide das, wo das Ganze geht, weil ihr schafft euch so viele Probleme. Und ich finde es immer wieder, ich sehe das immer wieder, wenn dann Leute aus dem Urlaub zurückkommen und hatten eine Undichtigkeit, dann sind sie in den Baumarkt gefahren, haben Silikon genommen und haben das dagegen geklebt. Und das sind alles solche Sachen, wo ich sage, okay, ihr habt euch so viel Ärger eingehandelt, weil ihr müsst jetzt wirklich 2, 3, 4 Stunden sauber machen, um das Silikon restlos zu entfernen, dass wir überhaupt kleben können oder dichten können in irgendeiner Form. Wie gesagt, ich würde da Silikonentferner nehmen. Ich bin mir, wenn das richtig satt drauf ist, wird das DK Clean Ultra wahrscheinlich nicht lang. Und ganz wichtig, macht euren Wassertropfentest. Wenn ihr denkt, es ist sauber, es ist gut, macht den Wassertropfentest. Und gerade beim Silikon kriege ich tolle Ergebnisse. Ist dort noch ein Silikonrest drauf, sieht der Tropfen definitiv fast so aus wie bei der Teflonpfanne. Und solange er so aussieht, habt ihr nicht richtig gereinigt. Dann müsst ihr weitermachen. Brauchen wir über Kleben oder Dicht nicht diskutieren, solange der Tropfen so ist.
Okay. Ich habe dann nochmal Anschlussfrage mit vom Klaus mit C. Das war der mit der gewölbten Rückwand in seinem VW, was auch immer. Das schreibt er nochmal, auf die Frage bist du noch nicht eingegangen. Du hast gesagt, jetzt Glasfenstereinbau hast du empfohlen. Auf eine gewölbte Tür, fragt er natürlich, und auf das komplette Versiegeln der Holzleisten bist du nicht eingegangen. Also er will anscheinend die Holzleisten auch außen verbauen und halt vorher versiegeln und dann eben diese Rundung danach empfinden. So verstehe ich das jetzt mal, ne? Okay, also wie gesagt, ich würde das Holz nicht versiegeln, sondern einfach gucken, dass dort im Innenbereich sollte eh kein Wasser drankommen. Wenn, dann müsste er das Holz in irgendeiner Form ja richtig streichen und so weiter und so fort. Ob er das auf Dauer dann so dicht kriegt, dass es dicht bleibt, das bin ich mir halt auch nicht so ganz sicher. Ich würde es auf jeden Fall mit dem MS drüber streichen, das rettet dich nicht. Ja, in diesem Bereich. Das bringt nichts, irgendwo da bei Holz irgendwas drüber zu pinseln mit dem MS. Also da müssen wir gucken, dass man irgendeine Farbe oder einen Lack nimmt, dass das Ganze halt so wasserdicht ist, irgendeine Art, was weiß ich, Bootslack oder sowas in der Art, 3, 4, 5 Mal drüber streichen, dass es damit wasserdicht trägt und auf dem Bootslack kann ich dann wieder gut kleben in dem Bereich. Okay, also mit seinem Holzrahmen kann er da schon, wenn er die richtigen Lacke nimmt, kann er da schon arbeiten. Genau, ne? Also Bootslack wäre für mich das, wo ich am ehesten denke, dass ich das einigermaßen wasserdicht kriege und dann kann ich darauf im Prinzip, sag ich mal, das getrocknet ist nach, was weiß ich, 48, 72 Stunden, kann ich schon ganz gut draufkleben in dem Bereich. Bei Holz ist oftmals eh das Problem, so die typische Dachlatte, kennst du bestimmt auch, dieses Holz an sich ist ja nicht fest. Ja, so eine Dachlatte, die fasert ja. Und das ist das Hauptproblem, dass ich einfach drauf klebe und dann ziehe ich es ab, weil das fasert. Also auch da ist ganz wichtig, dass ich ein Holz habe, was ein Vollholz ist oder was geschliffen ist oder sonstige Sachen ist, dass da im Prinzip diese Faser nicht so lose sind, weil ansonsten klebe ich nur auf diesen losen Fasern und das hält dann nachher auch nichts. Okay. So, wir hatten eben zwischendrin, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, mal so ein, zwei Bilder von Alufras gehabt. Weiß nicht, ob das zwischendrin jeder so gesehen hat. In dem Bereich, das ist für mich so ein Klassiker zum Beispiel, wenn so Leute mich fragen, boah, ich habe Alufras, dann kannst du immer von ausgehen, dass ich einen Feuchtigkeitsschaden dahinter habe. Weil Alufras haben alle mal in der Schule gelernt, ist nichts anderes als die Reihe der Metalle und das Unedlere zum Edleren. Und das war Anode oder Kathode, haben wir alles mal so 7., 8. Klasse haben wir das alle mal gehabt. Das heißt, meistens ist es so, dass irgendeine Schraube, ein Tacker, eine Nadel, eine Nagel etc. tralala im Hintergrund der Isolierung ist. Dann ist Wasser dazwischen und dann hat dieser Nagel, Tacker, Nadel etc. Schraube Kontakt mit dem Alu. Und dann entsteht eigentlich Alufraß. Das ist ganz oft mal, wie gesagt, Kontakte von zwei Metallen und meistens ist der Faktor Wasser noch dahinter. Deswegen ist noch der Klassiker für mich, wenn einer fragt, ach, Bilder von Alufras, oh, Sie haben Wasserschaden. Und dann kommt sie, nein, sag ich doch, machen Sie mal auf, seien Sie sicher, da entweder ist einer oder da war einer in dem Bereich. Und dann sind die Leute immer ganz, ganz baff, wie woher wissen Sie das Ganze? Sag ich, ja, ganz klar, das hat was mit Chemie zu tun, haben wir mit Physik zu tun, haben wir in der Schule gehabt. Wie gesagt, nur wenn Wasser dazwischen ist, haben wir zwischen der Anode und Kathode Kontakt, nur dann haben wir diese unnötigen Metalle und dann entsteht halt in der Regel oftmals Alufras. Gut, braucht man dann noch eine Opferanode, ne? Genau. Ja, klar. Das ist genau das, was du sagst. Die Bootsleute, die wissen schon, warum sie Opferanode verbauen. Genau. So, da haben wir noch, der Ralf fragt, gerissene Duschwanne mit Rissen und Löchern. Reicht 2K90? Gibt es was zum Unterfüttern? Ja. Wenn du halt unterfütterst und kommst nicht von unten dran, dann ist immer blöd, weil dann stehst du oben drauf und oben auf so einer Glasfasermatte stehen, ist halt auch blöd. Ne? Aber um es richtig zu machen, musst du es unterfüttern, das hat er klar erkannt, hat er super Fragen dargestellt, wo ich sage, okay, du musst halt gucken, ob ich irgendwie von unten dran komme. Das ist, wie gesagt, bei euch Selbstausbauern immer noch eine Chance, weil ihr doch meistens so baut, dass das nicht so ist. Bei den ganz klassischen Wohnmobilen ist es halt so, dadurch, dass die von was viele nicht wissen, von innen nach außen gebaut werden. Ja, also erst kommen alle Möbel rein, alle Duschen rein, alle Leitungen rein etc. Und dann macht man von außen die Wände und am Schluss kommt der Deckel oben drauf. Und damit kommst du halt an ganz viele Sachen nicht mehr dran. Ja, also das ist dann so der Klassiker, wo nachher einer sagt, ich kann keinen Kühlschrank austauschen, weil die Tür ist zu klein und wir müssen die Frontscheibe ausbauen, dass der Kühlschrank austauschen geht, weil natürlich der Kühlschrank vorher schon drin war. Ja, also keiner hat sich Gedanken gemacht, wie kommt der Kühlschrank da rein, sondern der war schon drin. Jetzt das Problem, wie kriege ich ihn wieder raus? Oder einer sagt, ich will die Dusche machen, aber die Schraube ist von draußen geschraubt, nicht von innen. Ja, aber von draußen sitzt der Wand davor. Das heißt, an die Schraube komme ich gar nicht mehr dran, weil sie ist von draußen geschraubt worden. Ja, also das ist nur immer so der Klassiker, den ich halt im Prinzip, sag ich mal, habe.
Okay. Ja, also das ist aber schon hart, ne? Ja, also hier sieht man zum Beispiel jetzt, also hier siehst du jetzt zum Beispiel ganz klassisch, ne? Also das ist so ein, da haben wir mal so eine Ecke von so einem Radlauf rausgebrochen und haben jetzt mit Glasfaser das Ganze nachgemacht. Und da habe ich wirklich Profis bei mir in der Truppe oder bei unseren Händlern, die kriegen das so hin, dass du es nachher, wenn du es ein bisschen abschleifst, nicht mehr siehst. Ja, die modellieren ganze Ecken, die weg waren, modellieren die nachher wieder nach und wenn du ein bisschen Spot Repair gemacht hast, siehst du es nicht mehr. Das geht wunderbar mit dem Produkt. Okay, cool. Gut, dann haben wir eine Frage von einer Frau, die Uta fragt, mit welchem Mittel dichtet man am besten den Rüsseldurchbruch vom Gascontainer? Sie meint wahrscheinlich das Gasfach. Muss auf Kunststoff kleben und feuchtigkeitsresistent soll es auch noch sein. Gut, da gehen, je nachdem, wenn du es kleben möchtest, da gehen halt schon die ganzen MS-Polymere. Diese Anforderungen haben alle. Die haben auch alle einen Temperaturstand kurzfristig bis 180 Grad, auf Dauer 120. Viel heißer wird der Abluftkamin von so einer Gasheizung auch nicht. Die liegen irgendwo bei 60, 70, 80 Grad. Also von der Seite her, das funktioniert wunderbar. Und wenn das halt ein Kunststoff ist, muss ich halt gucken, ob der gut verklebbar ist. Ansonsten muss ich mit dem Aktivator arbeiten. Das geht eigentlich alles relativ gut. Aber würde ich beim Klebstoff bleiben, weil der Temperaturstand ist höher von dem MS-Polymeren als von der Dichtungsmasse. Okay. Da haben wir nochmal den Holger, das ist glaube ich ein anderer. Mit welchem Produkt kann man gegebenenfalls einen Alutank abdichten? Das haben wir eigentlich schon gehabt mit der Frage nach meinem Tank, ja. Einfüllstutzen, aber unten, also für unten abdichten hättest du jetzt nichts, was dauerhaft ist. Als Notreparatur aber wahrscheinlich schon der 2K9. Ja, gut, okay. Aber nochmal, bei Alu hast du natürlich wieder was anderes. Also der Alu lässt sich natürlich wesentlich besser verkleben. Das heißt, wenn ich jetzt von außen einen Winkel drauf mache, ein Profil, also ein L-Profil in irgendeiner Form, ja, und habe vor innen drin zwei Platten, die ziemlich stumpf aneinander liegen, und mache von außen einen schönen Winkel drum und mache innen im Dichtungsnaht rein und dann kann ich natürlich draußen schön flächig mit dem Winkel kleben. Dann kommt ja von außen an den Großteil der Klebefläche kein Diesel oder kein Benzin oder kein irgendwas dran. Das funktioniert ja wieder. Innen schwierig oder ich kann natürlich zwei machen. Ich kann innen ein Profil reinmachen und außen ein Profil reinmachen und an den inneren Teil meines Klebstoffes, da kommt ja kein Sprit und kein Diesel dran. Ja, weil die kommt ja nur oben am Rand. Der Rand würde versprühen. Aber der Großteil der Fläche liegt ja versteckt hinter dem Aluprofil, sowohl innen als auch außen. Das geht. Okay. Da haben wir noch eine Frau. Cool. Es sind schon einige Damen hier dabei. Ja, das ist cool. Die Heidi fragt, mit was verfuge ich dann alles wieder? Ich bin ganz neu und habe, denke ich, die Kederleiste mit der Kederleiste ein Wasserproblem. Mit was verfügt? Selbe Spiel wieder, wenn ich mir ein Wasserproblem habe, muss die Kederleiste runter. Dann kleben wir die neu auf, wenn sie vorgeklebt war. Also vorsichtig im Cuttermesser einfach abschneiden, rausschneiden und dann einfach sauber machen und neu verkleben. Würde ich das MS1 nehmen, weil das MS1 lässt sich wie ein Silikon verfugen. Wer einmal mit dem MS1 gearbeitet hat, der möchte eigentlich auch nichts mehr anderes anfassen, weil das lässt sich so schön verfugen. Und auch da wieder. Die das momentan mit am besten macht, deswegen ist oftmals, wenn man auf unseren Homepage auf den Seiten guckt oder auch mit Bildern, die zwischendrin immer da waren, das ist die Christine, da sieht man auch eine Naht, die gerade zieht, das ist zum Beispiel mit weitem Abstand, die verfugt und zieht die schönsten Nähte von allen Händlern, die ich habe und jedes Mal, wenn die dabei ist, dann kriegen meine Jungs den Föhn, weil die sie immer in den Senkel stellt, dann die verfugen das und dann sage ich, komm Christine, zeig mal den Jungs, wie es geht. Und dann werden die immer alle blass, weil die einfach wirklich, was das angeht, ein Händchen hat, das sensationell ist. Also Mädels an die Front, ihr könnt das besser als die Jungs. Genau. So langsam. Da ist mir jetzt gerade die Frage entwischt, wo ist sie jetzt hingerauscht? Naja, das passt ja, vielleicht gerade nochmal. Ja, okay. Bist du halt, wenn du deine Frage gefunden hast, sieht man auf den Bildern relativ schön. Ich kann natürlich schön vor mit dem Tape das Ganze abkleben, damit ich nachher natürlich mit meiner Fuge, wenn ich es einfacher zum Verfugen habe und habe natürlich auch keine Schmierereien links und rechts,
Also da ist dieses ganz normale Malerkreppband, das wir vorhin schon mal hatten, schön, dann kann ich das abkleben, dann kann ich es schön verfugen. Und habe auch den großen Vorteil, wenn ich das nachher mit entweder Spülmittel oder mit unserem Dicker Finisher nachher verfuge, läuft mir auch keine Brühe unter die Klebenaht. Das ist mir auch ganz wichtig. Ne? Also wenn man dann relativ viel nimmt, dann muss man halt schon gucken, dass das sauber ist, dass einfach dieses Abfugemittel oder das Klettmittel nachher nicht unter meine Fuge läuft. Ganz wichtig. Mhm. Mhm. Ja, ich versuche nämlich immer so ein bisschen die Fragen so, wenn sie mir gerade ins Auge springen, ich sehe ja immer nur einen kleinen Ausschnitt von allen Fragen, so ein bisschen zu poolen. Und da hätte ich jetzt nämlich gerade die mir entwischt ist, weil man da beim Fugen, du das Bild vom Fugen gezeigt hast. Der Ralf schreibt, könnt ihr bitte etwas zur Technik des Fugenabziehens sagen, zum Beispiel Gummiprofil, Holzstäbchen, Spülelösung und so weiter. Wir haben gerade gesehen, die Christine hat es da mit dem Finger geglättet. Was hat sich da bewährt? Mein Klassiker immer wieder ist, kennst du noch das Capri-Eis von früher? Ja, klar. Gibt's ja noch, ne? So war ja so Klassiker in unserer Kindheit mit dem Capri-Eis. Und der Holzstab von dem Capri-Eis ist für mich immer noch unschlagbar zum Abziehen. Damit kriege ich also ganz viele Fugen hin. Weil er einen Radius hat von 5 mm, schätze ich mal. Ne? Weil er einen gescheiten Radius hat. Aber wie gesagt, da gibt es ja mittlerweile ganz tolle Sachen wie dieses Fugenboy-Set, wo ich diverseste Radien habe, die ich mir einfach aussuchen kann. Da, wie gesagt, ich glaube, dieser Fugenboy-Set kostet, ich glaube, nicht mal 10 Euro oder sowas in der Art. Und ja. Da sind 3, 4, 5 verschiedene drin. Damit kriege ich auch das Ganze wieder raus. Also das ist gut investiertes Geld. Okay. Wir sehen jetzt gerade hier im Film, vielleicht gehen wir da mal kurz drauf ein. Ja gut, okay, das ist ein bisschen so, das ist halt so nah, so verfugen von einem Solarpanel in dem Bereich, dass der Patrick hier so einfach mal so nebenbei gemacht hat. Das sind unsere Akademiefilme, also auch da bieten wir euch gerne an. Wir haben seit 8 Wochen unsere Dekalin-Akademie am Start und wir werden bis zum Jahresende ungefähr 10 bis 15 White Paper haben über das Thema, wie klebe und dichte ich richtig, die Top 10 beim Fehler reduzieren, auf was muss ich 8 Menschen Fenster einbauen und so weiter und so fort. Und der Plan ist, dass wir 20 bis 30 Filme haben, bis Ende nächstes Jahr über 100 Filme haben werden, immer so kurze Clips zum Thema, so mache ich das, so baue ich eine Solaranlage ein, so mache ich, so verfuge ich irgendwas richtig, so baue ich ein Fenster richtig rein, so tupfe ich richtig ab. Also da werden wir da sehr, sehr, sehr viel Content auf der Akademie-Seite machen. Unter anderem auch im Klebeset ist zum Beispiel eine Klebeanleitung mit drin, wie ich es genau mache. Also wir versuchen schon, euch mitzunehmen und abzuholen, um das Leben euch ein bisschen einfacher zu machen. Okay, gut. Der Stefan fragt gerade, können wir bitte noch auf das Thema Möbelkleben eingehen, Innenausbau? Wie verklebt man die Möbel und kann man die später wieder abbauen oder ausbauen? Ja gut, da bist du ja fast eher so der Profi. Ich sag mal, wenn ich jetzt eine Holzverklebung habe beim Möbelbau, bin ich klassisch beim Holzleim. Ja, also da haben wir auch nicht unbedingt so mega im Programm, wo ich sage, ja, du kannst natürlich auch mit Winkel und mit dem Messer irgendwas machen, aber so der Schrank an sich ist Holzleim schon was gut funktioniert. So, wenn ich jetzt die Möbel gegen die Wand machen würde, würde ich das so machen, wie wir auch schon da immer mal Tipps und Tricks schon hatten. Ich würde immer über einen Zwischenschritt gehen. Ich würde eine Schiene dran machen, ich würde eine Leiste dran machen, ich würde Holz verkleben, gegen das ich nachher Klick, Schraube etc. sonstige Sachen, dass ich wieder demontieren kann. Und zur Not kriege ich auch so ein Holz oder auch so eine Türschiene oder einen Aluwinkel oder eine Profilschiene oder etc. Die kriege ich auch wieder ab, indem ich im Zweifelsfall mit so einem Schneidedraht wie beim Glaser, beim Autoglaser hinten durchgehe und dann kann ich das eigentlich nachher wieder absägen und kriege die Klebenaht damit getrennt. So kriege ich auch ein Solarpanel später wieder getrennt. Wenn ich halt mal eine 3-4 mm habe, dann gehe ich mit diesem Schneidedraht drunter, da sind ganz feine Zähne drin. Da gehe ich zum Autoglaser, der schmeißt die nach dem zweiten Mal weg und dann gebe ich dem 2 Euro und dann gibt er mir so einen oder ich kaufe ihn, die sind auch nicht so teuer. Und dann kann ich damit im Prinzip, sag ich mal, sehr, sehr, sehr gut arbeiten. Aber ich würde immer einen Zwischenschritt machen. Ich würde sie nie direkt machen, weil dann kann ich sie nachher abhängen, verschieben, austauschen etc. ohne die Grundstruktur zu schaden zu bringen. Ja, also ich würde auch also nie die Möbel direkt reinkleben. Wenn du einen Wasserschaden hast, die Möbel quellen auf oder was auch immer, ja, dann hast du ein Riesenproblem.
Genau. Ich würde, wenn, um dem vorzubeugen, ich habe zum Beispiel meine Möbel einfach unten wirklich satt lackiert, also mit Lack getränkt, würde aber heute einen Schritt weitergehen, würde ich eine, ich habe also 16 mm Tischlerplatten verbaut, ich würde die in eine Alu-U-Profil-Schiene stellen und würde die Schiene einfach vorne und hinten mit, sage ich mal jetzt MS2 zum Beispiel, einfach das Möbel reinkleben. Und dann an der Schiene, die Schiene vielleicht am Boden verschrauben oder an einem Winkel durchschrauben, so dass ich das dann, also die strukturelle Festigkeit über den Winkel mit der Wand verbinden. Genau. Und das Möbel dann in die Schiene reinkleben. Da kann man auch wieder andere Möbel dran kleben, aber auch das würde ich eher tendenziell nicht machen. Also da scheue ich auch den Kleber wie der Teufel Weihwasser, weil ich immer Muffe habe, dass ich es nicht mehr auseinanderkriege. Ja, also wie gesagt, da bin ich bei dir. Ich würde auch immer den Zwischenschritt gehen, über eine Schiene, über einen Winkel, über irgendetwas. Und ich bin da bei dir, das hält auf jeden Fall. Und dann kann man den Winkel mit dem Fünfer kleben und die dicht machen, machen wir mit 2-1er oder 2-er. Das hält ja auch noch ausreichend. Das geht auf jeden Fall alles richtig. Und dann bin ich bei dir. Wie gesagt, macht einen Zwischenschritt. Ihr macht euch einfach flexibler. Wenn ich irgendwas austauschen will, komme ich dann dran. Wenn ich es direkt mache, ist es halt für die Ewigkeit. Und habe ich irgendein Problem, dann kriege ich es ja fast nicht mehr zerstörungsfrei weg. Ja, also ja, genau. Auch am Fahrzeug, sage ich mal, habe ich dann einen Schaden. Wenn ich, als ich es runterreißen will, wird ein Teil der Wand auf sich lösen in der Regel oder verbogen sein oder Dellen drin haben oder irgend sowas, wo ich sage, geht ein Zwischenschritt, man könnte immer noch legen, ob er dann im Zwischenschritt auch klebt oder lieber schraubt oder eine Kombination aus beiden macht, sagt, okay, ein bisschen schrauben, ein bisschen kleben, dann ist es im Prinzip, sage ich mal. Und nebenbei haben wir jetzt hier so einen Clip laufen gehabt von unserem Joey. Das war zum Beispiel einer der Workshops, den wir am Caravan-Salon gemacht haben, wo wir auch da ganz gut 4-5 Mal am Tag zeigen, okay, guck mal, so sind Tipps und Tricks zum Selbstausbau oder zum Reparaturzwecken oder so Sachen. Okay. Der Jürgen fragt, weil wir es gerade auch so von den unterschiedlichen Materialien haben, habe ich noch eine rausgezogene Frage. Ich möchte die Duschwanne, die Duschwände zur Duschwanne und die Glastür der Dusch zur Wand und zur Duschwanne wegen Undichtigkeit nachträglich abdichten. Da hat ein Frankia A840 plus Alkohol. Mhm. Normalerweise würde ich gutes Silikon nehmen. Ich denke, es geht aber besser. Ja, das haben wir schon behandelt, aber vielleicht nochmal. Ja, also wie gesagt, dieselbe Funktion, die ein Silikon hat, haben die MS-Polymere. Von der Seite nimmt das MS7, wenn es klar ist, oder nimmt das MS1, wenn's, oder das MS6 zum Beispiel, wenn's weiß sein soll. Das MS6 hat auch da wieder den Vorteil, diese Kunststoffe, diese Duschwannen und Seitenwände sind oftmals blöd zu verkleben. Das sind oftmals blöde Kunststoffe. Und deswegen löst sich da auch die Klebeverbindung. Deswegen werden die oftmals auch undicht. Normalerweise sollte das nicht undicht sein, weil von der Formgebung her das so ist, dass die Wände eigentlich in die Wanne einklacken und da eigentlich nichts undicht sein sollte. Aber wie gesagt, verfug's einfach neu und das sollte funktionieren. Gut, jetzt haben wir den Stefan, ein anderer Stefan als vorhin. Ich habe einen britischen Shelter aus Alu. Will den mit XPS-Platten dämmen. Habt ihr einen Kleber hierfür im Sortiment? Darf ich da vorher kurz was sagen dazu, ja, bevor klar. du zum Kleber was sagst? Stefan, nimm bitte keine XPS-Platten. Ich bin jetzt auch wieder ein bisschen schlauer geworden nach dem letzten Video, was ich gemacht habe bei Paneltec in Thüringen. Dort habe ich die Produktion, die Panelplatten, GFK-Sandwichplattenproduktion gefilmt und habe mich mit dem Jürgen Schmidt auch über die Materialien unterhalten. Und ich weiß und wusste auch, dass, also in meinem Empfinden, XPS ausdünstet. Und dann sagt der Jürgen zu mir, nee, das dünstet nicht nur aus, sondern das löst sich auf, und zwar bei 80 Grad. Und diese 80 Grad kannst du in Südeuropa oder in Nordafrika, wenn du die Karre, auch in Griechenland, wenn es da 40 Grad mal draußen hat und dir ballert die Sonne voll aufs Blech, und du hast vielleicht jetzt nicht die Farbe weiß gewählt, das ist nämlich der Grund, warum alle Wohnmobile weiß sind oder fast alle, ne, weil die nämlich mit XPS dämmen, dann bist du mit XPS da ziemlich verratzt. Deswegen würde ich dir empfehlen, nimm 3 € mehr in die Hand und dämme mit entweder PU-Schaum oder das, was ich hier in meinem Buch empfehle, mit den PP-Platten,
den selbstklebenden von Isobrock. Die kleben super, der Kleber ist beständig bis 130 Grad, das PP-Zeug ist beständig, das, und der Kleber, der da drauf ist, der klebt auch auf PP. Und lass die Finger von XPS-Platten weg. Also alle Leute, die ein bisschen auf Qualität achten wollen, sollten bitte XPS vermeiden. Man kann es im Fußbodenbereich verwenden, weil es relativ druckfest ist, aber auch da gibt es Besseres. Da gibt es die PET-Schäume, die so mit Raumgewicht um die 250 Kilogramm daherkommen. Das alles findest du bei mir auf der Webseite, auf der dritten, vierten, fünften Kachel von oben. Das Interview mit Jürgen Schmidt, schau dir das mal an und dann wirst du wahrscheinlich kuriert sein von dem Thema XPS. So, wenn du jetzt noch was zum Kleber sagen willst, wie man XPS verklebt, dann bitte. Ja gut, okay, das ist dasselbe Spiel wieder, was ich sage, okay, jetzt das mit dem XPS ist ja auch, ich lerne als alter Hase noch was dazu, finde ich mega interessant, werde ich also auch nochmal mir angucken, das Interview, war mir jetzt auch gar nicht so bewusst, aber generell natürlich selbes Spiel wieder, das ist so ganz schlimm, so diese aus dem Kastenwagen-Serien, die kommen, dieses ganze, dann nehme ich halt das selbstklebende Ammaflex und so weiter und so fort. Und du hast dir die Mühe gemacht und hast dir Material gesucht und hast ganz klar darauf geachtet, welche Temperaturstand hat man Klebstoff, welche Temperaturstand hat man Material. Gerade im Bereich, dass du sagst, okay, ich bin im Süden unterwegs, bis nach Marokko und so weiter und so fort, da brauche ich das auf jeden Fall. Ganz, ganz viele dieser Ammaflex-Klebstoffe, die da selbstbeschichtend drauf geklebt worden sind, haben aber nur einen Temperaturstand bis 70, 80 Grad oftmals. So, und das ist dasselbe Beispiel, wo ich dir auch sage, da bin ich bei dir. Wenn ich jetzt halt so einen dunkelblauen, dunkelgrauen, schwarzen, grünen, roten Kastenwagen habe und ich stehe halt in Südspanien, dann habe ich auf dem Blech definitiv mehr als die 80 Grad. Und 80 Grad Temperaturstand heißt auch, bei 81 Grad so ungefähr fällt es halt auseinander, ohne dass das Ganze Zug hat. Wenn ich jetzt auch noch eine Zugbelastung drauf habe, wenn ich den Umwug habe, wo ich um ein Stück Blech drum gegangen bin oder unserem Holm drum gegangen bin und habe das um den Umwug drum gezogen, dann habe ich dort im Prinzip, sage ich mal, eine so hohe Belastung, der hält nicht mehr 80 Grad, der geht schon bei 60, 70 Grad los. Und dann habe ich genau das Problem, dass ich das nicht sehe, dass hinter meiner Isolierung das gute Ammaflex, das selbstklebende, sich eigentlich gelöst hat und ich habe so 2-3 Zentimeter Spalt zwischen meinen Ammaflex-Isolierung und dann habe ich für den nächsten Winter meine Kältebrücke und meine Feuchtigkeit vollkommen eingebaut und nachher wurde ich um der Kram von innen weggammelt und ich weiß gar nicht warum. Also für mich ist immer als Klebstoffhersteller wichtig, guckt auf die Datenblätter, guckt auf den Temperaturstand des Klebstoffs und zum Beispiel unsere Kontaktklebstoffe haben auch zwischen 80, 90, 100 Grad, aber mit dem Härter dazu komme ich bis auf 130 Grad. Das heißt, ganz, ganz wichtig, wenn ihr euch für einen Klebstoffhersteller entscheidet, diese selbstklebenden Klebstoffe sind oftmals nicht geeignet für die Hochtemperatur. Und Hochtemperatur fängt beim Klebstoff bei plus 80 an. Die meisten hören bei 80 auf, ganz wenige gehen bis 100, eine bis 120, die MS-Polymere kurzfristig bis 180. Das heißt, ich kann es auf Pulver beschichten. Also da guckt einfach auf den Temperaturstand. Deswegen geben wir Hersteller Datenblätter raus, technische Datenblätter, wo genau solche Angaben drinstehen. Und 80 Grad sind nicht genug. Automotive-Normen sind 120 plus. Und dasselbe kannst du bei deinem Reisemobil, Selbstausbau, Shelter etc. auf jeden Fall auch ansetzen. Okay. Da fragt der, ich sehe jetzt gerade, weil es bei mir wieder was verschoben hat, ich sehe den Namen nicht, aber fragt einer Teilnehmer, muss ich meinen Anhänger mit Siebdruckplatten, Aluleisten, Eckverbinder neu abdichten? Mhm. Welches haftet MS5 ausreichend auf den Siebdruckplatten? Der Andi. In der Regel schon, aber er soll einen Klebetest machen, weil bei diesen Siebdruckplatten ist die Beschichtung dieser Siebdruckplatte immer manchmal ein bisschen unterschiedlich. Da gibt es welche, da hält das Bombe, es gibt welche, da hält das weniger gut. Mach einfach im Prinzip, sag ich mal, ein kleines Stück Kleberaube hin, warte 72 Stunden, zieh es ab. Wenn sie es abziehen, lässt die Tebegang, musst du was anderes noch als Vorbehandlung machen. Aber in der Regel funktioniert es. Ich würde einen Klebetest machen, weil diese Siebdruckplatten eine sehr, sehr große Bandbreite haben von, sind gut verklebbar und sind nicht gut verklebbar. Okay. Ich kämpfe hier jetzt gerade. Wenn du noch gerade was irgendwas anderes auf dem Film hast, könntest du es erzählen, weil ich kämpfe hier gerade wieder mit der Anzeige der Fragen. Kommt da gerade im Moment nicht auf die weiteren Fragen drauf. Mhm. Wenn ihr Dichtmassen lackieren oder Klebstoffe überlackieren wollt, ist generell immer so eine Frage. Muss es wirklich sein? Ich bin ein Freund von, das nicht über zu lackieren. Ich weiß, viele von euch machen das, aber das Problem ist einfach, wo ich sage,
das arbeitet gegeneinander. Ja, selbst unser zähester Klebstoff, der MS5, der am wenigsten Elastizität hat, liegt irgendwo noch bei 300% Dehnbarkeit. Der am meisten dehnbare MS6 liegt bei 16% Dehnbarkeit. Das heißt, wenn ich diese Dichtstoffe überlackiere, sind sie nicht mehr elastisch, weil ein Lack hat vielleicht maximal 10% Dehnbarkeit. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Der Lack gewinnt, dann ist mein Dichtstoff nicht mehr elastisch in dem Bereich. Das heißt, ich nehme diese Stärken weg der Dehnung. Oder der Dichtstoff gewinnt oder der Klebstoff gewinnt, dann reißt mein Lack. Also eins der beiden Sachen funktioniert immer nicht gut. Deswegen würde ich mir immer überlegen, muss ich wirklich den Klebstoff überlackieren? Warum will ich es machen? Hat das nur optische Gründe oder hat das andere? Ja, es gibt gewisse Anwendungen. Zum Beispiel habe ich vorhin gesagt, dieser Lebensmitteltransport, wo diese Schweinehälften transportiert werden. Dort muss ich es überlackieren, weil ich meinen Klebstoff schützen muss vor den Reinigungsmitteln, die dort drin sind. Ja, also diese Reinigungsmittel tauchen relativ oft auf und die müssen nach jedem Transport, müssen das Ganze halt gereinigt werden mit harten Chemikalien und heißem Wasser und Dampfdruck. Also von der Seite her, da muss ich halt meinen Klebstoff am besten überlackieren. Das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich immer wieder habe. Okay, ich habe meine Fragen auch alle wieder gefunden. Die super. Ein bisschen tricky mit der Plattform da, GoToWebinar, das verschwindet manchmal alles. Der Frank fragt, hat die Dachluke neu eingedicht, bei Wärme ist alles C-flüssig, aber die Luke klebt am Dach und beim Öffnen zieht die schwarze Spaghetti an der Lukenleiste. Fragt, zu viel Dichtmittel drauf, muss ich die neu eindichten? Nee, also wie gesagt, es scheint ja genug Dichtmittel da zu sein und dann soll er einfach mal entweder einen kleinen Ballen formen und den Rest abtupfen oder dann wieder dieses Malerkrepp nehmen und schön draufdrücken und abziehen, dass er einfach diese Fäden da wegbekommt, weil er hat jetzt anscheinend viel zu viel drauf. Das halt da im Prinzip, sag ich mal, das macht er, das soll einfach das überschüssige Dichtmaterial wegmachen. Auch da wieder einfach die EC-Karte nehmen oder Plastikcutter oder sowas, eine Art wichtiges Kunststoff halt, und einmal um dieses Fenster drum herum fahren und dann kann ich den Rest des Materials trennen von dem Material, was dort rausgekommen ist. Okay, gut, danke. Der Thomas fragt, Kastenwagen, Bodenausbau. Er schreibt, irgendein Holzboden, Randverfugen, was nehme ich da am besten? Also wahrscheinlich weiß er nicht, was er für einen Holzboden hat, aber der ist schon drin. Und jetzt zum Verfugen vom Rand, was nimmt er da am besten? Da würde ich ganz klassisch MS1, MS2 nehmen von der Seite her, das passt am besten. Er muss halt wirklich gucken, wenn er nicht weiß, was drunter ist, ob er vielleicht doch nochmal versucht, den hochzunehmen, weil das Thema Isolierung beim Kastenwagen, seitdem er nutzt ihn nur im Sommer, ist halt immer gerade im Bodenbereich relativ schwierig. Ja, also das ist so, wenn du halt da nichts drunter hast und fährst jetzt, was weiß ich, Oktober, November halt los, dann wird's halt doch frisch von unten, ne? Ja. Nicht so wie bei dir, wo du dann doch ein paar Zentimeter Isolierung drunter hast. Ja, aber auch der wird kalt, also das ist schon, das merkt man schon, aber wenn man da einen Teppich drauflegt, dann kann man da schon einiges abfedern. Aber auch da habe ich jetzt mit ein bisschen neue Informationen. Auch die Kastenwagen-Fraktion sollte vielleicht mal, oder der empfehle ich, dieses Video anzugucken, was ich mit dem Jürgen Schmidt gedreht habe, weil wenn die Kabinen bauen, und der macht ja nicht nur die Sandwichplatten, sondern der macht eben auch Kabinensätze und ganze Kabinen auch, das ist dann die Kabinenschmiede, da gibt es demnächst ein zweites Video, die machen auch Holzböden. Aber, und das kommt da in dem Video sehr schön raus, der nimmt eben dafür den PET-Schaum, den ich vorhin schon mal angesprochen habe. Ja, der ist gut. Und der nimmt ab, also in den kannst du reinschrauben wie in Holz. Der hat ein Raumgewicht von 250 Kilo der Kubikmeter, also noch einmal einiges leichter als Holz und vor allen Dingen viel leichter als Siebdruckplatte. Nimmt 0,0 Feuchtigkeit auf, falls du einen Wasserschaden hast. Na? Und denkt da mal drüber nach, vielleicht 3 Euro mehr in die Hand zu nehmen und lasst euch von Paneltec eine Bodenplatte bauen als Sandwich, ne, GFK außen, oben, unten, zwischendrin ein PET-Schaum, weil der dämmt eben auch. Beziehungsweise könnte man da auch ein Sandwich so machen, dass man sagt, okay, man legt jetzt unten rein vielleicht noch einmal einen Zentimeter Dämmschicht und dann nochmal 2 Zentimeter PET drauf, weil PET ist nochmal deutlich druckstabiler als XPS, weil XPS macht man ja schon gern im Fußbodenbereich.
weil es druckstabil ist, aber es ist halt nicht so druckstabil, dass wenn du aus dem Bett springst und mit den Fersen aufkommst, dann ist da halt auch eine Delle drin. Ne? Ja. Also das muss man sich dann schon auch, druckstabil ist immer so relativ. Ne? Oder wenn dir irgendein harter Gegenstand, schwerer Gegenstand runterfällt, ein 500 Gramm Hammer, dann ist da auch ein Loch im Boden. Ja. Ja gut, okay, das PET ist jetzt wirklich schwer im Kommen auch überall und von der Seite her, ich glaube, das wird jetzt so eine Erfolgsreise relativ schnell antreten, weil einfach die Vorteile extrem hoch sind, auch zum Leitung verlegen etc. Außenrum mit MS2-1 oder 2 verfugt und ein bisschen Rand lassen, damit sich auch der Boden ausdehnen kann. Das, glaube ich, ist auch nochmal ganz wichtig. Das vergessen viele. Ja klar, aber selbe Spiel, wieder Ausdehnungskoeffizient, selbe Spiel wieder, ne? Was wir haben. Genau. Das Holz dehnt sich natürlich anders aus als die ganze Karre. Und wenn dann das Holz schon langsam anfängt, die Karre zu sprengen oder wölbt sich dann, dann hat man wieder ein Problem. Ne? Ja. Da brauchen wir schon eine Dehnungsfuge, bin ich bei dir. Ja, ja. Also da lieber einen Zentimeter Luft lassen. Ne? So, jetzt kommen wir da gleich Dehnungsfuge. Habe ich hier gleich nochmal eine Frage. Der Jörn fragt bezüglich der verschiedenen Dehnungseigenschaften, wenn ich eine Sandwichplatte GFK als Bodenplatte, ne? Das haben wir gerade das Thema, ne? In einen Kastenwagen kleben möchte. Maße circa 2x6 Zentimeter. 2x6 Meter, Entschuldigung. Welche Klebedicke benötige ich dann? Vielen Dank. Naja, gut, okay. Bei der Ausdehnungsfuge, glaube ich, wenn du auf jeder Seite einen Zentimeter lässt, sollte das eigentlich langen. Also, das ist ein Prozess. Ja, ich glaube, dass der schon danach fragt, ob er die flächig da reinkleben soll. Das würde ich, glaube ich, gar nicht machen. Ne? Nee, ich würde es einfach auflegen. Wo sollen sie denn hin? Genau, weil da steht die ganze Möglichkeit drauf, da steht Zentnerweise Zeug drauf, genau, wo soll sie hin? Genau, würde ich also auch groß, man kann zwei, drei Punkte zum Fixieren machen, aber nee, also flächig kleben brauchen wir sie, glaube ich, nicht. Gut, der Udo fragt, bekomme ich direkt Unterstützung von Decasil bei den Anwendungsfällen und kann ich direkt bei Decasil die Klebstoffe kaufen? Also von der Seite her ist relativ einfach. Wir haben jetzt ja genau aus diesen Gründen unseren Chatbot gemacht. Das heißt, dieser Chatbot, da kann ich Fragen stellen und dort kriege ich mittlerweile eine Qualität von ungefähr 95% meiner Antworten. Der lernt jeden Tag dazu. Den haben wir jetzt seit 14 Tagen vor der Messe aktiv. Das heißt, da versuchen wir euch zu unterstützen, wo das Ganze geht. Auch den bitte, weil es ist noch ein kleines, junges Kind, den ein bisschen mit gesundem Menschenverstand im Prinzip, sage ich mal, benutzen, wenn dann also im Prinzip, sage ich mal, irgendwas nicht funktioniert, muss schon darüber nachdenken, okay, kann das so sein? Ansonsten selbstverständlich haben wir eine Support-Hotline, das heißt, wir haben ein E-Mail-Fach, das heißt support@decasil.de. Wir haben jeden Tag 1, 2, 3, 4 Stunden im Prinzip, sage ich mal, wo man uns auch anrufen kann. Da gibt es eine 0800-Decasil-Telefonnummer. Das heißt, ihr braucht euch nicht mal eine Nummer merken, sondern wählt 0800 und dann wählt ihr einfach Decasil. Dann seid ihr auch bei uns. Also von der Seite her, wir finden auf Messen, wo man uns anfassen kann und Fragen beantworten kann. Und dank deiner Anladung jetzt hier auch auf meinem ersten Webinar heute, das ich habe, weil das war das erste Mal, dass ich ein Webinar halte. Auch da stehen wir mit Rat, Tat und Fragen zur Verfügung. Die Produkte ist am einfachsten über den Großhandel zu bekommen. Da ist einfach die Menge optimal verfügbar, dann habt ihr immer frische Ware und so weiter und so fort. Wir sind ausgelegt auf Hersteller- und Palettenweiseverkauf. Wenn natürlich einer sagt, ich brauche eine Palette 8936, selbstverständlich liefere ich die auf Frachtfahrer nach Hause. Aber ich glaube, das wird die Ausnahme sein. Das glaube ich auch. Wir haben nochmal eine Frauenfrage. Und die klingt richtig unangenehm. Bei unserem Bürstner 690G Baujahr 2015 tritt bei der Verbindung der Außenwände immer noch Kleber aus. Also das dürfte nie austreten, aber schon gar nicht nach 9 Jahren oder 8. Ne? Der Kleber ist weiß, hat eine Konsistenz von Kaugummi. Was ist die Ursache? Was kann man tun? Über eine Antwort würde ich mich freuen. Das glaube ich. Ja, also von der Seite her, ich kann jetzt nicht genau sagen, was es ist, weil da müsste ich in Unterlagen nachgucken, was dort drin ist, ob was von uns oder vom Wettbewerber drin ist. Aber dasselbe Spiel wieder. Ich gehe von aus, dass da gar nicht bei den Wänden das rauskommt, sondern da, wo die Kantenleisten eigentlich genau sind, dass es unter den Kantenleisten rauskommt. Und das ist der Grund, das ist ein Thermoplast. Und solange dort genug Material drunter ist, drückt es das raus, auch nach 15 Jahren noch. Wie gesagt, sei froh, dass es rausdrückt, dann ist es nicht undicht, weil es ist genug Material drunter. Und dann dasselbe Spiel wieder, wenn das von uns ist, was ich hoffe, dann geht das relativ leicht zu entfernen. Ist das ein Hotmail-Produkt, ein Hotmail-Botyl, ein Wettbewerbsprodukt, kann das sein, dass das ziemlich eklig babbig ist und auch ziemlich eklig weg
weg ist. Aber ich würde es auf jeden Fall versuchen, mechanisch zu machen. Und ganz, ganz, ganz wichtig, nicht ziehen dran, sondern erst das Material, was rausgekommen ist, trennen von dem Material, was drunter ist, sonst baut ihr euch die Dichtigkeit, die Undichtigkeit selbst ein. Aber an den Außenwänden, es kann ja nicht sein, dass da der Kleber rauskommt, oder? Ich denke auch nicht, dass es die Außenwände, wobei auch da wieder sind. Ich habe jetzt in dem Schulungsvideo kein Foto da, in den anderen könnte ich das nochmal zeigen. Bei unserer Standardschulung, da siehst du genau ganz klar, diese Dichtungsmasse kommt um die Radkästen und diese Richtungsmassen werden auch, wenn die Wände auf die Seitenwand, also auf dem Chassis festgemacht werden. Dort dazwischen, zwischen dem Boden und der Seitenwand, dort kommt auch im Prinzip, sag ich mal, diese Butyldichtungsmasse rein, dass ja kein Wasser dort hochgerecken kann. Ja, man darf nicht vergessen, Butyl, wenn du einen Ballen Butyl ins Wasser wirfst und du wirfst einen Ballen Silikon ins Wasser, dann nimmt Silikon 200% mehr Wasser auf als das Butyl. So viel Gas- und Wasserdichte ist das Butyl. Oh, okay. Ja, ein extrem hoher Dichtstoff. Deswegen nimmt man das so für solche Anwendungen, um ja sicher zu gehen, dass kein Wasser dort ins Fahrzeug reinkriechen kann. Okay. Der Gregor fragt, bei Rissen in einer GFK-Dachfläche, was sollte verwendet werden? Ganz klar, da haben wir das Thema Osmose bei den Bootsbauern schon gehabt. Es gibt Gelcoat-Reparatursets. Ich würde das an der Stelle abschleifen. Ich würde den Gelcoat neu aufbauen. Da gibt es im Internet den einen oder anderen Anbieter, der das sehr, sehr gut macht. Also ich würde auf jeden Fall den Gelcode wieder aufbauen. Da würde ich gar kein Produkt von uns nehmen. Alternativ sagst du, nimmst eine große Aluplatte oder neue GFK-Platte und krebst großzügig was drüber. Das geht auch. Dann kannst du wieder den MS1, MS2 nehmen, weil das hat ja nichts zu halten. Ist ja nur eine Fixierung der Position. Aber wenn du es richtig machst, würde ich den GFK Gelcode noch aufbauen. Da haben wir noch eine Frage vom Ronny. Bei meinem Wohnwagen ist die Halterung des Abwasserrohrs abgerissen, beziehungsweise die Schraube ist ausgerissen. Wie klebt man das am besten? Das ist mega. Dann nimmst du auch wieder unseren 2K90 und drückst, füllst dieses Loch auf. Und wenn du es schnell genug magst oder richtig machst, dann würde ich die Schraube gleich mit reindrücken. Und dann macht die sich wie so einen eigenen Gewindekanal damit hin. Und nach ein paar Stunden kannst du das wieder benutzen. Also ja, diese rausgerissene Löcher ist mega. Ja, echt? Okay. Kriegt er die Schraube wieder raus? Weil ich meine, ja, kriegst du wieder raus. Oder muss er die ein bisschen einfetten, die Schraube dann? Kannst du einfetten oder meine Profis nehmen sie kurz im Mund und das mit Schrucker geht auch. Okay. Naja, das ist halt so aus der Praxisalltag. So, ne? Einmal kurz wieder, ja, und dann reingedrückt und dann ist alles gut. Ein bisschen Schrauben lutschen. Okay. Genau. Der Lothar fragt, bei meinem teilintegrierten 12 Jahre alten Wohnmobil wird die Verklebung zwischen Fahrzeugdach und Aufbau brüchig. Okay, das hatten wir schon, ne? Rauskratzen. Ja, raus, ja. Alles immer. Wie gesagt, sobald ihr merkt, dass es zu brüchig wird, dass es zu rissig wird, etc., würde ich dran gehen. Ich habe nichts dagegen, wenn das so eine alte P-Unart ist, die erst gelblich ist, würde ich nichts dran machen. Sobald es rissig wird, ist die Zeit, die Dichtung zu erneuern. Weil das Wasser sucht sich seinen Weg und es dringt immer wieder Wasser in die Risse ein. Und von der Seite her führt es zu einer Dauerschädigung. Weißt, das Wasser kann auch nicht mehr raus, es trocknet nicht mehr aus und dann geht dieser Effekt immer weiter und irgendwann ist er ganz hin. Deswegen, wie gesagt, sobald ich Risse habe, tauscht sie aus. So, wir haben eigentlich das offizielle Webinarende schon überschritten. Michael, kannst du noch? Du stehst da die ganze Zeit und der Bierfass, hey, hallo. Mir macht das so viel Spaß mit euch und ich genieße das gerade richtig, die Fragen, ja. Und mit dir macht es Efe jetzt, also von der Seite, das kriegen wir schon noch hin, alles gut. Okay, also würde ich sagen, machst du allein weiter, ich gehe ins Bett, ne? So ähnlich, genau. Der letzte, also, der letzte macht Licht aus, wie war das, oder? Der letzte macht Licht aus, ja, genau. Aber du solltest vielleicht mal, das habe ich nämlich auch schon gemacht, ich mache mal kurz meine Kamera an, wir könnten ja zu den tapferen Leuten, die da sind, mal mit einem Bierchen zu prosten, ne? Das haben wir. Du trinkst, bist noch bei Schnapp. Warte mal, lass mal gucken. Ich muss mal gucken hier. Ich kriege gerade geguckt. Mit Monster besser bestückt als mit Bier, glaube ich. Also von der Seite her wird das, glaube ich, momentan ein bisschen schwierig. Da sind beim Wohnmobil besser ausgerüstet. Und ja, okay. Wie viel haben wir denn noch an Teilnehmern? Siehst du das, wie viel wir noch da haben?
Ja, wir sind noch 374 Leute, einschließlich uns. Okay. Also nicht so schlecht, tapfer Leute, ne? Nee, wir super, waren, Respekt, ja. Wir waren im Maximum bei 806 Leuten. Also wie gesagt, entdeckt hätten wir noch, und der ist lauwarm, von der Seite, ich stoße ein Glas Wasser mit euch an, das mit Bier holen wir auf jeden Fall nach. Ja. Auf euer Wohl und Prost. Ich bin aber ganz ehrlich, ich bin noch bei alkoholfrei. Lieber Frank. Alles gut, wunderbar. Prost. Ja, machen wir noch bis um halb, oder? Bis halb elf. Ich hab gar keine genaue Uhrzeit. Sag mal, wie viel Uhr wir haben, dann. 22:11. Ach, alles gut. Machen wir bis halb. Kein Thema. Machen wir. Genau. Ne? Und dann ist gut, weil ich glaube, alle Fragen kriegen wir eh nicht gebacken. Ein paar sind wir schon entwischt. Dann gibt's ein paar Teilnehmer oder ja, schon etliche. Die haben sich natürlich auch schon vertschüsst, weil es ist ja auch ein bisschen später und manche müssen ja früh raus. Und da muss ich immer gucken, auch ein bisschen so quer gucken, wer ist denn noch im Webinar, dass man wenigstens die Fragen von denen beantworten, die noch im Webinar sind. Und die, die schon verlassen haben. Puh, so, wen haben wir denn? Carsten, Abstand in Klebefugen. Wie kann man aus dem Kleber selber zwischen zwei Holzstücken, wie kann aus dem Kleber selber zwischen zwei Holzstücken flachgezogen eine lange Bahn ziehen? Ja. Die härtet aus und dann schneidet Stückchen ab. Was? Ich verstehe es nicht. So haben die Kleber, der hat aber das Webinar schon verlassen, kommt, vergiss es. Also ich verstehe die Frage auch nicht. Wenn ich kommt schon vor. Ja. Bezüglich verschiedenen Dehnungseigenschaften, das hatten wir auch schon. Wie verklebe ich es? Ja, da kommt nochmal, wie wichtig ist die Sauberkeit? Also vielleicht hat er das am Anfang nicht mitgekriegt, der Andreas. Wichtig, also Sauberkeit, ne? Nochmal, es ist das absolut, absolut Wichtigste. Wenn ihr wirklich richtig sauber macht und das kontrolliert und auch so, wie wir es gemacht haben, grober Schmutz weg, kleiner Schmutz weg, reinigen eine Richtung, immer ein neues Blatt nehmen, das richtige Reinigungsmittel nehmen in diesem Bereich. Wenn ihr das macht, 95% der Fehler, die beim Verkleben auftauchen, werden dadurch eliminiert. Guckt, dass Silikonspray aus euren Werkstätten verschwindet. Von mir aus Graphit könnt ihr nehmen, unseren Rostlöser könnt ihr nehmen, alles kein Thema. Versucht, dass solche Sachen, die lackbenetzende Störungen haben, das heißt, die Lackierer auch nicht mögen, böse Teflon, das sind Silikone, das sind Kriechöle, all diese Dinge haben da, wo ihr kleben wollt, nichts zu suchen. Wenn ihr das eliminiert und richtig sauber macht, haben wir einen Fortschritt gemacht, dann hat sich dieses Webinar heute für alle gelohnt und die Fehlerquote wird gegen Null gehen. Das ist ganz sicher. Das ist das A und O, das ist das Wichtigste. Und ich mache bei meinen Schulungen, lasse ich meine Teilnehmer wieder prüfen. Bei den Praxisteilen kriegen die von mir so ein Öl untergeschoben oder so ein Silikonblech untergeschoben, das ich vorbehandelt habe. Das schiebe ich den unter und genau dort passiert's. Ein Beispiel zum Beispiel, ich habe ja meine Klebeausbildung 1999 beim EFOM-Institut begonnen. Und dort macht man auch Praxisprüfungen, das heißt, man muss 10 verschiedene Verklebungen machen und die werden nachher auseinandergerissen. Der am besten ist, der gewinnt auch noch einen Preis, aber wichtig ist, dass man einen gewissen Rahmen vorhat und die müssen relativ gleichmäßig sein. Und dann plant man vorher die Verklebung, welchen Klebstoff nimmt man, welche Festigkeiten möchte man machen und so weiter und so fort. Da gibt es ein paar Tricks, also möglichst kleine Klebefläche nehmen, weil das geht auf Quadratmillimeter hochgerechnet und so weiter. Und ich hatte einen Plan gemacht, wie ich die feste Verklebung machen will und neben mir war der Leiter vom Werk Unimog von Mercedes. Und er hat exakt in der Theorie denselben Plan gemacht, wie er kleben will. Also haben wir nebeneinander gearbeitet, wir haben denselben Klebstoff genommen, wir haben dieselben Fügelteile genommen, wir haben sie exakt gleich vorbehandelt, Sand gestrahlt, geschliffen und so weiter und so fort und haben unsere 10 Prüfungssachen eingereicht bei der Kommission. Und der Punkt war, seine Werte waren alle 30% schlechter als meine, alle 10. Im Gegensatz zu meinen. Dann sind wir zum Prof gegangen und haben gesagt, hier, pass mal auf, das kann nicht sein. Wir haben alles exakt gleich gemacht. Und dann sagt er, das stimmt nicht. Irgendeiner hat hier gefuscht und hat was anderes gemacht. Und dann nachher gibt es ein Elektronenmikroskop, weil wir haben dem so lange genervt, bis er das nachgeguckt hat und hat dann festgestellt im Elektronenmikroskop, dass es bei dem anderen, bei dem Unimog-Menschen einen Punkt gab, wo der Riss losging. Und das einzige Unterschied, das habe ich nicht gesehen beim Kleben, ist, der hat mit einem Faserliner einen kleinen Punkt gemacht, bis wohin er die Fügeteile überlappen will. Also ein Punkt von so einem 0,1 Millimeter Faserliner oder was die sind, oder Millimeter, was die haben, hat gelangt, dass das Lösungsmittel in die Klebung eingedrungen ist und hat dafür geführt, dass die Klebung 30% schlechter war als meine Verklebung.
ein Punkt mit einem Faserliner. Und das war für mich so ein Highlight-Punkt, auch meine Ausbildung, wo ich gesagt habe, guck mal hier, Kleben ist das Geilste, was es gibt, wenn du es richtig machst, und ein kleiner Fehler führt halt zum Versagen. Und das ist das Problem. Und deswegen reinigen und auf solche Fehler aufpassen, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Der Sebastian fragt noch, Geschichte, die ist noch gar nicht dran gekommen, eher so was Praktisches. Egal wie groß das Fahrzeug ist, Platz ist immer Mangelware. Kartuschenpresse, mehrere Standardkartuschen nehmen auf der Langzeitreise sehr viel Platz weg. Gibt es von Decalin auch kleinere Gebinde, zum Beispiel Zahnpasta-Tuben oder sowas in der Größe? Super, geile Frage. Genau für dich haben wir die richtige Lösung, weil es gibt unseren MS5 in einem ganz kleinen Schlauchbeutel, 100 ml. Der hat auch vorne wie so ein Gebinde drauf, den kann man im Prinzip, sage ich mal, aufschrauben und kann dann, wie gesagt, wie aus der Zahnpastatube das Ganze auffügen, und der hat sogar einen Deckel wieder zum Verschrauben. Ich gucke mal, ob wir auf die Schnelle so ein Bild von dem MS5 als 100 ml Schlauchbeutel finden. Genau, siehst du, also von der Seite, da ist er. Dann gibt es den auch beim Wagner, wie du siehst, also von der Seite her. Das ist also diese Möglichkeit, und das ist für mich auch sowas, was auf die Reise gehört. Genau wie wir vorhin dieses 3 Meter Botyltape hatten, dieses Botylband, so ein kleiner Klebstoff, so ein Botyltape und eventuell wie bei dir der 2K90, der hatte ich ja auch schon mal gerettet. Das sind so drei Produkte, die nehme ich mit auf die Reise, und dann kauft ihr euch noch irgendwo einen Sekundenkleber, Sodianacrylat-Klebstoff dazu, den gibt es auch mit so Pulver noch dazu. Das heißt, diese vier Sachen, wenn ich die dabei habe, da kann ich mir relativ gut auch im Weiterfahren helfen, ohne dass das Ganze dazu führt. Ja, also das ist vielleicht auch noch ein Punkt, der fehlt mir eigentlich bei den ganzen Fragen. So dieses kleine, sagen wir mal, der Verbandskasten. Ne? Ja, ich guck mal gerade auf die Schnelle, das Repair-Kit als Foto finde. Vielleicht hauen wir noch mal einen raus um diese Uhrzeit. Oh. Verlost doch mal ein Repair-Kit oder so. Ja, weißt du was? Ich mache das jetzt gleich. Auf unserer Homepage findet ihr den Zugang zum Newsletter, und wie gesagt, ich schicke dir jetzt gleich nochmal die Mail mit dem QR-Code, oder können wir den QR-Code einblenden. Kriegen wir das hin? Cool. Ja, der ist nämlich von der Angela bei der Mail heute dabei gewesen, heute Nachmittag, der QR-Code. Dann können wir den nämlich machen, und dort habt ihr jetzt schon kurz das Bild von dem Repair-Kit gesehen, und in diesem Repair-Kit ist einmal ein kleiner Schlauchbeutel der 8936 drin. Und dann ist zusätzlich ein MS5-Klebstoff drin, das kommt gleich nochmal. Dann ist einmal ganz klassisch 50 Meter von diesem normalen Gaffer-Tape oder von diesem Panzer-Tape im Prinzip, sag ich mal, als Teil dieses ganzen Inhaltes. Und da legen wir noch ein Cyanacrylat dazu. Das ist so diese erste Hilfe-Koffer, nicht für dich, sondern für das Auto, sage ich immer. Und das hat einen Wert von 40 Euro. Und sobald wir jetzt den QR-Code freischalten, den wir dann heute Mittag erst bekommen haben, muss man gucken bei der Angela heute Mittag, da hat es eigentlich geschrieben, Webinar müsste das Ganze heißen. Und dann mache ich eins, und die ersten 10, die sich angemeldet haben, den schicken wir ein Repair-Cat-Koffer. Wie die ersten 10, die sich fürs Webinar angemeldet haben? Willst du das Webinar machen oder die jetzt für den Newsletter sich anmelden? Ach so, auf den Newsletter, gut, ja, das ist gut. Die ersten 10, die sich jetzt auf den Newsletter anmelden, im Prinzip, sage ich mal, die kriegen ein Repair-Kit von mir. Sehr gut. Klasse. Aber jetzt husch, husch, ne? Ja, mal, das war deine Idee, du. Das war ja auch nicht abgesprochen, das ist alles live und echt. Also von der Seite her, dass abends um 10:30 noch so kreative Ideen von uns beiden kommen, hätte ich gar nicht gedacht. Du bist schuld. Du hast es eigentlich rausgehauen. So, wir können auch einen raushauen und machen mal ein Repair-Kit. Ja, weil das fehlt halt einfach, und das war jetzt die Schlüsselfrage vom, weiß gar nicht mehr, von wem es war, der halt gefragt hat, die kleineren Gebinde, ne? Das ist natürlich genau das, was man halt mitnehmen muss als Repair-Kit. Und von meiner Seite gibt es da auch noch was, ihr könnt ja mal auf meine Webseite gehen, das ist ja jetzt kein klassisches Konkurrenzprodukt zu euch, Schwanheimer Industriekleber habe ich vor 3 Tagen ein Video hochgeladen. Das sind diese kleinen Dinger, wo du gesagt hast,
bisschen was Flüssiges und ein Pulver dazu. Genau. Und, kann ich absolut empfehlen. Wie gesagt, wir sind in Stuttgart, haben wir Messestände jahrelang gegenüber gehabt und haben uns eigentlich optimal im Prinzip, sage ich mal, ergänzt. Ja, und haben da genau solche Sachen halt gemacht in diesem Bereich, dass ich gesagt habe, hier guck mal, es gibt Anwendungen, wo ihr einfach die besseren Produkte habt, weil wir haben gar keine Cyanacrylate bei uns bekommen, die kaufen wir auch zu, das gebe ich ehrlich zu, in dem Bereich. Und von der Seite her ist das ziemlich, ziemlich passend. Also wie gesagt, da ist einmal ein großes Butyltape hier drin. Ja, das heißt, hier kann ich mir relativ gut eigentlich helfen. Dann haben wir, wie gesagt, einen kleinen Sekundenklebstoff dort drin. Natürlich drei Reinigungstücher sind hier in dem ganzen Set mit drin. Handschuhe, dass ich mich nicht dreckig mache. Und dann haben wir hier einfach einmal ein Dekasyl in klein drin. Das war genau diese 100 ml, die wir gesprochen haben. Und ich habe hier noch einmal die 8936 Abtufahr Dichtungsmasse, falls ich mal so ein kleiner Gassteckdose oder irgendwas anderes oder hier so ein Feststeller oder sowas nur einschrauben muss, kann ich hiermit helfen. Und das Ganze gibt's natürlich hier in so einem schön klassischen Koffer. Das heißt, da bin ich auch auf jedem Campingplatz immer der absolute Star. Wenn ich halt dann sage, hier Jungs, ich kann euch helfen, guckt mal hier, ich hole mein kleines Arztkörperchen und jetzt helfen wir dem Auto in diesem Bereich. Ja, cool, super. 10, 9, 8, deins. Genau. So, da jetzt eh alle sich bei euch einloggen und versuchen, zu den Ersten zu gehören, würde ich sagen, ist das auch eine gute Gelegenheit, hier vielleicht den nächtlichen Break zu machen. Ich mache nochmal meine Kamera an und sag mal vor allen Dingen dir, lieber Michael, auch dem Donovan, der da im Hintergrund dich unterstützt hat, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das war ein richtig spannendes Webinar. Wir werden da, denke ich mal, schon ein bisschen Feedback kriegen. Ich habe es leider vergessen, es sind immer noch 317 Leute hier drin. Super, vielen Dank für eure Teilnahme und eure Geduld und euer Engagement, dass ihr so lange ausgehalten habt. Ja, sehr tapfer. Gebt uns doch gerne mal ein bisschen Feedback morgen oder wann ihr Zeit habt zu dem Webinar. Das könnt ihr auf meiner Webseite machen. Es ist jedes Webinar kommentierbar und was euch gefallen hat. Und auch wenn es euch nicht so gefallen hat oder wenn ihr was vermisst habt oder eure Frage nicht drangekommen ist, was machen wir denn mit den Leuten, deren Fragen nicht drangekommen sind? Dürfen die euch noch eine E-Mail schicken? Oder also wie gesagt, probiert es einfach mit dem Chatbot. Führt der Chatbot nicht zu dem Ergebnis, dem vorstellt, schickt uns eine Mail an die Support. Von der Seite her, gibt uns ein bisschen Zeit, die zu beantworten, weil wir sind noch im Nachmessestress, aber wir kümmern uns um alle Nachrichten, die da sind. Von der Seite her, wie gesagt, probiert es erstmal. Der Chatbot bringt mega, mega Ergebnisse für die Standardfragen schon. Und wenn es, wie gesagt, etwas komplizierter wird, redet mit uns, dafür sind wir da. Auch da, wie gesagt, das war heute mein erstes Webinar. Danke an dich, dass du mich in diese Webinar-Sachen eingeführt hast. Du bist ja eigentlich seit Jahren schon dran, dass wir das machen. Und ich habe mir gesagt, nee, das passt nicht, das bin ich, das und so weiter und so fort. Von der Seite her, danke Uli, das war mega, dass du mich überzeugt hast. Auch da, wenn ihr Wünsche, Kritiken habt oder Verbesserungswünsche habt, jederzeit gerne. Ich lerne auch gerne noch dazu, um das noch ein bisschen toller und schöner und runter für euch zu machen. Wie gesagt, wir freuen uns über jedes Like, wir freuen uns über jeden Facebook, der uns folgt. Und wie gesagt, bei dem Newsletter tragt euch ein. Einmal gibt es einen Koffer und ansonsten gibt es ja das Buch noch bei dem Newsletter, der sich einträgt bis morgen Abend um 24 Uhr. Alle, die sich eingetragen haben, erhalten dieses Buch, sind ungefähr 150 Seiten, klebt es nicht, gibt es nicht. Strategien für Fahrer, Karawanen und Fahrzeugbau. Da gehen wir nochmal in die Tiefe, da gibt es auch Tabellen, da gibt es auch noch Formeln dazu. Da geht es nochmal ein bisschen so auch in die Grundlagenchemie, die wir heute ein bisschen vernachlässigt haben. Aber ich wollte den Abend nicht zu trocken machen und wie gesagt, da geht auf jeden Fall noch mehr. Vielen Dank an alle, vielen Dank an Uli. Sehr schön. Vielen, vielen Dank euch beiden auch. Super Job gemacht für dein erstes Webinar, war das schon brillant. Also man könnte meinen, du bist ein alter Webinarhase, das wirst du jetzt wahrscheinlich werden, nehme ich mal steigern. Ne? Ja, es hat Spaß gemacht. Also wie gesagt, auch die Fragen war wirklich toll. Ja, es waren auch vor allen Dingen Fragen aus dem Leben, ne? Und wie mache ich das und wie mache ich jenes? Und man merkt halt doch, viele haben die gleichen Probleme, ist ja logisch. Ne? Es geht halt ums Kleben und ums Sichten. Aber ich denke, es war doch eine richtig große Fülle an Fragen da. Und sorry für die Leute, vielleicht deren Frage jetzt nicht dran gekommen ist. Ich versuche es immer ein bisschen thematisch zu poolen. Wenn was zusammenpasst, dann muss ich als ab und zu mal was überspringen und dann ist es manchmal auch aus den Augen, aus dem Sinn. Aber
ja, es soll ja auch ein Anreiz sein für alle, sich jetzt weiter zu informieren, euren Chatbot dazu nutzen und letztendlich dann vielleicht auch mal dieses Buch zum Kleben lesen. Ne? Also der Trend geht ja auch zum Zweitbuch. Wenn ihr das Erstbuch noch nicht habt, mein Angebot steht auch noch bis morgen Abend. Das E-Book gibt's kostenlos dazu. Und ansonsten würde ich sagen wir mal, dein Buch kann man ja auch nur empfehlen. Dann kann man ja auch nur empfehlen, weil, weißt du, ich kann ja nur kleben und dichten. Ja, du hast ja in deinem Buch auch alle anderen Gewerke abgearbeitet, wo ich sagen, okay, da habe ich ja Gott sei Dank gar keine Ahnung von. Ich kann ja nur das eine. Das glaube ich ganz gut. Aber und von der Seite her ist dein Buch auf jeden Fall empfehlenswert. Ich mache es auf der Messe und du hast auch gerade wieder gesehen, wie du bei uns auf dem Messestand warst, dass doch der eine oder andere Influencer auch da war, der ganz hochachtungsvoll festgestellt hat, ach, guck mal, das Original sitzt hier am Messestand und das scheint ja doch ganz gut zu sein. Von der Seite her, das Buch von dir kann ich empfehlen. Übrigens, den Klebeteil habe ich Korrektur gelesen. Der passt also auch. Viel Spaß. Ja, ja. Das ist windig approved, ne? Ja, jetzt bin ich gebucht, auf jeden Fall. Okay. Also, liebe Leute, macht's gut. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ciao, ciao. Lasst es euch gut gehen. Ihr kriegt in den nächsten Tagen, das dauert vielleicht 1, 2, 3 Tage, kriegt ihr noch einen Link. Ihr könnt euch das Webinar nochmal angucken. Das werde ich auf YouTube hochladen. Und könnt auch dort Kommentare abgeben und Likes hinterlassen und Abos machen und überhaupt. Lasst krachen. Einen schönen Abend noch. Gute Nacht. Einen schönen Abend. Ciao. Dir auch, Michael. Guten Abend.